Hallo, liebe Menschen im Internet. Dies ist Orkenspalte TV und wir spielen heute Blades in the Dark. Was wir eigentlich machen, ich habe keine Ahnung. Deswegen würde ich jetzt einfach mal kurz sagen, mit wem wir hier sind und danach dann direkt an den Jan weitergeben, der uns einführt in diese Welt aus Schmerz, Verbrechen und Finsternis. Oder so ähnlich. Gut. Ja, vielen lieben Dank an meine Spielenden, dass ihr heute hier seid. Wir haben heute Franigo hier, Farah hier, Eric hier, Walker hier und mich. Ja, okay, mich, genau. Und Jan macht uns den GM. Hi, schön, dass ihr alle da seid. Fangen wir doch einfach mal mit Franigo an, weil er bei mir im Layout ganz oben links gelandet ist. Hi, schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich dabei bin. Mit bürgerlichem Namen heiße ich Christoph Hadebusch. Ich habe ein paar Romane geschrieben. Da hinten stehen noch so ein paar. Meistens Fantasy und genau. Und ich freue mich tierisch darauf, Blades in the Dark auch mal zu spielen und nicht nur zu leiten. Du hast es aber tatsächlich schon mal selbst gespielt oder nur geleitet? Ja, genau. Ich habe die letzten Jahre, habe ich ein, zwei Mal Blades Run gemacht. Ich habe Scum & Villainy geleitet und ich habe zuletzt ein bisschen bei Lisa Grimm auf dem Kanal drüben, haben wir ein bisschen ganz leicht mit ganz lockeren Regeln Blades Run da gespielt. Cool, da bist du wahrscheinlich voll, im Gegensatz zu mir, der volle Experte. Ich habe das noch nie gespielt, ich habe noch nichts gelesen. Ich sitze hier als völliger Noob. Ich beneide dich. Warum? Weil es ein schönes erstmals Spielerlebnis ist? Ja, ich finde das super. Das hat mich gleich am ersten Mal tierisch überzeugt. Also es war einfach ein richtig gutes System, hat richtig Spaß gemacht. Also. Cool, ich bin sehr gespannt. Ja, Farah, hi. Hi. Ja, Farah ist mein Nickname. Ich heiße eigentlich Nina. Bin eigentlich Cosplayer und Lapperin, aber ab und zu so ein paar Runden Dungeons & Dragons Pen & Paper dabei. Das Blades in the Dark ist jetzt was ganz Neues für mich, aber ich freue mich drauf. Ich kriege gerade geschrieben, ich habe irgendeinen Filter über dem Bild. Und Farah, du bist ein bisschen zu leise, sagt ja, Nico. Moment. Kannst du dich noch mal ein bisschen uppen? Moment. Machen wir anders. Sollen wir vielleicht schon mal weitermachen, während die Mikrofon... Ja, genau. So. Besser? Gestellt. Viel besser. Cool. Ja. Okay, dann, ja. Hi, Eric. Hi, ich bin Eric. Ich bin öfter hier, glaube ich. habe auch noch nicht Blades in the Dark gespielt, aber ich bin immer sehr leicht zu begeistern für Dinge, die abseits von dem, sagen wir mal, den Rollenspielgroßen, so D&D, Call of Cthulhu, DSA und so weiter passieren. Und deswegen ziemlich gespannt. Und Hype. So, sorry. Ja, ich versuche zu multitasken, das kann ich nicht. Ja, cool. Walker. Hi. Hi. Der ein oder andere hat mich unter Umständen auch schon mal hier gesehen. Mhm. Ähnlich wie Eric bin ich sehr leicht zu begeistern dafür, wenn einer sagt so, hey, da ist ein Rollenspielsystem, das kennst du doch nicht? Nee, dann machst du mit, okay. Deswegen bin ich hier. Hi, ich freue mich sehr drauf, obwohl ich wahrscheinlich noch blinder bin als Evi. Ich habe echt keinen Dunst, was hier los ist, aber ich bin slide, ich freue mich. Du bist hier. Du bist hier. Das hast du geschafft. Yes. Das ist die Grundvoraussetzung. Und was jetzt hier los ist und was hier passieren wird, das erzählt uns jetzt der Jan. Hoffentlich. Mal gucken. Ich bin der Jan, ich bin auch schon öfter hier gewesen. Also nicht hier, aber so generell auf Orkenspalter. Ich mache auch noch andere Sachen wie Brettspiele und Computerspiele. Ja. Ja, jetzt machen wir Blades in the Dark. Blades in the Dark versuche ich jetzt mal in kurz zu fassen. Und dann werden wir, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann, gleich mal in die Charakterweitergenerierung gehen. Also die Leute hier haben sich alle schon Charaktere oder Rollen ausgesucht oder Playbooks, um genau zu sein. Wir werden auch weil ich das englische Buch habe und wir bei Roll20 die englischen Charakterbögen haben, englische Begriffe benutzen. Das heißt, wir werden ein wunderherrliches Denglisch von uns geben. Das sollte aber überschaubar schwierig zu verstehen sein. Was ist Blades in the Dark? Blades in the Dark spielt in einer Welt, die vor einer nicht genauer spezifizierten sehr langen Herzeit durch einen Cataclysm zerstört wurde und
Und nicht die Welt wurde zerstört, sondern die Sonne wurde zerstört. Das heißt, die Sonne ist in viele, viele Trümmer zerbrochen und ist eigentlich weitestgehend weg. Manchmal zur Dämmerung und zum Morgen sieht man sie noch so ganz schwach als kleines Stückchen irgendwie am Himmel, aber ansonsten ist es in der Welt immer dunkel. Das ist eine super Voraussetzung, um als Bande von Tunichtguten unterwegs zu sein. Und das ist auch das, was man bei Blades in the Dark ist als Gruppe. Der Cataclysm oder diese Katastrophe hat auch dazu geführt, dass die Tore ins Jenseits und die Götter, die es mal gab oder die vielleicht mal irgendjemand irgendwann vor Tausenden von Jahren verehrt hat, alle nicht mehr so wahnsinnig präsent sind und die Tore ins Jenseits geschlossen sind. Was bedeutet, wenn jemand stirbt, kann sein Geist nicht ins Jenseits wandern. Wenn man also auf 1000 Jahre gerechnet denkt, wie viele Leute da so sterben, dann sind einfach eine Menge Geister unterwegs auf der Welt. Das heißt, die gesamte Welt ist eigentlich erfüllt von Geistern. Und die haben das, was Geister so haben an sich. Das heißt, die trachten nach Leben. Die versuchen irgendwie, die Lebenskraft von Leuten zu kriegen. Oder sie haben noch eine Rechnung offen mit irgendjemandem, der es umgebracht hat oder so. Und das führt dazu, dass überall, wo man sozusagen auf dem flachen Land ist, alles voll mit Geistern ist und dass die meisten Leute da draußen nicht lange überleben. Deswegen findet die Hauptsache des Lebens in Städten statt und die werden über elektroplasmische Blitzbarrieren von der Außenwelt abgeschirmt. Das heißt, ihr spielt zumindest standardmäßig in Duskwall, das ist eine Hafenstadt im Norden des größten Reiches, das es gibt. Die Welt ist auch ziemlich zerbrochen, das heißt, es gibt eigentlich noch ein paar Inseln und ein großes schwarzes Meer, die Void Sea, die ist wirklich schwarz. Und oben gibt es Sterne und unten am Boden der See gibt es auch Sterne. Und wenn man auf dieser schwarzen See in absoluter Dunkelheit mit oben Sternen und unten Sternen rumfährt, dann wird man auch gerne mal ein bisschen Ralle. Und das ist also tatsächlich etwas, was man tun muss. Warum muss man das tun ab und zu? Weil diese Türme und diese Blitzbarriere, die im Prinzip der einzige Grund sind, warum es irgendwie noch eine Zivilisation gibt, die werden, wie gesagt, mit elektroplasmischer Energie betrieben. Wir haben so ein bisschen 19. Jahrhundert, Flair, spätes 19. Jahrhundert, keine Ahnung, sowas wie, es gibt Computerspiele, man kann so ein bisschen Jules Verne mit Gothic-Düsternis irgendwie denken. Elektroplasmische Energie wird gewonnen aus purem Leben. Und das geht meistens aus von den sogenannten Leviathans. Das sind riesige, größer als Wale, riesige Monster, Dämonen, die durch diese Void Sea ziehen und ab und zu von großen Schiffen, den Leviathan Hunters, gejagt werden. Dann werden die zerhackt, destilliert und aus dieser destillierten Leviathan Blatt wird elektroplasmische Energie gewonnen im großen Maßstab. Das ist also die Welt, in der ihr seid. Ihr seid in einer Stadt, das kann man vergleichen mit einer Mischung aus London, Prag und Venedig. Das heißt, sie ist semi-industriell, sie hat enge Gassen, sie ist in ständige Dunkelheit gehüllt. Das heißt, Licht gibt es nur da, wo elektroplasmische Laternen aufgestellt werden. Es gibt nicht wahnsinnig viel zu essen, weil alles sowas draußen wie Felder gibt es nicht. Das heißt, es gibt nur da Pflanzen, wo man mit elektroplasmischer Energie große Scheinwerfer hinstellt. Ansonsten ernährt ihr euch von Pilzen, Aalen und was immer irgendwie ohne Licht wächst. Das ist so die Standardnahrung, die es so gibt, also irgendwie grauen Brei. Auch wie bei solchen Städten, stellt euch sowas vor wie Oliver Twist oder sowas. Das heißt, es gibt halt wahnsinnig, oder Peaky Blinders ist so eine weitere Referenz. Es ist alles schmutzig, es ist alles dunkel. Es gibt relativ viel Verbrechen, was Dunkelheit so mit sich bringt. Und trotz allem seid ihr in dieser Stadt eingeschlossen. Also es gibt nur wenige, die rauskommen. Es gibt eine Zugverbindung zur nächsten Stadt, die sehr weit weg ist. Und die Züge verkehren sozusagen durch dieses Geisterfeld. Da haben extra Leute, die Railjacks, die Geister dauernd abkratzen von dem Zug. Die versuchen irgendwie reinzukommen und die Kabinen mit den leckeren, lebenden Leuten irgendwie zu invasieren. Es ist also einfach draußen, ist saugefährlich. Man gewöhnt sich also daran, dass man in dieser Stadt ist. Und die Stadt wurde natürlich über Generationen gebaut. Das heißt, es wurde immer wieder auf irgendwelche Häuser draufgebaut. Die meisten Sachen sind mehrstöckig, in verschiedenen Zeiten gebaut, überall, jeder Ecke ist noch irgendeine Hütte, wo irgendjemand sich einen Bretterverschlag gemacht hat. Und ihr seid aus verschiedenen Gründen vom, sage ich mal, geraden Weg abgekommen. Das heißt, jeder von euch, und vielleicht, wenn du auf deinen Charakterbogen den mal dem Chat zeigst, hat einen Charakter. Und diese Charaktere haben verschiedene, es nennt sich hier Playbooks, also verschiedene Rollen.
die so ein bisschen nicht nur vorgeben, was sie können, sondern auch ein bisschen, wer sie sind oder was sie so tun, wie sie an Themen herangehen. Es gibt zum Beispiel, was bist du, Ivi? Spider. Genau, du bist Spider. Es gibt ein Spider zum Beispiel ist jemand, der oder die versucht, ihr Netz auszuwerfen und versucht, Kontrolle auszuüben, entweder über andere in ihrer Party, den positiv durchaus auch unterstützen sein kann, oder irgendwie über Netzwerke verfügt und so ein bisschen im Hintergrund Sachen dealt. Es gibt zum Beispiel sowas wie ein Lurk, das ist so der klassische Dieb, der irgendwie im Dunkeln durch die Gegend schleicht und besonders Sachen machen kann. Genau, den haben wir nämlich auch. Dieses bei Blades in the Dark ist das sozusagen sowohl eine Aussage darüber, was du kannst, als auch wie du bist, weil zum Beispiel du kriegst deine Erfahrungspunkte darüber, dass du etwas auf eine bestimmte Art angehst. Und zum Beispiel ein Cutter, also jemand, der hauptsächlich mit brutaler Gewalt vorgeht, der kriegt halt seine Erfahrungspunkte dafür, dass er mit brutaler Gewalt Sachen löst. Wohingegen ein Lurk zum Beispiel seine Erfahrungspunkte dafür kriegt, dass er eine Herausforderung entweder mit Stealth oder mit Ausweichen irgendwie bewältigt. Das heißt, man versucht so ein bisschen immer das zu sein, was man als Charakter darstellt, aber es ist keine Pflicht. Kommen wir ein bisschen kurz zum System, damit ihr auch wisst, was ihr da tut. An sich ist Blades in the Dark sehr einfach. Man würfelt mit einer Anzahl von 6 Seiten. In unserem Fall macht das Roll20. Da müsst ihr also nur noch auf die Begriffe drücken, die Aktionen drücken, die ihr ausführen wollt. Dann macht das. Die Anzahl von 6 Seiten bestimmt sich über die Fertigkeit, die ihr habt. Es gibt diese kleinen roten Punkte auf eurem Charakterbogen, die sagen, wie viel ihr habt. Da gibt es 2 Reihen, eine Querreihe und eine Längsreihe. Die Querreihe zählt für die Aktion, das ist nicht wirklich ein Skill in dem Sinne, das ist nicht so eng gefasst, sondern es ist ein etwas tun. Also wenn man den ersten Skill zum Beispiel nimmt unter Insight, Hand, das kann sein Schießen, weil das gehört zum Jagen, mit der Flinte schießen. Also zum Beispiel ein Scharfschütze hat wahrscheinlich Hand, weil er irgendwie gut schießen kann, etwas auf die Entfernung machen. Es kann aber auch Spuren suchen sein, es kann Jagen sein, könnte auch sein, was weiß ich, wenn ich Jäger bin, kann ich das Vieh auch anschließend ausnehmen. Das kann alles unter Hand fallen. Es ist eine Aktion, die generell in dem Feld passiert. Weil es eine Aktion ist und kein Skill, kann das jeder und jede von euch. Also jeder kann auf alles würfeln, was es da gibt. Nur weil ihr keinen Punkt da drin habt, keinen roten, heißt das nicht, dass ihr es nicht könnt. Das heißt nur, dass eure Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, etwas schlechter ist. Denn wenn man, normalerweise nimmt man die Anzahl von Würfeln so viel, wie man Punkte hat, würfelt und dann gibt es 2 Möglichkeiten, man hat 3 Möglichkeiten. Man hat Erfolg oder man hat Misserfolg. 1 bis 3 ist Misserfolg. 4, 5 und 6 ist ein Erfolg. Damit habt ihr eine 50% Chance bei einem Würfel, dass egal was ihr tut, dass das klappt. Ihr könnt also durchaus damit rechnen, dass ihr mit 2 Würfeln also 50% Chance habt, dass was immer ihr tun wollt, funktioniert. Das ist relativ leicht. Das Problem ist, die Würfel tun 2 Sachen. Sie sagen, klappt es oder klappt es nicht. Und sie sagen, gibt es eine Komplikation oder gibt es keine. Mit 4 bis 5 habt ihr es zwar geschafft, aber es gibt eine sogenannte Komplikation. Und bei Blades in the Dark würfelt man im Prinzip auch dafür, was alle anderen tun, also alle Spielleiterfiguren. Sprich, wir würfeln nicht, oh, ich möchte angreifen, ich würfel 2 Sechser, juhu, oder 2 Fünfer, es hat geklappt und ich mache so und so viel Schaden. Und dann würfelt der Spielleiter und sagt, okay, meiner hat auch geklappt, ich mache auch so und so viel Schaden. Sondern das ist alles abstrahiert als System. Es wird über den Wurf geregelt und gesagt, okay, ich habe 5, wunderbar, ich wollte jemanden irgendwie die Fresse polieren, hat funktioniert, aber es gibt eine Komplikation. Zum Beispiel, der hat zurückgeschlagen und mir auch die Fresse poliert. Kann eine Komplikation sein. Oder seine Freunde tauchen auf und wollen mir jetzt erst recht die Fresse polieren. Kann auch eine Komplikation sein. Oder du hast ihm zwar die Fresse poliert, aber der dabei die Hand gebrochen. Oder du hast ihm die Fresse poliert, aber du hast ein bisschen daneben geschlagen, ist eine Komplikation. Insofern klappt es nicht so gut, wie du das eigentlich wolltest. Also das sind alles Möglichkeiten, das wird navigiert, hängt so ein bisschen von der Situation ab, ändert aber nichts daran, dass es geklappt hat. Das ist ganz wichtig. Wenn ihr einen Wurf macht, dann ist das Ergebnis verlässlich. Es kann eben nur modifiziert werden und es gibt noch 2 Grundlagen. Das wird auch beim Würfeln, wird euch das Roll20-System das abfragen. Die Position, aus der ihr heraus das macht und der Effekt, den das hat. Position ist im Prinzip, wie gefährlich oder risikoreich ist es, diese Aktion jetzt zu machen. Das geht von Controlled, wo ihr, keine Ahnung, ich versuche, eine Leiter hochzuklettern. Das ist eigentlich gar kein Wurf, aber sagen wir mal, es wäre einer. Controlled, passiert nichts, niemand rüttelt an der Leiter, alles gut, ich komme da hoch und dann ist der Effekt,
okay, was kann da hinten dran passieren? Also ist es ein sehr begrenzter Effekt, limited, dann hieß es halt, okay, ich möchte oben auf eine Mauer. Ich habe eine Leiter, wo der Basis ist controlled, aber die Leiter ist nur bis zur Hälfte der Mauer. Dementsprechend ist der Effekt trotzdem zero. Das heißt, ich habe es zwar geschafft, aber weil ich eine Leiter benutzt habe, komme ich nicht höher. Dann müsste ich also nochmal gucken, kann ich was tun, um den Effekt zu erhöhen? Kann ich also auf Limited gehen oder auf Standard oder sogar auf Great? Und das ist sozusagen die Intensität. Und man kann als Spieler damit ein bisschen changieren, weil das komme ich später zu, wenn wir mal anfangen, weil es gibt Möglichkeiten, diesen Effekt nach oben zu treiben. Das heißt, mehr Effekt zu erzielen, unabhängig davon, ob ihr geschafft habt oder nicht, sondern einfach das Ausmaßeffekt zu erzielen. Umgekehrt ist die Ausgangssituation eine, die im Regelfall, wenn wir würfeln, risky ist. Das heißt, es gibt immer ein Risiko, wenn ihr es macht. Sonst müsst man nicht würfeln, wenn es kein Risiko gäbe, wäre es langweilig. Und ihr könnt natürlich sagen, oh, ich gehe noch ein höheres Risiko ein und jetzt wage ich es wirklich. Ich nehme die Leiter unter mir weg und tue sie über mich drüber, während ich noch im Freien stehe und mich an einem Haken festhalte, damit ich den Rest der Leiter dann irgendwie nochmal die ganze Mauer hochklettern kann. Das ist ein bescheuertes Beispiel, aber es würde aus einer normalen Aktion eine sehr risikoreiche Aktion machen. Ich fühle gerade nichts Besseres ein. Es gibt bestimmt bessere Beispiele, aber ich hatte gerade keins. Aber das ist das Ding. Ihr könnt entscheiden, ob ihr sagt, also ihr sagt, was ihr macht. Ich sage, wie gefährlich ist das? Also was ist die Ausgangssituation? Und was ist der zu erwartende Effekt? Anhand eurer Beschreibung. Reden wir es möglichst schön, damit es möglichst toll wird. Oder? Ihr könnt es, je besser ihr in der Lage seid zu erklären, warum das cool ist, umso besser geht's. Klar, also das hat schon was damit zu tun. Deswegen ist das ein Spiel, das sehr viel vom gemeinsamen Geschichtenerzählen lebt. Das ist das Coole an dem System. Also es ist ein kollektives Geschichtenerzählen. Es ist nicht, die Spieler spielen gegen den Spielleiter. Macht keinen Sinn. Trotzdem wird es so sein, dass natürlich sozusagen die Frage, also ist etwas gefährlich oder nicht, sozusagen die hängt halt eher davon ab, was ich sage. Und die Frage, wie macht ihr das, hängt davon ab, was ihr sagt. Das heißt, ich sage auch nicht, oh, würfel mal Hand. Sondern ich sage, da hinten rennt jemand, was macht ihr? Und dann sagt jemand, oh, ich schieße, das mache ich mit Hand. Du kannst auch mit Finesse schießen. Das ist dann vielleicht nicht so gut, weil es nicht die ideale Aktion ist. Aber geht auch. Aber wenn man gut aussehen will, zum Beispiel aus einem anderen Grund. Wenn man dabei extrem elegant sein möchte oder wenn man irgendwas hat, was man kann zum Beispiel versuchen, jemanden die Fresse mit Wreck zu polieren. Wreck ist Sachen kaputt machen. Sachen kaputt machen geht auch. Aber Skirmish ist zum Beispiel eigentlich Nahkampf, so tendenziell. Das heißt, Skirmish ist der bessere Skill, weil wenn du drauf bestehst, das mit Wreck zu machen, was total okay ist, dann hast du vielleicht nur einen begrenzten Effekt. Oder weil Sachen kaputt machen nicht das gleiche ist wie Nahkampf. Das würde zum Beispiel, oder es könnte sein, dass du ein höheres Risiko hast, dass du sagst, mir ist scheißegal, ich will den kaputt machen, das nehme ich in meine Schaufel und hau dem in die Fresse stundenlang. Aber du vernachlässigst deine Deckung, dein Risiko ist größer und der Effekt könnte potenziell für dich trotzdem gut sein. Aber wenn du eben schaffst mit Komplikationen, kann die Komplikation auch schwieriger werden. Also das ist so ganz grob das System. Später kommen wir dazu noch, es gibt Möglichkeiten, sich gegenseitig zu helfen. Die Kernmöglichkeit allerdings, um einen Wurf zu verbessern, ist Stress. Und das ist praktisch die Währung, die ihr habt. Auf eurem Charakterbogen gibt es da eine Reihe mit Stress. Am Anfang hat erstmal jeder gleich viel oder gleich wenig. Und ihr könnt immer zwei Stress ausgeben, um euch zu pushen bei jedem Wurf, den ihr macht. Pushen bedeutet, ihr nehmt entweder einen zusätzlichen Würfel dazu, das ist ein Bonuswürfel, oder ihr erhöht den Effekt. Das heißt, ihr sagt, oh, mir langt das nicht, dass ich hier nur, wenn ich dem die Fresse poliere, der vielleicht nur ein bisschen beschädigt ist, ich will dem richtig die Fresse polieren, der soll danach umfallen. Dann pusht ihr euch, gebt zwei Stress aus und der Effekt ist entsprechend von Standard auf Great gegangen. Und das würde vielleicht genügen, um den entsprechenden Effekt, den ihr wünscht, zu erzielen. Es gibt auch noch den sogenannten Devil's Bargain, den seht ihr vom Charakterbogen. Das ist im Prinzip das Gleiche. Das heißt, okay, ich will einen Würfel haben, aber ich möchte keinen Stress dafür ausgeben. Lieber Spielleiter, ich könnte mir vorstellen, dass dafür, dass ich das jetzt tue, also zum Beispiel der Devil's Bargain wäre, ich will ihm richtig die Fresse polieren, dass er nicht mehr aufsteht, aber ich bin bereit, mir dafür die Hand zu brechen. Okay, gut. Greater Effekt, mit voller Wucht zugeschlagen, ich gehe ab alles rein. Passiert was. Es kann auch eine späte Komplikation sein. Es kann auch sein, ich nehme eine Komplikation, die erst später kommt. Devil's Bargain ist immer, mach dein Leben
also gibt dir mehr Wahrscheinlichkeit auf Erfolg jetzt, aber macht dein Leben tendenziell später schwieriger. Okay. Später ist aber meistens nicht wahnsinnig weit weg von jetzt. Also nicht so ja. in 20 Jahren, sondern eher so in 20 Minuten vielleicht. Okay. Das ist das Ganze. Messe und dafür kriege ich weniger Geld, wenn ich hier in die Rente gehe. Ja, genau. Das ist selten der Fall. Das ist das ganze System. Ihr würfelt, ihr sagt, was ihr machen wollt. Also ihr sagt, was ihr machen wollt. Ihr würfelt, wenn ihr etwas nicht könnt, würfelt ihr zwei Würfel und nehmt den niedrigeren. Das macht das System ja auch automatisch. Aber sobald ihr euch pusht zum Beispiel, kriegt ihr einen Würfel dazu. Damit habt ihr automatisch einen Würfel in dem Skill. Das heißt, dann könnt ihr es sozusagen mit ein. Ihr könnt euch gegenseitig helfen. Das heißt, jemand kann sagen, ich unterstütze. Dann nimmt die Person Stress für euch und gibt euch den Würfel dazu. Mhm. Und ihr könnt bei Sachen, die nur eine Person oder die das Team gesamt macht, könnt ihr Team würfeln. Und einer kann der Anführer werden von dem Team und kann sagen, ich zeige euch, wie das mit dem Schleichen geht. Schleicht vor. Alle anderen schleichen hinterher. Die, die es nicht können, machen bum, 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 bum. Der Stress, der daraus resultiert für den Typen, der dafür gesorgt hat, dass ihr schleichen lernt, den kriegt er. Das heißt, je schlechter ihr würfelt für jeden Misserfolg, den jemand von euch würfelt bei einem Teamwork, kriegt der Teamleader den Stress. Einer für alle, alle für einen. Das sind die Regeln. Mehr müsst ihr eigentlich nicht wissen. Okay. Vielleicht könnt ihr kurz, ihr habt ja alle schon Rollen, vielleicht könnt ihr das kurz mal, damit ich nicht dauernd rede, euch als eure Rollen jeweils vorstellen und also nicht in eure Rolle, sondern wer ihr seid und potenziell auch, wo ihr herkommt oder was irgendwie noch was Besonderes an euch ist, woran man euch merken kann, gut erkennen kann oder was für euch irgendwie typisch ist. Ich weiß nicht, wer in welchem Chatfenster wo links sitzt. Bei mir sitzt der Christoph direkt neben mir, insofern darf der... Ich bin immer Erster, kein Problem. Ja, mein Charakter hat den Straßennamen, das Alias Onyx. Ist auch nicht aus Dospol direkt, sondern von fernen Gestaden dorthin gespült worden, kommt nämlich aus Tychoros. Dort, so heißt es, haben die Menschen Dämonenblut in den Adern. Ich glaube, das ist nicht mal mehr auf der Karte drauf, aber irgendwie bin ich... Nur als da oben. Da oben geht es dahin, genau. Irgendwie ist Onyx in Dospol gelandet. Dospol, großer Hafenstadt, natürlich auch viele Leute aus aller Herren Länder. Und ja, Onyx trägt immer passend zum Status als Lurk dunkle Kleidung, meistens eine Kapuze, auch um das etwas fremdartigere Aussehen zu unterbinden. Denn Onyx hat so eine dunkle Haut, die aber mit so rötlichen, ja, wie so marmoriert ist ein bisschen. Trägt auch meistens so eine Brille mit dunklen Gläsern, weil die Augen auch nicht, dass man darunter sehen kann, manchmal so ein bisschen rötlich leuchten oder so. Deswegen wahrscheinlich weniger wegen der Sicht, sondern mehr, damit die Leute nicht sich erschrecken die ganze Zeit. Hält sich dementsprechend häufig in den Schatten auf, versucht nicht aufzufallen und ist Teil dieser noch nicht benannten Gang. Genau, also das ist die Annahme. Alle Spieler zusammen und Spielerinnen formen eine Gang, die verschiedene Ausrichtungen hat. Hier machen wir jetzt mal die klassische, nämlich ihr seid Shadows, das heißt, ihr seid Diebe im weitesten Sinne, die irgendwie infiltrieren, sabotieren, die irgendwo einbrechen, irgendwas holen. Gibt auch andere Möglichkeiten, was zu machen. Meistens hat es einen Grund, warum man irgendwie in so eine Diebesbande auf die schiefe Bahn gerät. Und bei Onyx ist es sehr einfach. Der kann im Prinzip keinen normalen Job irgendwo finden. Der wird von allen Leuten schräg angeguckt. Die meisten Leute in Dospol sagen auch nicht Tycherosi oder so, sondern die sagen Fremde oder Fremdlinge. Das sind einfach ganz klar Leute, die sozial geächtet sind. Und im Regelfall wechseln alle die Straßenseite, wenn sie einen sehen, wenn sie nicht gleich mit irgendwelchen Sachen auf sie werfen. Je nachdem, wo man halt so ist. Okay, Eric. Ja, Nektar ist der Straßenname von dem Charakter, den ich spiele. Der ist Leech und kommt aus Akaros, also da, wo auch auf der Insel, auf der auch Dospol ist. Ist sehr hellhäutig, man könnte sagen, sieht ein bisschen kränklich aus und hat Klamotten an, die auch irgendwann bestimmt mal so ziemlich teuer waren und irgendwie repräsentativ sein sollten, sieht aber so aus, als hätte er mit denen schon ein paar Tage auf der Straße geschlafen, was jetzt auch nicht so falsch ist.
ja, kommt aus so relativ gut, wohlbehütet aufgewachsen sozusagen, was man jetzt vielleicht nicht, was man an der Redeart bestimmt merkt. Und einbrechen war ein gutes Stichwort, weil das ist total gut, wenn man nicht gesehen wird dabei, wie man irgendwo einsteigt, aber in der Regel sind Dinge abgeschlossen oder irgendwie mit Sicherheitsmechanismen ausgestattet und da muss es dann auch Leute geben, die sich damit auskennen, wie man die so umgeht. Und das ist dann mein Job. Zu der Gang gestoßen und auf die schiefe Bahn geraten bin ich aber eher, weil ich auch bestimmten Substanzen, die vielleicht das Leben ein bisschen angenehmer machen, nicht ganz abgeneigt bin. Sowohl der Herstellung als auch des Konsums meiner eigenen Herstellung. Es geht doch nichts über Heimbrauerei. Okay. Also, man sollte nicht selbst benutzen, wenn man herstellt. Naja. Ich habe damit noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Außerdem oder ich kann mich an die nicht mehr erinnern. Qualitätssicherung, du musst doch testen, ob der Stoff es taugt. Ja, Qualitätssicherung. Genau, das ist würde euch nichts geben. Ich würde euch nichts geben, was ich nicht auch selber benutzen würde. Ja, vertrauenswürdig. Das ist ein weiterer Aspekt von dem Spiel. Der Stress, den die Leute über die Zeit ansparen oder anhäufen, der wird im Regelfall in der Downtime, also nachdem man seinen Score, sein Ding gedreht hat, wird das über weiß, also darüber, dass man sich seiner jeweiligen Schwäche oder seinem Laster hingibt, wird das ausgeglichen. Das heißt, jeder von den Charakteren hat ein Laster. Das kann unterschiedlich sein, aber es ist eben ein solches, das man dann in der Downtime ordentlich pflegt. Man kann das aber natürlich auch so ausspielen. Das heißt, auch das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, Erfahrungspunkte zu generieren, indem man seinen Laster irgendwie ausspielt. Das sollte aber dann logischerweise nicht dazu führen, dass dann die ganze Gruppe irgendwie zusammenbricht und explodiert, weil man gerade wieder seinen Laster für lustige Explosionen gefrönt hat. Aber das ist eine Möglichkeit, sozusagen auch nochmal tiefer in den Charakter zu bringen. Und wie echte Schurken sich das so gehört, danach ja, pfeifen die sich ordentlich was rein, kippen sich was in die Binde, gehen in den Fight Club, spielen oder machen sonst irgendwelche Dinge. Das ist ein gutes Stichwort für unseren nächsten Charakter, Sparrow. Richtig. Sparrow heißt eigentlich Kale, kommt aus Skovlan. Das ist so ein bisschen nordisch angehaucht, so wie ich das verstanden habe. Und so sieht sie auch aus. Sie ist ein Hound. Das heißt, sie hat auch einen tierischen Begleiter in Form eines Raben. ja, und auf die schiefe Bahn geraten ist sie, weil sie eigentlich in Skovlan beim Militär war, aber irgendwann desertiert ist, weil sie keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße hatte und so ihr eigenes Ding durchziehen wollte. Und ja, so ist sie dann auch irgendwann eben in Duskfall gelandet und hat sich da eben der Truppe angeschlossen. Genau, muss ich da verdingen. Richtig. Genau, ein weiterer Aspekt. Wir hatten, Duskfall ist eine der Städte in Akoros, dem Imperium, das von dem ewigen Imperator oder dem ewigen Kaiser regiert wird. Warum der ewig ist, dafür gibt es allerlei Gerüchte. Natürlich hauptsächlich deswegen, weil er bestimmt total gut für sein Reich ist. Und Skovland ist lange Zeit ein unabhängiges Königreich gewesen und in den letzten 30 Jahren im Krieg mit Akoros gelegen, bis irgendwann gedungene Mörder den König und die Königin von Akoros umgebracht haben und die Widerstände der Armee gefallen sind. Dementsprechend gab es relativ große Flüchtlingsbewegungen, denn Skovland wird, wir hatten das eben schon von den Leviathan-Huntern, wird so ein bisschen als Müllkippe des Imperiums benutzt, weil die Leviathan-Hunter mit ihren super giftigen Dämonendämpfen da das ganze Zeug destillieren in Skovland. Und dann da wieder wegfahren. Und den ganzen Destillat verklappen sie einfach irgendwie da auf die Insel, was den Skovländern nicht so richtig gut gefällt, weil die Gegend dementsprechend unbelebt, unbewohnbar wird. Skovländer sind aus Sicht der Akerosi und aus Sicht vieler Duskfall-Leute sind sozusagen die unerwünschten, schmutzigen, nicht gut Askerosi sprechenden Leute, das heißt, das ist so ein bisschen die unterste Gruppe. Kriegsflüchtlinge, Leute, die sich durchschlagen, betteln, Gelegenheitsarbeiter, denen man natürlich auch nicht wirklich traut, weil jeder Skovländer kann potenziell ein fieser Mörder und Aufrührer sein. Insofern haben Skovländer
anders einen schweren Stand als die Hero. Sie sind auch deutlich zahlreicher, aber sie haben auch hier es schwer, gut angesehen zu werden. Deswegen geraten viele von denen auf die schiefe Bahn und bestätigen damit das Vorurteil, das anständige Bürger des Imperiums haben, nämlich dass Kaufländer alle kurz über Kriminellen sind. Ja. Walker, Truth. Yes, Truth ist ein etwas lebensfroher Typ, ungewöhnlich für die Umstände der Stadt. Können wir uns unter Umständen denken. Aber er hat so ein gewisses Talent dafür, Leute zu erkennen, wenn sie lügen. Und dieses Talent, das er hat, wurde auch schon von anderen Leuten entdeckt, weil es ist natürlich super, wenn du irgendjemanden gerade folterst und wissen willst, was der weiß, und ihm kann jemand sagen, ob er zumindest lügt oder nicht. Dieses Ansehen hat er genossen, aber ist auch nicht unbedingt das Geilste, sag ich mal, weil irgendwann könnte das einem auch rückwärts auf die Füße fallen. Und deswegen hat er sich gedacht, so, okay, ich sollte mich vielleicht auch mit anderen Leuten anschließen, weil er kann sich zwar gut verkleiden, damit ist er wirklich nicht schlecht, aber das funktioniert halt auch nicht ewig. Irgendwann gehen einem auch die Verkleidungen aus und deswegen ein bisschen Schutz von anderen ist vielleicht nicht schlecht. Und deswegen hat er sich auch gedacht, so, okay, Gang, ja, können wir machen. Also sozusagen ein Sozialschmarotzer, der sich bei den anderen so ein bisschen mittragen lässt, damit er weiterhin seine Sicherheit hat. Ja, auf jeden Fall ein passendes Thema. Dann bleibt noch Ivy. Ja, ich darf heute Penelope spielen, die kein Alias hat und das auch nicht leiden kann, wenn ihr Name abgekürzt wird. Alles klar, Pen. Also auch wenn es schnell gehen muss oder super leise, ist es bitte immer Penelope. Ja, sonst gibt es Azure. Und Penelope ist Spider. Also das heißt, sie sitzt so wie die Spinne im Netz und lauert auf Fäden, die da zusammenlaufen und die man ziehen kann. Das heißt, sie ist relativ gut vernetzt und weiß, wie man an Informationen kommt, kennt Leute, die Dinge erledigen können, und ich weiß nicht, ich habe es mir so vorgestellt als jemand, der auch gerne andere Leute Sachen erledigen lässt. Also sie hat so einen gewissen Hang dazu, Leuten zu sagen, was jetzt gut wäre zu tun und sich dann in den Lehnsessel zu setzen. Ich glaube, wir haben unseren Boss gefunden. Traditionell sind es beide die Leute, die dafür sorgen, dass Sachen funktionieren und andere Leute das machen lassen. Genau. Sie kommt aus einer kriminellen Familie, das heißt, sie ist groß geworden im Milieu mit allem, was dazugehört an Schutzgeld, Erpressung und ähnlichen, andere Leute würden sagen Unschönheiten, sie würde sagen Geschäft, ja. Und ich habe einfach nur abgeschrieben bei der Herkunft, tatsächlich bei Franigo, deswegen bin ich jetzt auch, wie war das, verdammter Fremder? Psychorosi, ja. Genau. Psychorosi? Genau. Wow, also okay. Ich habe einfach nur abgeschrieben. Ich weiß nicht, ich wusste nicht, was es war. Jetzt weiß ich es. Finde ich aber okay. Also kann ich kommen. Dann müsstest du dir noch überlegen, also das Dämonenblut, das in deinen Adern fließt, wird irgendeine optische Auswirkung haben. Also das ist so ein bisschen wie Tieflinge bei D&D. Ach so, okay. Ich habe einfach wahnsinnig spitze Eckzähne. Okay. Ja, ist es okay? Ist es ein Problem? für die meisten Leute nicht unbedingt. Es gibt auch Vampire hier in der Welt. Also die werden im Regelfall von dem Imperium gejagt. Ja, das ist doch lustig. Also ich habe einfach Eckzähne, bin aber kein Vampir. Es gibt nur Probleme. Genau. Das ist eine klassische Verwechslung. Du wirst wahrscheinlich dann auch, wie Vampire das sind, du wirst relativ blass sein. Wahrscheinlich fast eher eine weiße Haut haben, da wo Onyx eine schwarze hat. Ja. Und das erklärt auch, gut, Verbrecherfamilie, also okay, du kommst sozusagen schon in der dritten Generation oder sowas aus Leuten. Also lange und, Tradition. Wie Tychorosi das so haben, die können gar nicht viel vorne stehen, denn wenn man sie sieht, sind die sehr auffällig. Das heißt, die müssen eigentlich immer von hinten die Fäden ziehen, wenn sie denn überleben wollen langfristig. Ja. Insofern, ich habe ein paar Sachen, die gut ablenken. Also wie gesagt, ich trage diese fesche Schirmmütze, die man einfach immer tief ins Gesicht ziehen kann. Ich habe auch einen Zahn verloren. Ich glaube, die Zahnlücke ist dann deutlich auffälliger als die spitzen Eckzähne wahrscheinlich, so auf den ersten Blick.
Und die meiste Zeit ist Penelope auch ziemlich, ja, sie ist Pegeltrinkerin. Also das heißt... Irgendwie muss man den Schmerz betäuben. Die meiste Zeit ist sie ziemlich strack. Genau, ich habe mir hier als Weiß, habe ich mir Stupor ausgesucht. Das heißt, die ist eigentlich immer Minimum so auf 0,7, 0,8 Promille, wenn nicht schon bei 1,5. Und wird auch schnell grantig, wenn sie nicht ihr Gegenbier am Morgen bekommt. Ja, kaut Fingernägel, hat jede Menge andere unschöne Angewohnheiten, die man so bei dem Pöbel auf der Straße finden würde. Okay, also der Stress des, ja, des Jobs setzt dir durchaus zu. Vielleicht ist das auch die Erklärung, warum du so ein bisschen nicht direkt das Erbe der Familie angetreten hast, sondern von denen so im Prinzip jetzt nicht ausgesetzt wurdest, aber doch dazu genötigt wurdest, so ein bisschen auf eigenen Beinen zu stehen und mal zu gucken, dass du so eine Art Lehrjahr mal deine eigene Bande auf der Straße irgendwie aufziehst. Weil wer sozusagen die Firma erben möchte, der muss natürlich auch belegen, dass er das kann. Ja, absolut. Damit hätten wir dann auch den Grund, warum es euch gibt. Also ihr seid offenbar organisiert worden von Penelope, die euch aus verschiedenen Gründen aufgepickt hat. Entweder weil ihr aufgefallen seid, seid vielleicht auch, weil ihr Psychorosi seid, oder weil ihr halt gerade da wart und günstig zu haben. Denn eure Bande ist klein, schwach und neu im Geschäft. Doskwol kann man sich vorstellen also wie gesagt, besteht aus mehreren Ebenen, tatsächlich baulich besteht es aus mehreren Ebenen, aber auch sozial besteht es aus mehreren Ebenen. Es gibt lauter Stadtviertel und in fast allen gibt es irgendeine Form von clandestinem Verbrechen. In den niedrigeren Stadtvierteln, den ärmeren Stadtvierteln, sind einfach die Gegenden unter sich aufgeteilt. Also wer an der Ecke Drogen vertickt, das ist geklärt. Und wenn das mal nicht geklärt ist zwischen den Banden, dann wird das auch geklärt auf die eine oder andere Weise. Das gibt also keinen Ort in Doskwol. Und man muss bedenken, das ist eine Stadt, die seit Hunderten von Jahren eingeschlossen ist, der nicht in irgendeiner Form durchorganisiert ist. In den reicheren Vierteln gibt es Banden, die man nicht so sieht, die auch nicht irgendwie Drogen an der Ecke verticken. Die haben dann feine Salons oder sowas. Aber im Großen und Ganzen gehört jeder Quadratmeter Kriminalität irgendjemanden. Als neue Bande muss man also immer aufpassen, weil man sofort jemanden auf die Füße tritt, wenn man auf die Szene tritt. Das führt dazu, dass es eben diese Bande auch tatsächlich als Gestalt gibt. Wir können vielleicht noch mal kurz gucken, was eure Leute können. Zum einen, um zu gucken, seid ihr ganz gut ausgeglichen, aber auch zum Zweiten, damit ihr so ein bisschen seht, was die Spezialfähigkeiten sind oder auch versteht, was sie sind. Ja. Das kann ja durchaus... Soll ich das Crew-Sheet mal genau einblenden? Das Crew-Sheet machen wir gleich. Jetzt machen wir erst nochmal, okay, was kann jeder, bevor wir in die Tour reingehen, weil das kann dann wiederum einen Unterschied machen dafür, was man so machen will. Gehen wir es einfach nochmal durch und fangen an mit, jetzt wo ich alle weiß, fangen wir mal andersrum an. Das heißt, wir fangen mit Nektar an. Was ist deine Spezialfähigkeit? Soll ich die mal ein? Ich bin Alchemist. Kann auch vom Playbook her tinkern und ein bisschen Sachen kaputt machen, ein bisschen Chaos generieren. Aber hauptsächlich bin ich dafür da, Dinge zu brauen, die für entweder Sachen gut sind oder Sachen schlecht sind. Also Leute, meine ich jetzt. Genau. Das ist gut, das heißt, du hast auch eine spezielle Formel, die du schon kennst, also die du selber erfunden hast, die jetzt zusammengebraut durch Experiment oder Zufall. Und die, wenn du entweder eine Mach, also wenn du alchemische Gegenstände herstellst, das können zum Beispiel, hast ja auf deinem Charakterbogen auch stehen, Granaten sein, es können Gifte sein, es können irgendwelche Drogen sein, es können Transporter und sonst was sein. Da gibt es also allerlei Zeug. Und das kannst du schon, also kannst eine Sache zusätzlich haben, die du bereits beherrschst, die eine höhere Qualität hat. Das heißt, im Regelfall bedeutet das, dass deine Granaten
stärker explodieren oder deine Transpowder irgendwie besser wirkt. Du kannst auch dir irgendwas anderes aussuchen, was irgendeine Substanz ist, die du herstellen kannst, die eben einen Effekt hat, der stärker ist als ein normaler Effekt. Okay? Mhm. Dann Sparrow, was kannst du denn besonders gut? Bei den Special Abilities jetzt. Erstmal einfach Special Abilities und kurz sagen, was deine Fähigkeit ist. Ich bin Ghost Hunter, das heißt, ich habe mir ausgesucht, dass ich den Mind Link zu meinem Raben habe. Mhm. Bedeutet, dann musst du mir jetzt kurz ein bisschen helfen. Mind Link bedeutet im Prinzip, das ist sozusagen das, was man aus anderen Spielen als Familiar kennt. Du kannst tatsächlich, das ist eine geistige Verbindung zu deinem Raben, das heißt, du kannst mit dem kommunizieren über die Entfernung. Du kannst potenziell durch dessen Augen sehen oder solche Sachen machen. Und der Rabe weiß im Prinzip, was du willst und du weißt, was er will. Und das ist natürlich immer ein bisschen weird, weil ihr euch ohne, also du musst ihm nicht zurufen, sondern ihr guckt euch irgendwie an und der Rabe macht immer das, oder wenn er es denn tut, wenn er sozusagen sauber abgerichtet ist, was du möchtest. Der kann natürlich trotzdem keine Sachen machen, die er nicht kann. Und er ist immer noch ein Tier, das heißt, er ist nicht... Wenn du jetzt sagst, flieg ins Feuer, dann wird er das wahrscheinlich einfach nicht tun. Zeig mir den Vogel. Zeig dir den Vogel, wo der Vogel hängt. Aber das ist sozusagen die Sache. Und das ist natürlich für alle anderen ein bisschen weird, dass dieser Vogel da ist und sie anguckt mit Augen, wo man immer denkt, der versteht, was ich sage zum Beispiel. Das ist so ein, das ist einfach ein bisschen seltsam, in der Nähe dieses Tiers zu sein. Okay, und von den Fähigkeiten her? Du hast Hand, weil du bist Hound. Genau. Ja, also dadurch, dass ich beim Militär halt entsprechend als Scharfschütze unterwegs war, sind da auch die Fähigkeiten ein bisschen besser, sage ich jetzt mal, als vielleicht bei jemandem, der das hat, der diese Ausbildung halt nicht hatte. Viel großartig dazu. Hast du dir die zwei Zusatzpunkte vergeben? Noch nicht. Das kannst du noch machen. Das heißt, du kannst zwei Punkte vergeben, worauf du müsstest, außer auf, das darf kein Wert über 3 steigen. Okay. Dann über 2. Schon über 2. Über 2. Dann ein noch 2 und die anderen. Genau, dann hätte ich nämlich noch den Skirmish war ja Face-to-Face-Nahkampf. Nahkampf. Genau, dann würde ich den Skirmish nämlich bei mir noch mit reinnehmen. Und Command. Mhm. Command ist Leute rumkommandieren, aber auch potenziell der Gruppe sozusagen sagen, was sie tun soll. Das heißt, es kann auch im militärischen Sinne jemand sein, der eine Truppe von Leuten anführen kann. Ja. Genau, also Skirmish, weil wenn man ein Spielproblem hat, wie ich das habe, dann gibt es auch schon mal auf die Nase und dann kann man auch entsprechend mal agieren. Gut. Truth. Yes. Also Truth ist... Wie schreibt mich am besten? Also er kann halt sich fein verkleiden. Also praktisch, falls jemand noch A-Team kennt, Ace... Na, so, das ist, was? Ace? Ja, Ace war der Verkleider. So, das ist so eher seine Richtung. Sich verkleiden, sich halt nicht, ich sag mal, in der Öffentlichkeit verstecken. Wie nennt man das? Ja, hide in plain sight, ja. Exakt, genau. Okay. Das ist so sein Bierchen in die Richtung. Und bei den Special Abilities, da bin ich. Ich wusste nämlich nicht, dass ich mir die extra raussuchen muss, aber wie ich sehe, hast du schon für mich angekruxt. Genau. Like looking into a mirror. Ich erkenne sofort, wenn jemand lügt. Du kannst 2 weitere von diesen roten Punkten vergeben auf der rechten Seite, um dir irgendwelche zusätzlichen Fähigkeiten zu. Nicht 4? Ja. 2. 4? 4, glaube ich. 4. Ja, also, da fangen wir schon an. Ich habe noch nicht so oft Charaktere gemacht. Wahrscheinlich sind es 4. Du wirst bestimmt recht haben. Das heißt, ich kann auch nochmal 2. Dann kannst du auch nochmal 2 mehr machen. Okay. Okay, cool. Aber über 2 darf ich nicht kommen. Dann nicht über 2 in einer Kategorie. Okay. Achso, tüfteln. Achso, okay, haha. Ja, jetzt lese ich gerade erst, dass er jetzt hier... Ich hätte nämlich die Frage bezüglich, was Tone, Command und Consort sein soll. Sway habe ich mir jetzt irgendwie noch halbwegs zusammenreimen können. Ja. Consort habe ich versucht, mir übersetzen zu lassen. Dann war das so, ist es verführen? Wenn du mit der Maus über den Skill gehst,
gibt es einen alternativen Text, der dir erklärt, wofür man das einsetzen kann. Okay, dann ziehe ich meine Frage zurück. Dann könnt ihr. Das wusste ich auch nicht. Ja. Und ich habe schon viel von den Blades gespielt. Habe ich zufällig gefunden, als ich wahllos auf diesem Charakterbogen geklickt habe. Man kann etwas mit der Maus drüber hovern, dann erklärt es das einem. Mhm. Also bei manchen Sachen kann man auch Sachen ausklappen, die dann erklären. Also wie Gegenstände zum Beispiel, da sind rechts so kleine Pfeile daneben. Die haben dann manchmal eine Beschreibung, manchmal auch nicht. Das ist unterschiedlich. Die, für das Playbook haben keine. Genau, die spezifischen Playbook haben keine, die allgemeinen, die weißen haben welche. Kommen wir auch gleich nochmal zu den Gegenständen. Genau, also vier Sachen und Consort und Sway. Also Consort ist tatsächlich, dass man davon ausgeht, dass du eine Connection zu jemandem hast. Also entweder über deinen Hintergrund oder über dass Freunde sind oder Rivals oder sonst irgendwas. Das heißt, das ist Beziehungen ausnutzen oder Beziehungen nutzen. Sway ist Leute belabern. Das ist sozusagen, wo du praktisch nichts hast, worauf du zurückgreifen kannst. Und der Command wäre, Leute durch stumpfe Präsenz dazu zu kriegen, was zu machen. Entweder indem du tatsächlich sie bedrohst, also es kann auch Intimidate sein, aber es kann auch sein, dass du einfach so ein Auftreten hast, dass die Leute dazu tendieren, irgendwie, wenn es im Raum zu einer Panik kommt und einer sagt, alle da raus, dann laufen die halt alle dahin und du bist dann derjenige, der halt ruft, alle da raus. Also es muss nicht immer was Bedrohliches haben. Cool. Attune übrigens, das sollte ich vielleicht noch erwähnen, weil das ist ein bisschen weird. Wir hatten ja schon, ihr seid in dieser Welt, die von Geistern erfüllt ist. Nun sterben in Duskwall auch Leute. Das tun sie regelmäßig. Manche gewaltsam, viele normal, manche an Hunger und Überarbeitung, weil Industrie im Englischen im 19. Jahrhundert nicht besonders schonend zu ihren Mitgliedern war. Wenn sie denn sterben, dann klingelt eine für euch unhörbare Glocke und ein Rabe steigt auf. Ich glaube, es ist ein Rabe oder eine Krähe, weiß ich jetzt auch gar nicht. Also ein Vogel, ein schwarzer Vogel, ihr könnt es auch nicht unterscheiden, steigt auf und kreist sozusagen den Ort, wo dieser Leichnam ist, ein. Und dann kommen kurz danach die Spirit Wardens. Das ist eine Art Magiepolizei oder magische Spiritpolizei. Die nehmen den Leichnam mit und tun ihn in einen besonderen Verbrennungsofen, in dem sowohl die Seele als auch der Körper verbrannt werden. Warum? Oder der Geist und der Körper verbrannt werden. Warum tun sie das? Weil sonst die Stadt voller Geister wäre. Trotzdem kommen Leute manchmal um oder sind in der Vergangenheit umgekommen, ohne dass sie notwendigerweise von den Wardens gefunden wurden. Sei es, weil man sie in den Kanal versenkt hat, sei es, weil man irgendwas anderes gemacht hat, sei es, weil die Wardens nicht rechtzeitig hingekommen sind. Und dementsprechend ist Duskwall auch mit Geistern angefüllt. Nicht so viele, dass man die an jeder Ecke hat und dass sie einen ständig irgendwie aussaugen, aber so viele, dass es tatsächlich ein alltägliches Ding ist. Und es gibt das sogenannte Ghost Field, das Geisterfeld. Das heißt, es gibt im Prinzip eine Paralleldimension, aber es gibt eine zweite Ebene, wo alles, was an Geisterenergie drin ist, in der Stadt nochmal abgebildet ist. Das kann auch sogar, es gibt Geisterechos. Es kann zum Beispiel, ihr könnt einen Geist von einem Haus sehen, wo praktisch in der Vergangenheit das Haus mal anders aussieht. Ihr steht vor einer Ruine und im Ghostfield ist das noch ein Palast. Ihr könnt Geister über Attune bemerken. Ihr könnt mit dem Geisterfeld interagieren. Und weil diese elektroplasmische Energie eben damit auch arbeitet, also auch über das Geisterfeld sozusagen sich ausdehnt, könnt ihr auch elektroplasmische Energie kanalisieren. Das heißt, ihr könntet zum Beispiel sagen, oh, ich mache eine Tune und stelle mich neben diesen elektroplasmischen Zaun und dann lenke ich die Energie von da nach da. Dann hört sich das an wie Magie. Was ihr aber macht, ist, dass ihr euch in dieses Geisterfeld attunet. Wie das immer so ist, mit einem gewissen Risiko. Deswegen ist das was die meisten Leute nicht tun, wenn sie das länger überleben wollen. Aber grundsätzlich ist es möglich und es gehört zum Alltag. Es ist keine magische Fähigkeit, die nur irgendjemand hat, der besonders ist, sondern grundsätzlich kann das jeder von euch tun. Die meisten Leute machen es nicht, weil sie keinen Bock auf den Horrortrip haben und weil es gefährlich ist, mit Geistern sich einzulassen. Aber grundsätzlich ist es möglich. Das heißt, Attune ist eine Fähigkeit, die nicht vorbehalten ist irgendeiner magischen Charakterklasse. So, dann bleiben noch Onyx. Ja,
Also meine besondere Fähigkeit ist, dass ich, wenn man eine Gruppe gemeinsam Prowl würfelt und ich sie anführe, kriege ich maximal einen Stress. Das heißt, wenn wir alle mal schleichen müssen, dann kann ich versuchen, das zu koordinieren. Das stresst mich, aber nicht so schlimm, wie es andere stressen würde. Also bei dem Beispiel von vorhin, dann stresst dich das halt deutlich weniger. Ja, also das war ja das Schleichenbeispiel, was ja gebracht hat. Wahrscheinlich bin ich einfach daran gewöhnt, mit euch zu schleichen, und das ist nicht mehr ganz so stressig, wie es früher war. Also entweder bist du sozusagen, hast du keine Angst mehr vor dem Misserfolg, deswegen stresst dich nicht persönlich, oder du bist als Instruktor doch so gut, dass die anderen tendenziell nicht so viel fallen. Das ist die Hoffnung, genau. Also das geht bei Prowl. Prowl ist so dieses sich bewegen hauptsächlich, ne? Klettern, schleichen, springen und so grob, es fällt alles darunter. Ja. Ansonsten kann ich ganz gut Prowl, wenn man irgendwo rumlurken will, sollte man das können. Ich bin relativ Finesse-affin und ich habe so ein bisschen die Möglichkeit, beim Einbrechen Tür zu knacken. Natürlich nicht wie jemand, der es wirklich gut kann, aber so ein bisschen wenigstens, und so ein bisschen so ein Ziel auskundschaften ist auch meins. Und das Dämonenblut in meinen Adern sorgt dafür, dass ich eine engere Beziehung zum Geisterfeld habe und ein bisschen tunen kann. Alles andere Soziale ist nicht so meins. Leute haben immer irgendwie Angst vor mir oder wollen nicht auf mich hören oder was auch immer, aber da bin ich nicht gut drin. Aber es ist nicht meine Schuld, ist eure Schuld. Ja, damit das geklärt ist. Dann kommen wir zu Penelope, die auf keinen Fall Pen heißt. Die auf keinen Fall Pen heißt oder Penny, ja. Penelope. Mhm. Ja. Was habe ich getan? Ich habe das gemacht, was in diesem Kurzregelwerk stand, und zwar bei Special Abilities, da stand, wenn sie sich nicht entscheiden wollen oder keinen Plan haben, nehmen sie das Oberste, das steht da aus einem guten Grund. Und deswegen habe ich Foresight genommen. Das bedeutet im Prinzip zweimal beim Helfen oder beim Unterstützen von anderen Teammitgliedern muss ich keinen Stress bezahlen. Also ich kann auch Leuten quasi Anweisungen geben oder sie besonders toll auf irgendwas eingrooven, um sie zu unterstützen, und dann stresst mich das nicht. Das ist wahrscheinlich ein laufender Würfelbonus, was dich zu einer wahnsinnig beliebten Person in der Gruppe macht, auch wenn du vielleicht als Charakter das nicht bist. Nein. Aber du kannst deine Anweisungen sozusagen, kannst du tatsächlich nützlich so machen, dass andere sinnvoll was davon haben. Das ja, ist ja schon besser wahrscheinlich, als die, wahrscheinlich hassen die Leute es einfach, mit mir zu arbeiten, aber es ist einfach so unglaublich effizient. Du weißt es halt einfach objektiv besser. Ja, richtig, richtig, genau. Deswegen habe ich das Oberste genommen, die anderen habe ich mir gar nicht mehr angeguckt. Ich habe einfach gedacht, da steht, nimm dir das Oberste, und ich habe es getan. Und ansonsten habe ich meine Punkte schon verteilt, aber ich hatte halt keinen Plan, was ist, bis ich auf diese Mouse-Over-Sache gestoßen bin. Also ich hatte hier schon Study, hatte ich schon einen Punkt, habe ich gedacht, boah, ist bestimmt voll nützlich. Da kann man sich Dokumente mit angucken oder irgendwelche, ja, quasi Recherchen betreiben. Also glaube, hier Study ist eine Aktion, das heißt, du kannst genauso gut eine Menschenmasse studien, wie du Bücher studien kannst. Ja, und du kannst einfach, das kommt immer darauf an, was du damit erreichen möchtest, sozusagen. Study heißt erstmal, du guckst dir irgendetwas, eine Person, ein Dokument, einen Gegenstand genauer an und versuchst darüber mehr zu erfahren. Super. Über irgendwas, was daran erkennbar ist, dann logischerweise. Habe ich gedacht, passt gut, weil irgendwas muss ich ja können, um irgendwie so einen groben Plan von meinen Surroundings zu haben. Dann Prowl wurde, wie gesagt, halt eben so als, ja, zum einen physische Agilität beschrieben, als auch, es stand in diesem wunderschönen Text stand auch noch, dass man damit auch Leuten von hinten eins überziehen kann oder, ja, oder ein Messer in die Rippen rammen kann. Genau, habe ich gedacht, okay, so ein bisschen Street-Ellenbogen muss man auch haben. Also deswegen habe ich gedacht, Prowl, ein Punkt ist gut investiert. Consort hatte ich auch schon einen, habe ich noch einen zweiten draufgehauen. Das sind im Wesentlichen Verbindungen, die ich habe in Freunde, Geschäftspartner, in meine Umgebung, wo ich dann quasi an Fäden ziehen kann. Da habe ich gedacht, ist ziemlich wichtig so für mein Konzept. Genau, und Sway, ja, macht genau das, was es heißt. Ich kann Leute beeinflussen und sei das freundlich oder auch weniger freundlich, mit sanftem oder nachhaltigem Druck. Aber ich kann auf jeden Fall dafür sorgen, dass Dinge so laufen, wie wir sie haben wollen. Hoffentlich.
dann dass es darauf rauskommt. Ja. Genau, Freunde und Kontakte sind ein gutes Stichwort. Ihr habt die Möglichkeit, einen positiven Kontakt, also einen verbundenen Kontakt, das ist das Dreieck rauf bei Friends, und einen negativen, also einen Feind, jemanden, Konkurrenten oder sowas, der euch nicht leiden kann. Ja. Normalerweise würden wir jetzt anfangen, wahnsinnig viel zu machen. Da stehen immer schon so Vorschläge, die sind für jeden anders. Also wie, für das Playbook sind die anders. Nehmt euch irgendwas davon, was euch sympathisch ist. Hm. Genau. Ich habe hier Salia, eine Informationsbrokerin. Dann habe ich was August, einen Meisterarchitekten. Jenna, eine Bedienstete. Riffin, ein Chemielaborant. Ja. Ja, das ist halt oder also Chemische, oder es könnte so ziemlich alles sein. Ja, ist ein Apotheker, der kann alles Mögliche können. Oder, genau. Sekunde, wo sind wir gerade nochmal? Die Friends sind unter den Fähigkeiten, die ihr habt. Auf der rechten Seite gibt es, die heißen unterschiedlich, wie gesagt, je nach Playbook sind das andere. Das ist so ein grauer Kasten, da stehen 5 Namen drin mit. Sly Friends. Genau, Sly Friends sind das bei dir. Ein positiv, ein negativ, einfach Dreieck hoch, Dreieck runter. Und ihr könnt euch dann, wenn ihr diesen kleinen Pfeil da rechts, den schwarzen, klickt, könnt ihr euch da Notes reinschreiben. Also ihr könnt euch rein notieren, warum ist das oder was macht die besonders oder was mache ich mit der oder dem, warum mögen die mich nicht, warum mögen sie mich gerne. Könnt ihr euch irgendwie Notizen reinschreiben. Ihr könnt für jetzt auch natürlich es einfach sein lassen und einfach mal sagen, okay, ich habe halt diesen Freund und im Spiel klärt sich irgendwie. Also bei mir wären das diese Deadly Friends, oder? Genau, die heißen bei jedem anders. True Friends, Blabla Friends. Das sind aber Friends immer mehr. Deadly Friends. Deadly Friends sind halt für Leute, die tendenziell mit Tod zu tun haben, sind das halt, hören die sich auf jeden Fall gefährlich an. Ist halt immer eine Gruppe von Leuten, die passend ist so ein bisschen zu dem, was euer Playbook anbietet. Finde ich interessant. Ich habe einen Assassinen, einen Sentinel, Physiker, Spy und einen Bounty Hunter. Ja, das sind die Leute, mit denen du dich halt so rumtreibst, bevor Better or Worse. Wie gesagt, also einer davon ist euer Freund, einer davon ist euer Feind. Pfeil hoch ist Freund und Pfeil runter ist Feind? Hoch ist Freund und runter ist Feind. Ah, okay, dann bin ich befreundet mit dem Architekten und habe es mir mit dem Apotheker verkackt. Ja, siehst du mal. Oh, ich ist mir auch mit dem Apotheker verkackt, zumindest die gleichen. Das ist derselbe Apotheker! Sind unterschiedliche Apotheker. Was? Ich habe den... Die Apothekergilde ist auf jeden Fall auf euch insgesamt nicht gut zu sprechen, offenbar. Also ich habe einen Assassinen als Freund und hast du mit dem Sentinel verkackt. Ja, okay. Guter Freund von mir ist Psychonaut. Wer weiß, was gut ist. Mir ist es eine kleine Bettlerin, ist meine Freundin, und Bluecoats mögen mich nicht. Das sind die Cops. Genau, Bluecoats sind die klassischen, die kann man sich die englischen Bobbys so ein bisschen vorstellen, nur ohne Ned. Oder so. Schlimmste halt, Gang in der Stadt. Ja, die größte und mächtigste Gang in der Stadt ist die Polizei. Mhm. Schutzgelderpressung par excellence. Leute verschwinden lassen können sie legal. Und sie haben noch Möglichkeit, Informationen zu besorgen, die den meisten Gangs nicht zustehen. Insofern sind Bluecoats je nach Stadtteil zu 50-80% korrupt und prügeln auf alles ein, worauf sie keinen Bock haben. Die Drecksäcke. Ja, die Polente halt. Ja. Ich habe einen Gangleader als Freund und eine Prostituierte kann mich nicht leiden. Warum das wohl? Was ist da wohl geschehen? Die mögen halt diverse Leute nicht. Das ist halt nur so. Ja. Okay. Du bist der Niemand schönste hat gerne die Wahrheit. Gesehen habe. Niemand mag gerne die Wahrheit. So ist es, wenn du die Wahrheit hörst. Okay. Dann als letzten Schritt, zwei Dinge noch für die Leute, die das nicht kennen. Wir gehen jetzt gleich auf ein Score. Das heißt, es wird hier in diesem Spiel wird nicht lange rumgemacht mit irgendwie, oh, und dann werden wahnsinnig komplexe Pläne gemacht und wir stundenlang sitzt in der Kneipe, bis euch euer Auftraggeber anspricht. Sondern ihr habt einen Auftrag oder ihr habt einen Score, eine Möglichkeit, was Cooles zu machen, wo es irgendwie auf jeden Fall Beute zu holen gibt. Es gibt so eine Planungsphase, eine kurze, wo das sozusagen eröffnet wird und guckt wird, wie wollt ihr euch dem Objekt der Begierde nähern? Und dann geht's los. Das heißt auch zum Beispiel, dass ihr eure Ausrüstung euch nicht aufschreibt. Also ihr habt diese ganzen Dinger, die ihr ankreuzen könnt. Ihr könnt alles davon haben. Mhm. Ihr könnt nur nicht alles davon mitnehmen. Mhm. Das geht folgendermaßen. Ihr sagt am Anfang, mit was für einem Load gehe ich in das Abenteuer rein? 3, 5 oder 6.
Drei bedeutet, ihr lauft rum wie normale Leute, also die halt einfach irgendwie eine Jacke und einen Mantel und irgendwas haben. Fünf bedeutet, ihr lauft rum wie Leute, die irgendwas tragen, wie Arbeiter, wie irgendjemand mit einem Rucksack oder Leute, die, was weiß ich, bewaffnet zum Beispiel sind. Und das sieht man dann schon. Ihr seid auch etwas langsamer dadurch. Sechs bedeutet, ihr seid wirklich beladen. Also ihr schleppt irgendwas mit euch rum oder ihr habt irgendwie ein ganzes Waffenarsenal oder was auch immer. Oder ihr habt eine schwere Rüstung an oder solche Dinge. Marke Packesel. Genau. Bei sechs sieht man einfach, dass man ein Verbrecher auf Ärger aus ist. Genau, also bei sechs seht ihr definitiv so aus, dass niemand glaubt, ihr seid zufällig hier. Das ist relevant deswegen, weil ihr am Anfang nur sagt, so viele Kästchen von etwas kann ich mit mir rumschleppen. Ihr sagt jetzt nicht, ich nehme jetzt meine Pistole und meine Jacke und irgendwas mit, das wird im Abenteuer gemacht. Das heißt, sobald ihr im Abenteuer sagt, jetzt wäre es voll gut, eine Waffe zu haben, sagt ihr, alles klar, die habe ich dann wohl dabei. Und das könnt ihr so lange tun, bis euer Load voll ist. Das heißt, bis ihr so viele Kästchen angekreuzt habt, die 3, 5 oder 6 entsprechen. Sachen, die kursiv gedruckt sind auf dem Charakterbogen, haben keinen Load. Das heißt, die wiegen nichts. Yes. Also, das wollte ich mich gerade fragen. Die kann man immer dabei haben. Genau, die kann man immer dabei haben. Das sind kleine Sachen oder versteckte Sachen, meistens, oder kleine versteckte Sachen. Leech hat auch zwei Banderolen mit alchemischen Substanzen bei sich. Auch die kannst du im Laufe der Zeit ankreuzen. Das musst du also jetzt nicht entscheiden, sondern es wird dann irgendwie so, da könnte ich doch jetzt was benutzen. Alles, was kursiv ist, wie gesagt, wiegt nichts. Ansonsten alle Sachen, die verbunden sind, also wenn ihr 2 Kästchen oder 3 Kästchen habt, zum Beispiel bei Armor, dann müsst ihr immer alles zusammen ankreuzen. Dann könnt ihr nicht eine halbe Armor anhaben, sondern dann habt ihr automatisch 2 Sachen. Wenn ihr eine große Waffe mit euch rumtragt, habt ihr automatisch 2 Sachen. Und ganz kurz nochmal die Version für 3-Jährige, die Probleme mit dem Kopfrechnen im Zahlenraum von 1 bis 10 haben. Ich darf, also wenn ich jetzt Light nehme, also leicht als Load, habe ich 3 Items, die ich quasi habe. Du hast 3 Kästchen. Ja, 3 Kästchen. Okay, also Zahl ist gleich Kästchen. Eine Rüstung könnte ich anhaben und sonst halt nichts. Na, eine Rüstung hat 2 Kästchen und dann könntest du noch Throwing Knives haben, dann hättest du 3 Kästchen okay. voll zum Beispiel. Ah, okay, also es ist quasi 1:1 Kästchen. Ja, Kästchen gleich Load. Easy. Und wir legen einfach nur fest, wie viel wir dabei haben wollen. Ganz genau. Armor, nur damit man weiß, wofür die gut ist, da gibt es links wo Armor steht tatsächlich, gibt es da, wo die Wunden später aufgezählt werden. Und mit Armor kannst du einmal einen Schaden reduzieren. Das heißt, wenn du normalerweise einen schweren Schaden hast, kriegst du nur einen leichten Schaden. Dann kreuzt du die an und dann ist sie für den Rest des Abenteuers erledigt. Das heißt, es ist praktisch einmal die Möglichkeit, das zu tun. Mhm. Heavy Armor ist 2-mal die Möglichkeit, das zu tun. Wiegt aber dann auch gleich 5 und dann hast du sonst nicht mehr viel dabei. Okay. Daher ist Heavy Armor verführerisch, aber nicht zu empfehlen für Anfänger. Hat das denn Konsequenzen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, oh geil, ich nehme jetzt normal, wirkt sich das in irgendeiner Weise auf Skillchecks? Normal ist langsamer als Light. Mhm. Also das heißt, wenn du jemandem gegenüberstehst und du fragst dich, wer ist als Erster irgendwie in der Lage, was zu tun, dann ist der mit Light immer schneller als du. Okay. Und das ist es im Großen und Ganzen, außer dass halt normal, also für euch normal heißt, ihr habt halt schon Gerät dabei. Es ist jetzt nicht unbedingt, also Waffe ist eine Sache, eine sichtbare Waffe im Regelfall dann. Ihr habt vielleicht einen Rucksack mit irgendwelchen Einbruchswerkzeugen dabei. Ihr seht halt nicht mehr so aus wie jemand, der einfach nur seinem normalen Geschäft nachgeht. So. Das, die meisten Sachen, die sozusagen 2 wiegen, weswegen man oft 5 nimmt, ist sowas wie Climbing Gear oder Demolition Tools. Da hast du dann halt irgendwie entsprechende Spitzhacke dabei und zum kaputt machen. Ja. Das wirkt dann nicht mehr so, als ob du gerade Tee trinken gehen würdest. Aber sonst macht es erstmal nichts. Also man kann durchaus, 5 ist so der, deswegen heißt es normal, 5 ist so der Standard. 3 ist für Leute, die irgendwie wahnsinnig subtil bleiben möchten. Hat aber den Nachteil, dass sobald man eine Waffe dabei hat, man dann schon nicht mehr viel anderes mitnimmt. Ja, ich weiß nicht, bin ich das eher so. Könnt ihr euch im Laufe, also das könnt ihr euch jetzt sozusagen aussuchen nach Gusto. Jetzt gehen wir noch kurz zur Bande, bevor wir dann in die ganze Geschichte gehen. Ihr seid also die Crew, deren Namen ihr euch noch ausdenken müsst. Ihr habt als Shadows sozusagen, seid ihr thematisch Diebe, Spione und Saboteure. Und ihr habt bestimmte Eigenschaften, so wie eure Charaktere Eigenschaften haben, hat auch eure Crew Eigenschaften. Das eine davon ist euer Lair, das heißt, euer Hauptquartier ist versteckt, das ist hidden, das ist hier schon angekreuzt. Das könnt ihr übrigens, wenn ihr auf Shadows
geht, seht ihr den Charakterbogen von eurer gesamten Crew. Den könnt ihr auch ich habe das eingeblendet jetzt für die Zuschauer. Genau. Ihr habt Prowess, das heißt, ihr könnt Prowess-Skills besonders gut trainieren. Und dann könnt ihr noch, Christoph, hilf mir, noch zwei weitere Punkte vergeben, richtig? Ja, genau, ich glaube zwei Punkte. Ja, das heißt, ihr könnt von euren ganzen lustigen Sachen, die ihr da habt, auch die grauen Sachen, könnt ihr noch zwei Sachen ankreuzen und sagen, das ist etwas, was wir besitzen. Zum Beispiel, und da kommen wir jetzt zu dem Low-Thema, deswegen kam ich drauf, ihr könnt Thief-Rigging haben. Das heißt, ihr seid Leute, die sind so, die haben so coole irgendwie Taschen hier und da noch was und da irgendwie was umgeschnallt, sodass ihr zwei Load an Tools frei mit dabei haben könnt. Ihr könnt zum Beispiel immer Climbing-Gear dabei haben, weil ihr das irgendwie so an euch dran schnallt, dass das nicht besonders auffällt. Das würde ein Crew-Upgrade bedeuten. Oder ihr könnt sagen, ihr habt eine Kutsche oder ihr habt ein Boot. Oder ihr habt eine bessere Qualität von Dingen, die ihr habt. Also zum Beispiel eure Waffen sind grundsätzlich von besserer Qualität. Qualität ist relevant deswegen, weil sie beim Effekt, wenn du eine schlechte Waffe gegen eine gute Waffe hast, dann hat die gute Waffe einen Vorteil, der sich in einem höheren Effekt auswirkt oder in einem irgendwie gearteten Bonus. Das heißt, eure Frage, die ihr euch stellen müsst jetzt, ist, was sind die beiden Sachen, die ihr noch haben wollt? Als Team dann. Leaks oder Leaks Kalk sind tatsächlich Handlanger. Die könnt ihr dann theoretisch einsetzen. Wenn ihr denn Leute haben wollt, die was tun, was ihr nicht selber machen müsst. Das ist dann sozusagen euer Fußvolk. Also die Training-Sachen sind ganz nett, vor allem wenn man länger spielt natürlich. Ja, für jetzt sind sie. Aber für jetzt sind die eher, würde ich mal sagen, weniger interessant. Ja. So, ich würde sagen, Gear ist nicht schlecht, Klettern und Einbrechen, was ja eventuell passieren könnte, habe ich gehört. Und Quarters ist so ein bisschen rollenspieltechnisch. Man hat halt in seinem Lair hat man Unterkünfte, in denen man bleiben kann. Das finde ich gar nicht schlecht. Secure ist auch nicht schlecht, aber wir haben jetzt keinen Krieg bei den Leuten, also ja. Sollen wir auf jeden Fall mal Gear nehmen? Also Gear finde ich auch gut. Ja. Ja. Okay. Er ist jemand, der gerne Sachen dabei hat, zum Sachen kaputt machen. Gut, wenn die irgendwo festgeschnallt sind. Das heißt, die Qualität von eurem Zeug, also von allem, was Gear neben sich stehen hat, ist schon mal besser. Das ist gut. Mhm. Okay, ich habe es mal angeklickert. Ja. Ich hab kein Und dann Gear. Haben wir jetzt noch eins über. Ja, ein Upgrade. Eine Carriage war Carriage ist eine Kutsche. Kutsche. Also damit müsst ihr nicht zu Fuß durch die Stadt reisen. Oh, wir brauchen, es gibt auch viele Kanäle. Wir können noch ein Boot nehmen. Also beides. Genau, das ist wirklich wie Venedig und London zusammen. Das heißt, die ganze Stadt ist von sowohl überirdischen als auch unterirdischen Kanälen durchzogen. Im Zweifelsfall ist wahrscheinlich, wenn euer Lair hidden ist, ist es auch irgendwo in einem unterirdischen Zugang, das durch irgendeine finstere Treppe oder vielleicht auch gar nicht von der Straße aus zugänglich ist, sondern nur durch irgendeinen zugemauerten Kanal, wo man halt dann mit einem Boot irgendwie reinfährt. Ja, aber das ist ja das Problem. Es ist immer so, man weiß ja immer nicht, was man braucht, welches von beidem. Deswegen würde ich sagen, wir ließen einfach grundsätzlich, wir halten das Inventar so sauber wie möglich, ja, und belasten uns nicht mit Fahrzeugen. Auch wenn es cool ist. Wir können alles ausleihen oder stehlen. Ja? Ich bin voll für Weapons. Also. Ich meine, ich bin jetzt der Letzte, der Weapons verwendet. Aber wenn's ich? Aber wenn es halt irgendwie krachen muss, dann ist unter Umständen nicht schlecht, dass wir auch was Gescheites zum Krachen haben. Das ist korrekt. Gut, dann nehmen wir Gear und Weapons gut ausgerüstet. Ja. Okay, dann tickle ich das jetzt an. Okay, und dann machen wir das, wie das Playbook das vorgibt. Wir sagen einfach, wir nehmen die erste Special Ability, ja, die kriegt nämlich auch noch eine von, das ist Everyone Steals, und das bedeutet einfach, dass ihr alle, dass ihr alle jetzt, Stand sofort, einen weiteren Punkt ausgeben dürft, oder euch geben dürft auf entweder Prowl, Finesse oder Tinker. Yay! Damn. Bist du eine Max von 3? Auch wenn man da jetzt drüber. Genau. Also bei unseren eigenen Charakteren. Ihr seid sozusagen einfach geübte Diebe schon. Finesse. Und Halsabschneider. Bei Prowl, Finesse oder Tinker. Hm.
Ja, ich würde sagen, du bist so ein guter Anleiter, ich gebe mir mal Prowl. Ja, ich glaube, ja, wir wollen dich einfach nicht nochmal enttäuschen. Ja, aber dann, dann schafft ihr die Würfel, ja, dann kriege ich ja eh keinen Stress. Nehmt ruhig was anderes. Ja, dann. Na gut. Dann nehmen wir nicht Prowl. Wir können doch Prowl natürlich. Prowl ist ja nicht nur als Gruppe interessant, sondern auch für die Einzelnen. Manchmal ist man ja auch als Gruppe Notel unterwegs. Ich habe auch Finesse. Also ich habe auch einen Punkt in Finesse. Ich kann an diesem Charakter ist so nichts finessig. Aber ich habe gelesen, damit kann man auch Auto fahren. Also. Ja, damit kann man Leuten Sachen klauen. Und das ist für mich, der sich in der Öffentlichkeit versteckt. Wunderbar. Ich klaue nichts. Ich gehe einfach hin, genau. Hau auf die Nase. Taschendiebstahl über Geräte bedienen. Also das kann alles möglich sein. Es ist halt immer da, wo feine Finger gefragt sind und ein bisschen. Kann ich das mit meinem Raben kombinieren? Frage für einen Freund. Was mit deinem Raben kombinieren? Finesse. Dass dein Rabe finessiger ist, meinst du? Ja. Nee, das ist tatsächlich dein, das ist eine Axt. Okay. Wie nehmen sie kein Skill? Okay. Der Rabe wird nicht geschickter durch nee. Dein... Schade. Ja, dann muss ich nicht mehr selber klauen. Finesse geht gar nicht. Ich habe es wieder weggemacht. Wir nehmen Tinker. Ja, geht auch. Wie schon, wenn du klaust, einfach einen Arm mit abreißen. Ups. Ja, so, ups. Es ist so, weiß ich nicht, passt nicht zur Figur, wie ich sie mir vorstelle. Normalerweise würden wir jetzt noch gucken, ihr habt einen Leer, das heißt, ihr habt irgendwo etabliert, wie gesagt, ihr habt irgendjemanden auf die Füße getreten, während ihr das getan habt, das heißt, ihr habt jetzt schon irgendwelche Feinde, ihr habt jetzt schon irgendwelche Verbündeten potenziell. Da wir jetzt schon ziemlich lange hier mit dem Ding rummachen, würde ich sagen, bevor ich euch jetzt alle Leute vorstelle, die euch nicht leiden können potenziell, übergehen wir das einfach mal elegant und behaupten, dass das noch kommen wird, wenn wir hier des Öfteren spielen oder ich überlege mir was zwischendrin. Das dann irgendwie halbwegs passt. Ihr habt noch einen Kontakt, den ihr euch aussuchen könnt. Und tatsächlich behaupte ich, das nehme ich jetzt einfach mal, ist das Fitz, der Sammler. Das ist nämlich ein Typ, der euch Zeug abkauft, das man auf dem gewöhnlichen Markt nicht findet, aber auch nicht wirklich loswerden kann. Oder heiße Ware. Heiße Ware, ja. Ja, okay. Nicht nur heiße Ware, sondern auch wirklich besondere Sachen. Nice. Fitz hat eine Vorliebe für Dinge, die von früher sind. Und Dinge, die von früher sind, sind oft irgendwie magisch, mystisch, irgendwie aufgeladen mit irgendwas Seltsamem und werden im Regelfall relativ schnell einkassiert von den Behörden, weil man allerlei Schindluder damit treiben kann oder von irgendwelchen seltsamen, verrückten Kulten, die noch an irgendwelche alten Götter glauben oder Dämonen verehren oder sowas. Und natürlich, reiche Leute zahlen wahnsinnig viel Geld für exquisite Antiquitäten, die potenziell auch noch über irgendwelche Fähigkeiten verfügen. Und daher ist das jemand, der ja, euch vielleicht so ein bisschen auf die Beine hilft und regelmäßig das ein oder andere Geschäft hat für euch. Eben jener Fitz ist es auch, der euch eines schönen Tages, nicht natürlich in eurem geheimen Lehr, denn das ist ja versteckt, besucht, sondern vermutlich in irgendeiner Kneipe hat das übliche Signal zukommen lassen, dass ihr euch treffen wollt in irgendeiner Kaschemme und dass er euch sehen möchte, weil es irgendwas zu tun gibt. Ihr taucht in der Kneipe auf, das ist normal, da muss man jetzt auch nicht wahnsinnig misstrauisch sein, sondern es ist halt einfach so klar, das ist eine Verabredung, die habt ihr regelmäßig. Und seht Fitz, der in einer dunklen Ecke, und es gibt in dieser Kneipe faktisch nur dunkle Ecken, wie es in der ganzen Stadt nur dunkle Ecken gibt, mit einer jungen, vergleichsweise gut aussehenden, definitiv zu gut angezogenen Frau mit dunklen Haaren, die Augen so mit schwarzem Kohl umrandet hat, die sitzt neben ihm. Wenn sie könnte, würde sie wahrscheinlich nicht sitzen, sondern schweben, weil alles ist schmierig, schmutzig, dreckig und ranzig, wo ihr seid. Und sie sieht aus, als ob sie definitiv irgendwie irgendwo ausgeschnitten und hier reingesetzt worden wäre und nicht hier hingehört. Die unterhalten sich bei einem Glas schlechten Pilzgetränks. Weil auch klar, aus was für Getreide will man was destillieren? Hier gibt es keine Kartoffeln und nichts. Das heißt, der meiste Schnaps ist aus Pilzen oder aus irgendwie Aalpisse. Insofern
Oder mit irgendwas angereichert, was irgendwie auf alchemischen Wege hergestellt wurde. Die hocken da. Und als ihr kommt, steht er auf, winkt irgendwie ein bisschen zu auffällig für euren Geschmack, aber gut, zu euch rüber und bittet euch dann an den Tisch, wo er die junge Dame als Dr. Rasheen vorstellt. Jetzt, wo ihr näher kommt, seht ihr, die ist sicherlich nicht aus Akkaros, oder zumindest sieht sie nicht aus wie aus Akkaros, sondern vermutlich eher aus dem Land südlich davon, das so ein bisschen eine Mischung aus Indien und dem Vorderen Orient ist. Das heißt, man sieht auch die Kleidung, die sie hat. Sie trägt wirklich so eine Art Sari, hat ein sehr schönes, seltsam geformtes Diadem an und guckt dann irgendwie euch etwas irritiert an, weil die Hälfte von euch aussieht wie Küche Rosi. Was im Regelfall bei den meisten Leuten zu Irritationen führt. Das sind sie. Ja, Fitz hat sich schon ein bisschen an euch gewöhnt, insofern der ist ganz vorurteilsfrei, was das betrifft. Na gut. Hey. Ich halte mich an Penelope, bleibe schweigsam, immer so einen Schritt hinter ihr und schaue mich vorsichtig um. Ich lehne mich so in die Runde rein. Sonst noch jemand was trinken? Ich kriege gerade Durst. Ja. Ja. Penelope, ist ja so wie immer? Ja, doppelt. Ja, doppelt. Ja. Oi, Fitz! Nektar, auch was? Hm? Irgendwas, was gut löst, ja. Natürlich. Irgendwas Starkes. Wir wollen ja jetzt aber noch nicht zugelöst sein hier, ja? Und irgendwas also, Schwaches, nein, bitte. Nein. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ich brauche also nur Stadt. Was zum Beispiel relativ teuer ist, lustigerweise, ist klares Wasser. Das gibt es nämlich faktisch nicht, weil das Wasser, was sozusagen von der Beire kommt, aus diesem Schwarzen Meer, das will kein Mensch trinken. Das heißt, destilliertes Wasser ist ein bisschen schwierig, weil dauerhaft der Gesundheit nicht zuträglich. Insofern ist tatsächlich Alkohol im Regelfall die sicherere Variante. Und Wasser trinken ist schon speziell. So. Das heißt, man kann auch tatsächlich in eine Kneipe gehen und Wasser bestellen und denkt, und das ist dann nicht ein billiges Getränk, sondern es ist ein extra teures Getränk. Es kommt auch in schönen dafür hergestellten Flaschen. Ich würde dann halt dafür dann erstmal an die Theke gehen. So. Sparrow steht so hinter der ganzen Gruppe, also noch weiter hinten als Penelope und Onyx, genau. So, dass halt die Gruppe noch quasi jemanden im Rücken hat. Okay, gut. Als ihr reinkommt, machen ein paar Leute irgendwie so ein bisschen Platz, rücken etwas weiter weg oder stecken ihre Köpfe zusammen, sodass sie nicht in die Gefahr kommen, irgendjemand von euch blöd in die Augen gucken zu müssen. Ihr habt noch keinen großen Ruf, aber hier in der Kneipe kennt man euch schon. Und wo ihr seid, ist wahrscheinlich Ärger nicht weit. Daher versuchen die meisten Leute, den zu vermeiden. Ihr seid jetzt auch nicht, ihr seid in der Gegend der Docks. Das heißt, ihr seid nicht so in dem super krassen Verbrecherviertel, weil dafür seid ihr zu klein. Wenn ihr da auftaucht, machen sie euch alle den Kopf kürzer. Und du solltest ja von der Familie aus neue Geschäftsfelder erschließen. Und daher habt ihr euch bisher hauptsächlich mit Arbeiten in der Dock-Gegend aufgehalten, wo ja viel Umschlag von Waren und so weiter herrscht, aber natürlich auch viele, viele Matrosen unterwegs sind, denen man beim Spielen was rausnehmen kann oder die vielleicht zwischendurch ihre Geldbörse verlieren, die sie reich gefüllt von ihrem Heimkommen gerade irgendwie auf den Kopf hauen wollen. Aber es ist eben keine Gegend, in der so richtig Hardcore-Verbrecher wahnsinnig viel rumhängen. Das heißt, das macht euch dort zumindest, wirkt ihr Top-Docs. Ihr wirkt definitiv gefährlicher, als ihr vielleicht woanders wirken würdet. Geil. Die härtesten Softcore-Verbrecher der Gegend. Ja. Teile von uns wirken gefährlicher. Ja. Genau. Wie gefährlich ihr seid, ist doch mal eine andere Frage, aber gut.
Wie gesagt, die besagte Dr. Rasheen schaut euch, mustert euch so ein bisschen erstaunt, fasst sich aber dann schnell. Miss Penelope. Ja. Fitz hier hat mir berichtet, dass ihr sehr gut darin seid, schwierige Bergungen von Gegenständen durchzuführen. Ja. Yep. Nun, wie soll ich sagen? Es gibt einen Gegenstand, von dem ich glaube, dass es von höchster Wichtigkeit ist, dass er genau untersucht wird. Allerdings, sein Besitzer plant wohl, ihn mit dem Zug morgen transportieren zu lassen. Es ist also nicht viel Zeit. Ich habe versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen, aber er hat mich nicht zu sich vorgelassen. Ich bin sehr beunruhigt, weil ich glaube, dass das, was er dabei sich führt oder transportieren möchte, potenziell gefährlich sein kann. Und ich glaube, es ist wichtig, einen Blick darauf zu werfen. Gut. Potenziell gefährlich heißt, es wird auf jeden Fall teurer, als wenn es nicht gefährlich wäre. Das sage ich nur gleich schon mal vorweg. Ah. Aber das ist mit Sicherheit alles kein Problem. Ah. Sehr gut, selbstverständlich. Fitz hat bereits angedeutet, dass eure Dienste nur entgegen entsprechendes Entgelt zu haben sind. Das ist kein Problem. Meine Familie verfügt über ausreichende Mittel. Ausreichende Mittel, so. Es könnte sein, dass es sich bei dem Gegenstand um ein Erbstück handelt, das meiner Familie abhanden gekommen ist. Verstehe. Ja, sowas ist natürlich ärgerlich, das verstehen wir. Wir helfen gern. Ja. Wir brauchen nur ein paar weitere Informationen, um die genaue Preisgestaltung berechnen zu können. Wo ist der Schnaps? Truth, wo ist der Schnaps? Ja, ich wollte gerade fragen, ob ich meine Getränke bekomme an der Bar. Ja, so gut, du kriegst dein Zeug, das ist kein Problem. Geld übrigens gibt es hier in dem Sinne nicht. Es gibt Coin, das ist irgendwie eine Menge Geld. Für Kleingeldfragen muss man im Spiel hier nicht nachdenken. Also wir zählen jetzt nicht die Kupfermünzen hier ab. Oh, Moralrunde. Ja. Ich würde halt als erstes zu Onyx gehen und ihm so hier, bitteschön, dein Pilzbier. Dann gehe ich zu Carly. So, hier, bitteschön, deine Laterne, etwas stärker. Dann gehe ich natürlich zur Chefin, Penelope, bitteschön. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, und Nektar einmal auch für dich im Pilzbier. Und ich habe hier meinen Prost, Leute. Ne? Mahlzeit. Gut, sie schaut so ein bisschen erstaunt. Nun ist es in dem Sinne, wie gesagt, es gibt zwar morgen und Abend, aber es ist nicht so dieses, am helllichten Tag wird getrunken. Das, das passiert in dem Sinne nicht. Man kann also immer trinken. Ja, richtig. Es gibt keine falsche Zeit zum Trinken. Ja. Trotzdem siehst du, dass sie tatsächlich vor sich nur ein kleines Fläschchen hat mit Wasser, was sie sowohl als Weichei als auch als jemand, der zu viel Geld hat, ausweist, weil wer in den Docks Wasser trinkt, kriegt im Zweifelsfall verdünnte Aalpisse. Das ist widerlich, das ist widerlich. Fische lieben sich darin. Ja, genau. Das ist nicht das Zeug, was man also bei den reichen Leuten mag es nicht Quellwasser geben, das ist garantiert nicht richtiges Quellwasser. Der Preis geht sofort 2 Coin nach oben, wenn ich das sehe, intern. Ja. Tatsächlich hat sie auch nur sich ein bisschen eingeschenkt, daran kurz genippt, während ihr rangekommen seid und ist dann so ein bisschen angewidert irgendwie weggestellt von sich. Das hätte man ihr auch vorher sagen können. Ja, das hätten wir vorher sagen können. Nicht das Zeug, was man sonst bekommt, haben wir das weggestellt. Ja. Worum geht es denn genau? Was ist denn dieses Erbstück? Und wann wird es transportiert und wie wird es bewacht? Nun, wenn meine Informationen stimmen, dann wird Lord Rowan es von seinem Schiff morgen früh in Richtung des Bahnhofs bringen lassen. Mhm. Ich gehe davon aus, dass es zu diesem Zeitpunkt gut bewacht sein wird, da ich mein Interesse geäußert habe, fürchte ich,
wird er das nicht dem Zufall überlassen, dass der Transport ankommt. Ich glaube also, dass es eine bessere Gelegenheit wäre, den Gegenstand noch vom Schiff zu bergen. Das Schiff ist die Great Eastern. Ja. Sie liegt im Hafen vor Anker. An den Docks oder vor Anker? Tatsächlich an den Docks. Dann müssen wir zumindest nicht schwimmen. Das genau. Kommt drauf an. Aber ja, gut. Und Klammer auf. Lord Rowan ist einer der Adligen, die in der Stadt im Stadtrat sitzen, also ein ziemlich mächtiger Mann. Er ist auch ein Leviathan-Hunter. Leviathan-Hunter können sich nur, also das zu werden sozusagen, das können sich nur Leute mit sehr tiefen Taschen überhaupt leisten. Denn diese Leviathan-Walfänger-Dinger brauchen extrem viel Geld, weil das einfach riesige Schiffe sind, die zusätzlich riesige, noch riesigere magische Dämonenviecher in der See jagen. Das heißt, das sind die sind ausgerüstet mit allerlei irgendwelchen elektroplasmischen Geräten, die haben irgendwelche Harpunen, die haben Sägen, die haben, müssen das Leviathan Blut lagern können. Das heißt, die haben auch speziell präparierte Lagerräume und sind tendenziell schon ziemlich groß. Die Great Eastern ist eines der größten Leviathan Hunter. Die kennt ihr tatsächlich vom Namen her, weil wenn die einläuft, da sind halt auch 150 Mann Besatzung oder 200 Mann Besatzung drauf, die in den Hafen einfallen und sich den Kopf wegsaufen. Die meisten Leute, die Leviathan Hunter sind, sind super hartgesotten oder wahnsinnig oder beides. Leviathan Hunter ist ein Job, den machen nur die härtesten Irren, die man finden kann. Oder halt super spezielle Fachleute. Da sind Ingenieure drauf, da sind alle möglichen Leute. Also das ist wirklich ein großes Ding. Das ist so ein bisschen wie so ein Kreuzfahrtschiff, das in den Hafen einläuft und das Gefühl hat, oh scheiße, da ist ein Hochhaus irgendwie vor Anker. Das ist das, was ein Leviathan Hunter ist. Die Great Easter gehört Lord, wie hieß er? Lord Rowan. Lord. Genau, hier habt ihr ein Bild, das habt ihr als Handout. Oh, wenn ihr euch das angucken möchtet. Das ist wunderschön. Echt fett. Genau. Also das ist ein Sechsmaster mit zusätzlich noch einem Antriebsrad mit vier Schornsteinen und vier Motoren. Und das ist wirklich ein gigantisch großes Schiff. Gut. So groß, dass es tatsächlich interessanterweise im Hafen eine Attraktion ist und dass Leute das, wenn es nicht gerade auf Fahrt ist und nicht gerade unter irgendwelchen Reparaturen sozusagen hängt, besichtigen können. Das ist also eine Attraktion. Wie lange ist es schon im Hafen? Das ist offenbar erst vorgestern Abend angekommen. Das habt ihr mitgekriegt, wie gesagt, deswegen, weil gestern Abend die ganzen Docks überschwemmt waren von durstigen Matrosen. Ich wollte gerade sagen, dann haben wir ein bisschen Glück, dann ist nämlich wahrscheinlich gerade viel Landgang, das heißt, das Schiff wird nicht so super gut, super voll sein. Ja. Und wir können das vielleicht als Schaulustige drauf. Ja, das ist noch nicht offen, also weil es jetzt momentan müssen noch die ganzen Alien-Demon-Viecher von der Hülle abgekratzt werden, denn wenn man an der Voidsea fährt, dann nimmt man allerlei Zeug mit, was man eigentlich nicht haben möchte. Und es werden Reparaturen gemacht und so weiter vom Schiff, denn im Regelfall, die wenigsten Schiffe bleiben unbeschädigt, wenn sie einen riesigen Dämonen-Leviathan jagen. Das heißt, normalerweise muss man da ziemlich viel renovieren danach. Außerdem muss die Lagerräume müssen gesäubert werden, denn Leviathan Blut ist so intensiv mit seiner Lebenskraft, dass selbst wenn ich ein Gliedmaß abschlage, das Blut zurück in den Leviathan fließen möchte. Das heißt, man muss das mit Gewalt daran hindern, das zu tun. Und das ist nicht immer ganz einfach, weil manchmal ganze Teile von dem Leviathan noch mit zurück wollen. Also das Tentakel abzuschlagen heißt nicht, dass es aufhört, sich zu bewegen. Insofern sind die Lagerräume nochmal speziell gesichert und müssen aber auch speziell gereinigt werden. Das sind alles Dinge, die jetzt normalerweise passieren. Da ihr in den Docks lebt oder seit einiger Zeit unterwegs seid, kennt ihr das, die Weißen Hunter kommen regelmäßig rein und das Vorgehen sozusagen ist euch vertraut. Insofern, noch ist es nicht für Besuch offen. Okay. Was nicht heißt, dass man nicht trotzdem mal einen Blick reinwerfen kann. Definitiv. Das ist eine andere Frage.
Der Gegenstand, das Erbstück. Nun, es handelt sich dabei um einen Metallzylinder. Wenn ich die Seeleute richtig verstanden habe, dann dürfte er etwa einen Meter groß sein. Und was soll an dem Metallzylinder jetzt gefährlich sein? Wenn ich das wüsste, dann... Ich glaube, ihr solltet auf jeden Fall eine direkte Berührung vermeiden. Nicht? Mit dem Zylinder oder dem, was drin ist? Ich vermag nicht zu sagen, ob dort etwas drin ist. Warte, das heißt, wenn wir das Ding in irgendwas einwickeln, ist es okay? Das hoffe ich sehr. Ist halt die Frage, wie schwer es ist. Ein Meter Metallzylinder kann alles bedeuten. Ja. Noch ein Durchmesser, so ganz grob. Das wäre gut. Okay. Das kriegt man hin. Das ist dann natürlich drauf an, was für Material es ist. Ne? Es könnte auch Tonnen wiegen. Aber ja. Wenn wir jetzt ein Boot hätten. Ja. Nein, es wird kein Boot gekauft. Das ist unnötiges Eigenkapital, was da gebunden ist. Wir waren ja dafür, ein Boot zu kaufen, aber Penelope wollte kein Boot. Nein. Nun, ich kann unsere Chefin da schon verstehen. Ich meine, ein Boot kann man sich auch leihen. Ja. Ja, also es gibt tatsächlich ähnlich wie es eine Kutschergilde sozusagen, also die Leute gibt die Taxigewerkschaft, gibt es die Gondoliere, das sind die Leute, die die Bewegung leihen. Ja, ja, ja. Yeah. Deswegen sage ich es dazu, kurz als Information für euch, dass ihr das als Charaktere natürlich wisst. Die Gondoliere sind sozusagen die Fährschiffergewerkschaft. Die machen zwei Dinge. Sie bewegen sich auf dem Wasser mit Hilfe von Booten. Und sie sind die Poor Man's Choice, wenn es um Geistervertreibung geht. Denn wo werden die meisten Toten entsorgt, wenn man nicht will, dass man sie findet? Man wirft sie in die Kanäle. Ja. Wer hat dementsprechend am meisten Ärger mit irgendwelchen Geistern? Leute, die Kanäle bereisen. Daher sind Gondoliere und waren es auch, bevor die Spirit Wardens kamen, eigentlich diejenigen, die dafür zuständig sind, Geister behandeln, zu befrieden, zu bekämpfen, was auch immer zu tun. Da war der Unfall. Was passiert? Du hast gar keinen Rahmen, du hast einen Hund. Ich überlege gerade, ob ich meinen Begleiter wechsle. Nein. Der Rabe bellt einfach. Das ist ein Problem. Fremdsprachengenie. Ja. Fremdsprachengenie. Ja. Sehr gut. Das heißt, die gibt es, die vermieten auch Boote. Man kann also ganz normal sich von denen irgendwo hinfahren lassen. Die fahren auch erstmal, wohin man will. Gleichzeitig kann man natürlich von denen Sachen klauen. Aber da stehen die nicht drauf. Das wäre also schon... Also anders als alle anderen Leute, die das cool finden. Genau. Es gibt Leute, die sich dagegen schlechter oder besser wehren können. Also auch mal. Ja, die Leute, so die... Bisschen, man die kann wissen, sich mit der Trucker-Gewerkschaft anlegen. Die Leute, die wissen, wo man in den Kanälen Leichen verschwinden lassen kann, die nie wieder auftauchen, sind nicht die, die man verärgern möchte. Nein. Es geht schon, aber das wäre zum Beispiel so ein Punkt, wo man dann sagen würde, oh, vielleicht ist das der Grund, warum ihr Leute habt, die euch nicht leiden können. Und wenn wir nach Leuten suchen, die euch nicht leiden können, können das die Gondoliere sein. Weil ihr andere Ansichten über Eigentumsverhältnis habt als Sehr schön gesagt. Wir bringen das ja wieder zurück danach. Richtig, wir leihen es ja nur aus auf unbestimmte Zeit. Genau. Sitztransfer temporär. Aber das ist zumindest das, was ihr tun sollt. Ja. Möglichst wenig Fragen über den Inhalt stellen. Das ist alles ein bisschen dubios. Und verstehen wir. Wir fragen auch nicht so genau nach, wenn das nicht gewünscht ist. Kostet halt ein kleines bisschen extra. Und ich wünschte, ich könnte euch mehr Auskunft geben. Ich bin nicht mehr sicher, ob es sich bei dem Gegenstand tatsächlich um das Familienerbstück handelt. Ehrlicherweise, die Berichte sahen unklar aus den Seeleuten. Nun, ist nicht viel auszukriegen. Alles, was ich weiß, ist, dass sie es offenbar in den Panzer eines Leviathan gefunden haben. Es muss also schon lange in der See verschwunden gewesen sein, was zugegebenermaßen zu der Geschichte unseres Erbstücks passen würde.
Nun, das Erbstück war, sicherlich nur ein ganz normaler Metallzylinder, sonst nichts. Das sind ja auch Geschichten, die sich lange halten. Und dann haben wir diesen Metallzylinder verloren. In dem nichts drin ist. In dem nichts drin ist. Den man nicht anfassen darf. Den man nicht anfassen sollte. Haben wir nicht alle so eine Geschichte? Ja, wir haben. Ja. Natürlich, klar. Ja, man weiß, alles, was jahrelang in der See rumgeschwommen ist, würde ich so oder so mit bloßen Händen nicht anfassen wollen. Na, ja, das stimmt. Richtig. Wo er also recht nicht hat. Mal ich. Ja. Gut. Frage ist, ob wir rausfinden können, wo es genau aufbewahrt wird. Das würde unseren Job natürlich einfacher machen. Wenn es was wie die Kapitänskajüte ist, dann müssen wir nicht das Schiff durchwühlen. Soweit ich es verstanden habe, wurde das dort gelagert, wo auch das Leviathan-Blut gelagert wird. Ja. Mm. Dann würde ich sagen, knobeln wir aus, wer dann in diesen Tank reinklettern muss. Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, prophylaktisch Gefahrenzuschlag kommt dann auch dabei. Ja. Ja, Penelope hat schon so den Notizblock gezückt, der auch schon bessere Tage gesehen hat und ist dabei mit so einem abgekauten Stift Notizen zu machen, um genau zu rechnen, was hier demnächst anfällt an Vorschuss. Also ich würde sagen, wenn das Ding wirklich so, so dick ist, dann kann das natürlich nur die stärkste Person von uns tun. Kali? Sehe ich aus, als kletter ich in den Tank. Aber natürlich. Ja, schon. Irgendwie schon. Nicht vor den Klienten. Und wenn dann diskret. Ja. Sie schaut gespannt auf dich, was du mit deinem Blog machst. Und ja. Ich berechne. Ganz offenbar unerfahren im Verhandeln von irgendwelchen Dingen. Ich berechne natürlich völlig fair, was wir für diesen Auftrag nehmen sollten. Berücksichtige natürlich die Tatsache, dass sie völlig unerfahren ist und haue sie ordentlich übers Ohr, aber nicht zu ordentlich, um sich die Kundschaft zu verkraulen. Also ich so, dass es ihr vielleicht ein bisschen peinlich ist, aber nicht, dass sie nicht wütend genug ist, um es rumzuerzählen. Wir wollen uns ja nicht die Geschäfte versauen. Und dann, ja, würde ich davon tatsächlich, weil ich das für ein recht riskantes Unternehmen halte, tatsächlich einen Gefahrenzuschlag draufhauen und dann würde ich natürlich eine Anzahlung nehmen und zwar nicht weniger als 25% in diesem Fall. Okay. Also ja. Coin ist, wie gesagt, so eine abstrakte Größenordnung. Normalerweise, also keine Ahnung, ein teures Juwel zum Beispiel wären 6 Coins. 4 Coins ist so ein Monatslohn von jemand Anständigen. 8 Coins ist das, was man so als kleines Geschäft, als kleiner Laden im Monat irgendwie einnimmt. Oder was vielleicht tatsächlich so eine Schatulle voller Geld und Wertgegenstände ist vielleicht auch sowas. Oder irgendeine sehr seltene Luxusware oder sowas. Das ist so 8 Coins. Dein Gefühl wäre für so ein Ding normalerweise, wäre 8 Coins angemessen. Wenn du jetzt wirklich sagst, du willst noch einen Gefahrenzuschlag machen, dann wärst du eigentlich bei 10 Coins. Das ist aber wirklich, da kommst du dir schon, also 10 Coins ist so ein bisschen zu sagen wie, okay, $500,000. Also es ist so, okay, das ist eine ziemlich große Summe für einen Job. Ja, gut. Ich weiß nicht. Ich würde tatsächlich mal bei 10 ansetzen und gucken, wie sehr sie mit der Wimper zuckt, oder nicht? Weiß ich nicht. Ja, 10. Okay. 10. 10, sage ich nach. Witz, mach so. Entschuldigung. Verschluckt. Sie 10 Coins. Ja, ist das ein bisschen viel? Nun, ich muss zugeben, dass ich diese Menge von Geld nicht verfügbar frei habe. Ich kann mich bemühen, das zu besorgen, aber ich werde nicht in der Lage sein, euch das sofort zu geben. Na gut. Also, weil das erste Mal ist, dass wir Geschäfte machen, mache ich einen Sonderpreis. Wir können auf 9 runtergehen, ja. Wie gesagt, 25% sofort als Anzahlung. Der Rest dann, sie zieht geräuschvoll die Nase hoch. Ja,
Und dann machen wir, naja, den Rest dann bei Lieferung. Ist das in Ordnung? Bis dahin könnte da noch was liquidiert werden. Was? Boss? Ja. Was denn mit Fitz? Was mit Fitz? Naja, will der als Broker irgendwie Geld? Fitz, nimmst du Anteil? Nein, ich bin hier, weil das eine sehr gute Kundin von mir ist. Und ich hoffe natürlich, dass zur allgemeinen Zufriedenheit dieses Geschäft abgewickelt wird. Vielleicht unter uns wäre es möglich, ihr seht, es ist eine Familienangelegenheit. Mhm. Und als solche versteht ihr sicherlich am meisten von Familienproblemen. Vielleicht kannst du da ein Auge zudrücken? Gut, wir können acht machen? Mehr oder weniger bezahlt. Also ich glaube, das ist ein fairer Preis. Acht. Gut, sie guckt den Fitz an, sie guckt dich an. Acht. Gut. Versuche ich, das Geld zu beschaffen. Immer. Ich habe ein kleines Zimmer gemietet hier in der Nähe des Hafens. Wenn ihr mir den Gegenstand dorthin bringt, dann solltet ihr die restlichen 6 Coin erhalten. Die Anzahlung für eure Aufwand werde ich natürlich, da ihr laut Fitz vertrauenswürdig seid, euch entsprechend jetzt leisten. Wunderbar, das sind dann 2 bitte und ja, die Adresse notiere ich mir und dann liefern wir so bald wie möglich. Denk dran, morgen früh wird der Gegenstand abtransportiert. Ja. Richtig. Ja. Okay. So bald wie möglich. Gut. Ja, dann werde ich euch mal eurem Handwerk überlassen. Sagt Fitz, steht auf, zieht den Stuhl von ihr irgendwie so, dass sie dann aufstehen kann und reicht ihr irgendwie sehr galant den Ellenbogen und dann marschieren die beiden unter den verwirrten, gierigen oder feindlichen Blicken des Rests der Kneipe irgendwie aus der Kaschemme heraus. Sie hat wirklich diesen langen Sari an irgendwie, schlägt sich dann so eine Sola um und fröstelt ein bisschen, während Fitz sie dann herausführt. Und damit seid ihr... Wir sorgen dafür, dass der Rest in der Kneipe ihn nicht zu gierig hinterher sieht. Das ist unser Game. Es gab auch so ein, zwei Leute, die dann anfingen, so aufzustehen und sich dann so... Karli wieder hinsetzen. Karli läuft den beiden noch bis zur Türe hinterher so, und gibt entsprechende Gestik denen entgegen, die versuchen aufzustehen. Nein, nicht Gestik, so nicht so, sondern... Alles klar. Also, ja. Du bleibst sitzen, mein Freund. Alles gut. Das kommt, glaube ich, einigermaßen an. Gut. Dann, ja. Jetzt fängt der Zeitpunkt an, wo ihr plant. Planung geht so, dass ihr euch eigentlich nur überlegt, nicht genau, wie ihr das machen wollt, sondern eher so ein bisschen, okay, was ist euer Ansatz, um auf das Schiff zu kommen? Also ist es eher irgendwie, keine Ahnung, ihr wollt euch verkleiden, ist es eher, ihr wollt euch ein Boot mieten, von hinten raufschleichen oder ihr wollt irgendwie ein Untersee-U-Boot bauen und ein Loch in den Bug schneiden, um dann da durchzukommen. Geht ja alles. Und dann wird einfach nur gewürfelt und wir kommen sozusagen direkt in die Situation rein, in der ihr laut Plan sein wollt. Wichtiges Mittel, um schon immer den Plan richtig gemacht zu haben, ist der Flashback. Ihr könnt also, wenn ihr im Abenteuer seid oder in der Mission seid, im Score seid, dann könnt ihr ein Flashback benutzen. Das kostet zwischen 0 und 2 Stress. Und das sagt, damit ihr nicht jetzt stundenlang theoretische Sachen planen müsst, über die ihr nichts wisst, das sagt, das wussten wir natürlich und deswegen haben wir uns darauf vorbereitet. Das heißt, ihr könnt im Prinzip immer schon gewusst haben, dass das passieren würde. Euch dementsprechend gut darauf vorbereitet haben. I love it. Okay. Ja. Man kann nicht Sachen verändern, die Fakt sind. Man kann nur daran arbeiten. Was nicht geht, ist zu sagen, das kann nicht passiert sein. Wenn ich jetzt sage, euch fällt ein Eimer auf den Kopf, als ihr die Tür aufmacht,
dann könnte ich nicht sagen, nee, den Eimer gab es nicht. Ich war gestern schon da und habe den weggenommen. Das passiert nicht. Das passiert immer, dass das ist. Aber ihr könnt sagen, und weil ich das wusste, habe ich einen Regenschirm dabei. Ah. Ja, oder du könntest okay. sagen, und weil ich das wusste, habe ich natürlich dafür gesorgt, dass in dem Eimer nicht die das ganz Eklige ist, sondern nur Wasser. Genau, ja. Zum Beispiel. Okay. Ja, nur Wasser. Ja, nur Wasser. Nur Wasser. Nein, teuerst du überhaupt ja. das Wasser. Ja. Warum nicht? Nur Bier. Nur Bier. Ich habe das Gerücht gehört, dass Penelope manchmal duscht. Wie? Also, dieses Gerücht gibt es, das hält sich hartnäckig. Ungefähr genauso hartnäckig wie der Dreck unter meinen Fingernägeln. Und ich sage einfach nichts dazu. Ja. Genau, aber das ist dabei war. Wie gesagt, ihr könnt Dinge nicht ungeschehen machen. Ihr könnt nur sagen, ich war auf das, was da passiert, vorbereitet, weil der Flashback wird dann zum Teil auch durchgespielt. Das heißt, ihr könnt nicht einfach euch irgendwas ausdenken, sagen, dass den Regenschirm habe ich dabei, sondern muss man natürlich sagen, okay, was habt ihr damals gemacht, dass ihr jetzt einen Regenschirm dabei habt? Oder wie habt ihr es bewerkstelligt, dass in dem Eimer statt Säure Bier ist? Das wird dann praktisch ein kurzer Flashback gespielt und dann geht es wieder in die Handlung rein. Inwieweit könnte ich der Verständnis halber wegen, inwieweit könnte ich mit dem Mindlink quasi im Vorfeld mir schon die Docs angeguckt haben zum Beispiel? Das wäre zum Beispiel, also wenn wir jetzt in diese Kneipe reingegangen und, und du hättest, keine Ahnung, ihr wärt plötzlich von irgendwelchen Gestalten überfallen worden, dann hättest du sagen können, ich habe das vorher schon gesehen, also die überfallen dich dann trotzdem, aber ich habe den Raben vorgeschickt und schon mal gecheckt, wo ein Ausgang ist oder was auch immer. Ja. Okay, dann könntest du sagen, okay, deswegen renne ich jetzt schnell zum Ausgang, weil ich habe vorher die Hintertür schon aufgemacht oder so Sachen. Also ich habe schon gesehen, alles klar, da ist eine Tür hinten, da kann man durch. Wo die rauskommt, habe ich nicht gesehen, aber... Ja, genau, sowas in der Art zum Beispiel. Ja. Also solche Sachen gehen. Das im Zweifelsfall besprechen wir das einfach. Also das wird gemeinsam verhandelt, was irgendwie Sinn macht, was Spaß macht. Okay. Das nehmen wir dann. Ich muss ganz kurz mich verlustieren. Ihr könnt euch schon mal überlegen, wie ihr an das Boot ran wollt. Ja. Ich habe mir dazu schon Gedanken gemacht. Wunderbar. Also in der Theorie haben wir... Wir verkleiden uns nicht, das sage ich jetzt schon mal. Ich bin auch nicht mehr verkleidet. Ja, wir haben Leitschirme. Ah, okay. Wir haben drei Möglichkeiten, um auf das Schiff zu kommen. Nummer eins, sneaky, dafür haben wir Onyx. Nummer zwei ist, ich gehe drauf. Also einer von uns beiden muss auf jeden Fall drauf erstmal. Also wir haben es am einfachsten, darauf zu kommen. Ja. Jetzt habe ich mir die Frage gestellt, gibt es fernausgelöste Bomben? Klar. Das ist schon sehr riskant. Nektar? Ja, kein Problem. Kann ich dir bauen. Mega. Die sind aber nur sollen die so... was kaputt machen, was anzünden, Rauch, Licht. Eigentlich was nur Lärm. Erstmal nur Lärm. Lärm und laut sein ist ganz gut. Weil, ob nun Onyx oder ich allein auf dieses Schiff gehen und irgendwo da ganz hinten einen Sprengball, nenne ich ihn jetzt einfach mal, platzieren. Er ist relativ, lässt sich gleich, weil das wird genug Ablenkung schaffen, dass der Rest von uns hoch kann, um den guten Dingens zu holen. Ne? Wie umgehen wir die Problematik, wo das Ding liegt? Ja, das wissen wir doch in den Dukas. Ja, richtig. Ja? Ich kraxel da nicht einfach so in diese Tanks rein. Wie umgehen wir das? Kali, das ist ein ganz kurzer Ausflug. Weißt du, da gehst du kurz rein, sagst Hallo, nimmst und gehst wieder raus. Das sind keine 5 Minuten. Diese Details, die können wir direkt vor Ort klären. Ah. Yep. Genau. Ich bin gern vorbereitet. Tut mir leid. Du bist immer vorbereitet. Ihr seid ja keine Idioten. Ihr seid immer vorbereitet. Wir wissen nur jetzt als Spieler noch nicht, worauf ihr euch vorbereitet habt als Charaktere. Wir sind totale Profis. Total. Gut. Also im Raumstand. Es geht natürlich um den Ansatz. Wie wollt ihr. Also, ihr wisst, was ist das Ziel? Great Eastern. Metallzylinder bergen aus wahrscheinlich dem Lagerraum bzw. dem. Dürfte nicht überraschen, dass ich für eine Infiltration votiere. Okay, also wir haben Infiltration, Bomben, ja. Gleitschirme. Habe ich was vergessen? Oder reinschleichen? Ja, ich meine, die Bomben gehören ja zur Infiltration dazu. Aber es geht darum, einer geht hoch. Das ist auch der Rest kommt nach.
Genau, was ich sagen wollte, das finde ich eine gute Sache, aber die Ablenkung würde ich erst finden, wenn wir Probleme haben. Solange wir unproblematisch an Bord kommen, und das wird man sehen, dann müssen wir keine Bomben zünden. Aber wenn irgendwas schief läuft, man wird entdeckt oder so, dann kann man natürlich sowas machen. Aber vielleicht sollten wir das, also ich schaue Nektar an, ich habe da höchstes Vertrauen in deine Fähigkeiten. Wir sollten nur aufpassen, dass wir nicht das größte Leviathan-Hunter-Schiff von Doskewohl im Hafen sind. Das könnte eventuell zu viel des Guten sein. Eine Ablenkung sie ja nicht ganz unten. Wir müssen sie nicht ganz unten hochgehen lassen. Ja, du bist eh schon in Reparatur. Wenn dann ein bisschen was mehr kaputt geht, merkt das keiner. Es reicht doch außerdem, wenn es ganz furchtbar raucht und stinkt. Es muss ja gar nicht mal irgendwie die halbe Bordwand rausspringen. Und Truth hat ja gesagt, laut. Ja. Rauch, stinken, Lärm. Wobei, wir stellen einfach Truth an die Ecke und der ist laut genug. So laut bin ich auch wieder nicht. Ja. Ich kann auch ein Leisetreter sein. Wir bräuchten aber definitiv einen Fernzünder. Geht das, Nektar? Also grundsätzlich solche Sachen, das ist halt genau das Problem. Also das wäre jetzt eine Vorbereitung, die man darauf macht. Man kann dieses Engagement, also das wäre so ein klassischer Flashback. Ihr sagt irgendwie, ja, wir wollen uns darauf vorbereiten, dass da eine Ablenkung kommt. Mhm. Wenn diese Ablenkung jetzt nicht automatisch gezündet wird, also wenn es nicht darum geht, einer geht vor und macht die Ablenkung, dann würde er praktisch den Wurf, der jetzt dann als das Engagement kommt, würde in irgendeiner Form modifizieren. Sondern wenn es nur darum geht, oh, was haben wir denn alles dabei, falls es schief geht? Dann ist das ein Flashback. Okay, wenn es schief geht, machst du einen Flashback und sagst, jetzt würfen wir und gucken mal, wie gut Nektar die Bombe bauen kann, die er braucht. Okay. Super, dann machen wir doch. Gut, das Backup-Bombe. Das heißt, wir stiefeln da einfach hin und versuchen subtil. Ihr sagt mir, es gibt verschiedene Arten, wie ihr da dran gehen könnt. Also Infiltration wäre eine, das wäre sozusagen mit Heimlichkeit versuchen, irgendwie ranzukommen. Ja. Da müsst ihr mir jetzt noch sagen, was ist denn das Detail? Also wie kommt ihr ran mit Heimlichkeit? Ja, unser Experte. Also, da sind wir jetzt in meinem Spezialgebiet dann nicht nur infiltriere ich gern. Ich habe mein Leben auch früher auf Schiffen verdient. Deswegen diese Art von an Bord gehen, ohne gesehen zu werden, das habe ich schon immer gerne gemacht. Mein Vorschlag wäre, wir besorgen uns ein kleines Boot. Ja. Hm. Klar, natürlich. Das kommt jetzt bei jedem Auftrag, ne? Und dann immer, warum hat Penelope kein Boot gekauft? Weil wir keins haben, brauchen wir ein Boot. Ja. Und wir machen das von der Seeseite aus. Ist ein bisschen Nebel wahrscheinlich in Doskewohl. Hauptsächlich werden sie den Hafen beobachten, die Docks, durch den Hafen fahren immer Boote, wir suchen so gute Stelle. Es ist auch immer dunkel, also das muss man sagen, es gibt sozusagen, also es ist nicht so, dass ihr, also wenn ihr kein Licht macht, dann werdet ihr automatisch erstmal nicht gesehen, weil es einfach dunkel ist. Genau, immer so Zwielicht. Klettern wir irgendwo hoch, positionieren eventuell irgendwo was zu ablenken für später und gucken dann, dass wir möglichst ungesehen in den Laderaum kommen. Okay. Das ist ja mein Vorschlag. Nehmen wir. Also Approach per Boot. Klingt gut. Irgendwie hochklettern und dann sehen, dass man den Laderaum erreicht. Richtig. Und dann im Laderaum. Werft die Gleitschirme nur mal in den Raum. Wie? Gleitschirme wäre sowas. Ach so. Schau doch mal, wo die Great Eastern ist. Da ist eine Insel und da ist irgend so ein Leuchtturm. Also easy auf den Leuchtturm hoch und mit den Flügeln hier glatt auf die Great Eastern. Nur ich verwette meinen Hintern, dass mindestens einer verfehlt. Oder eine. Wie lange habe ich Zeit, die zu bauen? Naja, morgen früh wird transportiert. Ja. Das heißt, richtig. Jetzt. Also wenn du das machen wollen würdest, das wäre jetzt mal so ein klassisches Beispiel, du sagst, hey, pass mal auf, einer muss die Gleitschirme basteln, dann könntest du einen Tinker würfeln. Du würdest für 5 Leute Gleitschirme basteln müssen. Das wäre also schon eine recht stolze Idee. Es ist controlled, weil du hast kein großes Risiko. Kannst dir den Finger schneiden oder so, viel mehr passiert nicht. Aber dein Effekt, nämlich der Versuch, 5 Gleitschirme in einer Nacht zu bauen, aus Materialien etwas zu bauen, was du noch nie gemacht hast, wäre zero. Das heißt, du kannst dich ganz nach hinsetzen und du wirst keine 5 Gleitschirme hinkriegen. Du könntest natürlich sagen, ich gebe dafür zum Beispiel Geld aus. Also ich suche mir entsprechende Materialien oder Leute, die mir helfen können.
Das lege ich also in Coin an und damit kann ich versuchen, meinen Wurf etwas zu verbessern. Und du könntest halt versuchen, das Risiko zu erhöhen, um den Effekt zu erhöhen. Das heißt, du könntest sagen, oh, normalerweise passiert mir da nichts bei Gleitschirmbasteln, sitze ich in meiner Werkstatt, mache das irgendwie. Aber weil ich keine 5 auf einmal bauen kann, brauche ich 5 Typen, die mir helfen, das zu machen. Ich muss mir eine ganze Schneiderarmee besorgen, die mir irgendwie den Stoff machen und 2, 3 andere Leute, die das tun. Dadurch steigt das Risiko, dass du entdeckt wirst zum Beispiel. Das heißt, das Risiko ist nicht immer unmittelbar, oh, ich breche mir den Finger dabei, sondern das Risiko kann auch sein, ich muss so viele Leute in diese scheiß Aktion mit einbeziehen, dass, wenn es schief geht, dass dann halt irgendeine andere Konsequenz herrscht. Also weil irgendjemand fragt, hey, was macht ihr mit den 5 Gleitschirmen? Und wir wollen auch was davon haben. Oder was habt ihr hier vor? Oder die Blue Coats kommen und sagen, plötzlich machen überall Leute Gleitschirme, das kann nicht legal sein. Also, Gleitschirmfliegen im Hafenbereich ist zwischen 17 und 22 Uhr untersagt. Ja. Noch ein kleines praktisches Problem, weil dann haben wir Gleitschirme auf dem Boot und wie kommen wir dann wieder davon runter mit der Beute, die wir natürlich locker erreichen werden. Ja. Mit Gleitschirmen? Ja, gut. Aber ich nicht, wenn ich auch noch eine Bombe basteln muss. Dann kann ich euch nicht in einer Nacht Gleitschirme machen. Wer auch immer auf die Idee gekommen ist, nee, tut mir leid, ich kann nicht zaubern. Aber Gleitschirme hast du doch vorgeschlagen, Mann. Ich glaube, es war Truth. Ich glaube auch, das ist true. Ja, also, was? Ich? Tut mir leid. Du, nein, mit deinen gut, die Ideen sind gut. Aber definitiv also, Nektar. Aber gut, ja, okay, keine Gleitschirme, aber eine Bombe. Gut, dann heißt... Wir können für den nächsten heißt dann schon mal Gleitschirme im Voraus bauen. Vielleicht, wenn wir dafür noch die Kapazitäten haben. Gut, Onyx, was machen wir denn dann jetzt? Ja, wir besorgen ein Boot. Das sollte jetzt nicht so schwierig sein. Ach so, im das Hafen. Boot, ja. Mhm. Ja. Fahren an die Great Eastern heran und klettern an Bord und beginnen dann das zu tun, worin wir gut sind. Prima, dann zerstören und sichern. Okay. Dachte das mit dem. Ich quasi in dieser Reihenfolge. Ach so. Dann machen wir es so. Alles klar. Gut. Das ist also euer Plan. Gut. Habt ihr irgendwelche Leute, die euch dabei sinnvoll unterstützen können von draußen, irgendwelche Freunde von euch, die, keine Ahnung, ein Boot besitzen zum Beispiel? Ja, ich hätte einen sehr gut befreundeten Gangleader, Basus Bas. Okay. Wir können ich weiß nicht, was der ist, seine Yacht aber er ist ausleihen. Gangleader. Der ist definitiv Gangleader. Kann dir jetzt aber erstmal dabei nicht helfen, es sei denn, wüsste jetzt nicht, was er tun sollte dafür. Also klar, Kohle für ein Boot habt ihr selber. Was für ein Boot, genau? Ich wollte gerade sagen, wir haben ja gerade ein Boot geleistet. 2 Coin Anzahlung bekommen, vielleicht können wir uns eins kaufen, damit endlich diese Vorwürfe aufhören. Ihr könnt ein normales Boot mieten, dafür würdet ihr nichts zahlen müssen. Ihr könnt aber auch sagen, naja, wir wollen jemanden, der verschwiegen ist. Mhm. Und ihr wollt ja potenziell, wenn ich es richtig verstehe, das auch als Fluchtfahrzeug benutzen, oder? Ja. Dann würde ich mal sagen, könnt ihr mal einen Coin draufhauen, dass der Gondoliere eures Vertrauens dort entsprechend das tut, was er soll. Okay, aber das ist doch prima. Deswegen wollte ich halt Anzahlung haben, damit wir uns solche Sprints hier leisten können. Ne? Mhm. Okay, machen wir. Smart. Gut. Er kann dann auch so ein bisschen abseits warten und muss das Boot dann nicht unbewacht direkt an der Great Eastern liegen lassen. Ja gut, das ist schlecht. Man aus, dass er nicht stumpf sozusagen mit dem laufenden Motor neben euch. Ich warte genau hier. Das Taxameter läuft. 2 Coin, 3 Coin, 4 Coin. Wie, der wird nach Stunde bezahlt? Das heißt, ihr macht einen Engagement Roll, den können wir im Offenen machen. Ihr kriegt normalerweise, würfelt man immer mit einem Würfel, das heißt, es ist ein Fortune Roll. Ihr habt über das Boot natürlich einen besseren Zugang. Ihr habt einen guten Gondoliere für einen Coin gekriegt, das heißt, ihr könnt einen weiteren Würfel benutzen, sprich, euer Engagement Roll wird mit 2 Würfeln gemacht. Das machen wir normalerweise, indem man, wie gesagt, einen Fortune Roll einfach würfelt. Möchte jemand abergläubisch genug sein, dass er es selber oder sie selber würfeln möchte, sonst drücke ich auf Fortune Roll, mir ist das Schluss. Hau rein. Baller. Okay, Number of Dice 2, Submit. Submit. So, 2 und 3, das ist doch schon mal super, habe ich ganz brillant für euch gewürfelt. Warte mal, das war doch nicht so gut, oder? Nein. Nein. Gut, das ist nicht so schlimm.
weil das heißt einfach nur, der Anfangszustand, in dem ihr euch befindet, wenn die ganze Aktion startet, ist desperate. Wie gesagt, klappen tut es immer. Es ist nur die Frage, in welche Situation ihr startet. Und in dem Fall ist es relativ easy. Ihr holt euch den Kontrolle eures Vertrauens, ihr fahrt von einem kleinen Seitenkanal los, tuckert dann mit einem Motor ein Stückchen rein. Irgendwann macht ihr den Motor aus, als ihr näher an dieses riesige Schiff kommt, das wirklich in der Nacht vor euch aufragt. Ihr seht, oben ist es beleuchtet. Da sind also tatsächlich in der Takelage hängen Laternen. Elektroplasmisch natürlich, die so ein bisschen immer das Licht so ein bisschen vibriert und zuckt. Das ist nicht so, dass man, das ist nicht eine Glühbirne, das ist wirklich so Licht. Und dieses Ding ist tatsächlich, man kann das mal kurz zeigen, da gibt es ein schönes Bild von dem Größenvergleich von dem Schiff. Das wird am besten deutlich, wenn man diesen Mann hier zeigt, der vor einer der Schiffsketten steht. Das ist also wirklich sehr groß. Also es ist tatsächlich also mehrere Stockwerke hohes Haus. Okay. So. Dementsprechend kommt ihr euch mit eurem Boot sehr klein vor. Und als ihr näher mit dem Boot ranfahrt und schon dabei seid, dann entsprechend eure Ausrüstungskurs machen, wollt ihr natürlich irgendwie hochklettern. Und just in dem Moment geht so eine Vibration los und ihr hört, wie die Motoren von dem Schiff anspringen. Das hat 5 riesige Schornsteine, das heißt, es ist wirklich so ein Brummen, das irgendwie startet. Und dieses große Rad fängt an, sich zu drehen, das in der Mitte des Schiffes ist, das Schaufelrad. Und wühlt natürlich Wasser auf wie nichts Gutes. Und dementsprechend, gerade als ihr irgendwie versucht, an Bord zu klettern, fängt das Boot an zu schwanken und die Wellen fangen an, irgendwie das Ding wegzutreiben. Das ist also euren Prowl, der wahrscheinlich der Skill ist, den ihr benutzen wollt, um da hochzuklettern, vermute ich mal. Ja. Startet ihr als Team Desperate. Desperate hat 2 Effekte. Das eine ist super, wenn ihr ein Desperate Roll macht, kriegt ihr Erfahrungspunkte. Ihr könnt sofort ein XP aufschreiben dafür, dass ihr versucht habt, das Desperate zu machen auf eurem Charakter. Und zwar, indem ihr einfach neben die Kategorie von dem Skill, also Prowl liegt in Prowess wahrscheinlich, könnt ihr euch da so ein kleines Häkchen setzen in XP. Unabhängig davon, ob ihr das, was jetzt kommt, schafft oder nicht. Wo in XP? Da oben sind diese Lush neben Prowess. Ach, da. Ja. Die kann man anklicken. Okay, das heißt, da einfach eins anklicken. Einfach eins anklicken, dann habt ihr schon mal den ersten Erfahrungspunkt dieser Session, noch bevor überhaupt irgendwas groß passiert. Yes! Und nur weil wir verzweifelt sind. Aber jetzt wird gleich etwas passieren und das wird bestimmt. Genau, jetzt ist eine Team-Action, die ihr wollt ja da hochklettern. Das heißt, ich gehe davon aus, ihr macht Prowl als Team. Ja. Und ich würde diese Team-Action auch anleiten. Das ist nicht meine erste Enteraktion, die ich anführe, dementsprechend. Genau. Folgt also einfach meinem Beispiel und dann wird das schon. Also ihr seid mal euch noch zu echten Piraten. Hoch zu machen, ihr seht an dem Schiff unten, da wo ihr seid, sind wirklich noch so ähnlich wie Muscheln, aber irgendwie Muscheln mit sehr scharfen Kanten, die da dranhängen. Ihr seht irgendwelche komischen, was vielleicht sowas sein könnte wie schwarze, vielleicht sowas wie schwarze Quallen oder so, die da in Fetzen irgendwie runterhängen oder irgendeinen Seetang oder sowas, der sich aber komischerweise gegen die Seerichtung bewegt. Alles guckt ihr euch gerade sehr genau an, seid bereit, habt eure Ausrüstung geschnappt, geht los und dann kommt das Rad und der Seegang fängt an und ihr hängt plötzlich vergleichsweise verzweifelt dran. Und jetzt darf jeder von euch. Mega Idee, Onyx! Mega! Ja, super! Wir klicken jetzt einfach da drauf und gucken, was passiert. Diese kleine Welle fußt. Und unsere Position ist desperate. Ich nehme mal so verbrechertypisches Normal Load mit. Ja, genau, das wäre jetzt der Punkt. Ihr müsst euch entscheiden, wie viel Load ihr habt. So. Normal, wie gesagt, ist. Ich habe auch Normal. Die Regel. Ja. Und davon würde ich mal 2 für Climbing Gear ausgeben, das ich dabei habe natürlich. Brauchst du nicht, weil ihr als Special. Ah, nee, habt ihr gar nicht. Ich habe nicht das Climbing genommen, ihr habt da eine Quality. Nee. Genau, die Quality von dem Climbing Gear ist besser. Ist aber besser. Ich habe jetzt besseres Climbing Gear dabei.
versuche einen Wurf, also ich versuche da so Seil irgendwo an so einer Öffnung zu befestigen mit so einem Wurfanker und dann uns da so Stück für Stück hochzuarbeiten. Okay. Durch die bessere Qualität hast du also die Möglichkeit, einen höheren Effekt zu erzielen. Das heißt, du hast eine gute Chance, dass es klappt. Oder eine bessere Chance, dass die Sachen so passieren, wie gewünscht. Und du gibst dann entsprechend Anweisungen, wo sie sich irgendwie, haltet euch fest! Das ist wahrscheinlich eher so ein bisschen verzweifeltes Zischen und nicht so eine, wie in dem Kopf dir vorgestellt, irgendwie so genaue Anweisungen, wo sie, tretet hier hin, haltet euch da fest, geht mir nach, sondern jetzt eher so, schnell! Okay. Dann Teamwork. Leise! Wir würfeln jetzt aber alle einzeln, ja. Genau, trotzdem. Wir würfeln. Ja. Und bei Position wählen wir Desperate aus. Genau. Bei Prowl jetzt und dann Desperate. Prowl und dann Desperate. And Effect Standard. Limited Effect Standard, ja. Ja. Achso, nee, stimmt nicht. Ihr habt ja das bessere Gear. Ihr könnt also, wenn ihr wollt, sogar den Effekt Great machen. Das heißt, ihr könntet es schaffen, vielleicht tatsächlich in einem Wurf da hochzukommen. Dann Great und das heißt Bonuswürfel. Oh. Bonuswürfel gibt es keine. Oh. Aber unser Leader hat schon komplett versagt. Wir haben Nice. Ist das so? Warte mal, zwei haben einen Erfolg. Ich? Nein, niemand hat einen Erfolg. Niemand. Aber ich habe eine 5. Ich habe eine 1 und 2. Ja, aber du hast 0 Skill. Das heißt, wir haben keinen Erfolg. Also normalerweise würde ich jetzt 5 Stress bekommen, wenn ich das richtig sehe. Zum Glück bekomme ich nur einen. Ja, tatsächlich. Also bei das automatisch macht genau die Leute, die 2 Würfel gewürfelt haben, obwohl sie 0 Skill haben, das liegt daran. Jetzt ignorieren wir das mal, wie es passiert ist, weil ihr jetzt verstanden habt, wie das System funktioniert und dass es durchaus gefährlich sein kann. Jetzt weise ich euch nochmal, weil ich ein so fairer Mensch bin, darauf hin, ihr könnt euch natürlich pushen. Das ist eine gefährliche Situation, ist desperate. Vermutlich ist es ein Punkt, wo man sich ein bisschen mehr anstrengen möchte. Das würde bedeuten, dass ihr einen Bonus-Dice euch nehmen könnt und 2 Stress euch gebt dafür. Also alle Leute, die sich anstrengen möchten, können das tun. Ja. Vielleicht möchten aber auch die anderen sagen, mir ist doch scheißegal, weil der Stress geht ja sowieso irgendwie nur an Onyx. Aber vielleicht möchte Onyx sich ein bisschen anstrengen. Ich streng mich auch mal an. Ich habe 3 Würfel, ich streng mich nicht noch mehr an. Okay. Das ist auch nicht geschafft. Ich streng mich auch noch mal an. Gut, immer 2 Stress nehmen für die Leute, die das tun wollen. Das heißt, ja. Moment, wo trage ich das, den Stress ein? Stress links an einem Charakterbogen ist dir auch diese Fältchen. Einfach 2 davon. 2, okay. Mhm. Und dann nochmal Prowl. Prowl und mit einem Bonus-Style-Würfel. Aber ich habe meine Gegner von 2 auf 2 verbessert. But Risky, Control, Desperate oder Fortune Roll? Immer noch Desperate. Desperate. Und du gibst dir aber einen Bonus dafür. Der Effekt ist great, aber... Great und Bonus 1. Ja. Mhm. Ich habe 5. 5 ist immerhin geschafft. Ja. Denn es zählt tatsächlich beim Team-Effort nur der höchste Wurf. Okay. Dann versuche ich es jetzt auch nochmal. Nein, ist gut. Wir haben einen Erfolg. Du musst nicht nochmal. Ja. Die Gruppe an sich hat einen Erfolg. Okay. Dank unserer Chefin. Ja. Das ist ein super Start. Wenn wir Penelope nicht hätten, wären wir sowas von haben. Das kann nur besser werden. Ja. Also, ihr seid in einer verzweifelten Situation. No. Ihr habt es geschafft, aber eben Komplikationen, also keine 6, sondern eine 5. Das ist besser, als es gar nicht geschafft zu haben. Aber natürlich trotzdem nicht ohne Konsequenzen. Gut, ihr klettert irgendwie hoch, das Ding, die ganze Außenhülle von dem Schiff irgendwie wackelt und vibriert von den Motoren, die da angelassen werden. Es schwankt natürlich irgendwie ziemlich, das heißt, euer Seil, das ihr irgendwie so an dem Wurfanker festmacht, macht halt irgendwie diesen, während ihr entlang der Bordwand schrammt und die ganzen scharfen Muschelähnlichen Dinge, die da dran sind und was auch immer irgendwie zum Teil scheinbar nach euch zu greifen scheint, als ihr irgendwie so vorbeischwingt, versuchen die eure Beine hinzukriegen. Ihr seht, irgendwelche blutigen Striemen plötzlich tauchen auf, da wo irgendwelche Sachen euch berührt haben. Und ihr würdet jetzt erstmal alle einen Level 2 Verwundung bekommen.
Was? Weil ihr tatsächlich überall zerrissene Kleider, also ihr seid wirklich im Prinzip komplett zerrissen und habt auch entsprechend überall Schnitte in Händen, Füßen, Gesicht, Armbein. Wo und wie tödlich das ist? Ich wollte gerade fragen, wo drauf? Da dürfte man jetzt gegen einen Resistenzwurf machen, oder? Genau, jetzt kommt die Frage, was macht man jetzt? Was macht man jetzt damit? Man kann dem resisten. Also ihr könnt jetzt entweder euch im Character Sheet bei Harm, ein Level 2 Harm, blutige Striemen oder sowas eintragen. Das alleine in sich macht erstmal noch nichts. Wenn ihr dann einen zweiten Level 2 Harm euch aus irgendeinem Grund einfangt, dann kriegt ihr minus einen Würfel auf alle eure Aktionen. Ihr könnt versuchen, diesem Harm zu resisten, indem ihr entweder sagt, den zu reduzieren, indem ihr entweder sagt, ich benutze meine Rüstung, die müsstet ihr euch dann in dem Moment ankreuzen, dass ihr eine habt. Ja, das macht mir nichts, weil meine Rüstung hält das einfach ab, diese lustigen Muschelteile. Oder ihr resistet und wenn ihr resistet, dann würfelt ihr in dem Fall Prowess, um dem Schmerz zu widerstehen oder geschickt euch weggeschwungen zu haben noch. Aber ihr kriegt 6 minus dem höchsten Wurf an Stress abgezogen, den ihr bei Prowess habt. Also wenn ihr Link Prowess ist dann praktisch das, was ihr links auf der Vertikalen habt. Wenn ihr also zum Beispiel nur einen bei Prowess habt, würfelt ihr einen Würfel. Nehmen wir an, das ist eine 3, dann kriegt ihr 6 minus 3, 3 Stress. Aber ihr habt auf jeden Fall den Resistance geschafft. Das ist nicht die Frage, ob es klappt, sondern es klappt auf jeden Fall. Frage ist nur, wie teuer. Ich bin gerade, glaube ich, ein bisschen blind. Ich finde das auf dem Charakterbogen nicht. Prowess ist bei deinen Skills, also bei deinen Actions. Das die Überschrift über den über Finesse, Proud und Skirmish, das ist immer das Attribut, sind immer 4 von diesen Actions zugeordnet. Ja. Und Prowess ist das Körperliche. Ja. Du kannst auf Prowess, also auf das, was da geschrieben steht, klicken, dann wirbelst du das. Und das sind im Prinzip die ersten Punkte von den Actions immer. Ah. Also die, die, genau. Das heißt, die erste Reihe von den Actions, die du hast, die erste Reihe, die roten Punkte zählen als dein Attribut. Die erste Reihe. Genau. Also ich würfel halt nicht über 2. Genau, wenn du 2 rote Punkte in der ersten Reihe hast, dann hast du halt Prowess 2 und dann würfst du 2 Würfel. Wie gesagt, 6 minus, ihr müsst es nicht machen, ihr könnt auch die Wunde nehmen. Also ich bin gerade ein bisschen irritiert. Welche Punkte zählst du? Wenn ich auf Prowess drücke, dann kann ich ja mit Prowess einen würfeln. Punkt auf Prowess, weil du einen Punkt auf Prowl hast und sonst nichts. Deswegen, wenn du jetzt würfelst, zählst du auch einen Würfel. Das heißt, ein Würfel. Ist auch egal, macht Roll20 ja alles für. Klar, du musst nicht rechnen. Rechnen musst du es nicht, das macht Roll20. Du musst nur entscheiden, ob du das tun möchtest. Nee. Du kannst auch einfach die Schmerzen nehmen. Nee. Ja. gib mir die Schmerzen. Genau. Also damit hat Nektar am besten deine Rüstung aus. Und hat lediglich, also die, ihr schafft sozusagen irgendwie beim Schwingen euch so zu schwingen, dass ihr halt nicht direkt irgendwie an der Bordwand entlang schneidet die ganze Zeit. Und euch also irgendwie alles zerfetzt darin. Aber das ist natürlich ein bisschen anstrengend und stressig. Daher müsst ihr euch entsprechend Stress aufzeigen. Der einzige Truth elegant schwingt irgendwie, hat sich wahrscheinlich einfach hinten auf jemanden draufgehängt. Also ich habe... Ich irgendwie für ihn an der Wand langstand und er ist halt so dahinter und irgendwie so fällt die ganze Zeit weich. Ja, so, ich habe so die Befürchtung, wo er dranhängt. Ich hab ja Rüstung mitgenommen. Ja. Hat das irgendeinen Effekt? Du kannst die Rüstung abstreichen. Also erstmal musst du die Rüstung jetzt anstreichen, dass du 2 Rüstungen mitgenommen hast. Ja. Das heißt, du kannst jetzt, wenn dein Load 5 ist, kannst du nur noch 3 Sachen dabei gehabt haben. Ja, ja. Dann reduzierst du auch tatsächlich in dem Fall den Schaden. Mhm. Also das heißt, du hast keine Level 2 Schnitte mehr, sondern du würdest, weil du eine Rüstung hast, den komplett ignorieren können. Okay. Es ist noch ein paar Kratzer, aber die wirklich wichtigen Sachen sind von der Rüstung abgehalten. Ja. Damit ist die Rüstung aber auch weg. Das heißt, du hast die Rüstung eingesetzt. Das heißt, ich mache die Punkte wieder raus. Nee, die Punkte bleiben da. Das ist ja, dein Gewicht ist trotzdem noch da. Ja. Aber du hast hier, ich mache es dir gerade, du hast bei Rüstung, hast du so einen, ich kann es dir gerade nicht machen, weil ich hier nicht hinkomme, hast du so einen kleinen Haken, den du setzen kannst hier. Und jetzt ist klar, die ist benutzt. Use. Okay, okay. Mhm. Okay. Gut. Das also heißt, läuft bei uns. Die Leute, die widerstanden haben, nehmen sich ihren Stress oder manche eben auch nicht. Also ihr hört mich leise fluchen und ich weiß jetzt schon, dass ich irgendwie die nächsten Wochen nur von
Luftgleitern und sonstigen Sachen erzählt bekommen, die nie abstürzen, immer genau da landen, wo man will und so. Ja. Verkleidungen. Glück weißt du es selber. Gut. Das heißt, mit einigen Schmerzen und unterschnitten und mit blutigen Striemen irgendwie überall, tiefen Wunden, die irgendwie brennen, irgendwelchen komischen Saugetentakel abdrücken, die ihr irgendwie euch geholt habt, schafft ihr es dann verzweifelt in diesem wummernden und brummenden Schiff irgendwie entlang dieses Seils euch hoch zu bewegen. Und es ist tatsächlich, wie gesagt, ein ziemlich langer Weg. Also ihr müsst wirklich ein dreistöckiges Haus im Prinzip erklettern. Zum Glück werden eure Schreie, eure Verzweifelten und euer Schmerzstöhnenlaute von dem Dröhnen der Motoren überdeckt. Das heißt, im Moment großartig. Merkt zumindest niemand, wenn ihr schreit. Ihr hört uns den Typen fluchen, der sein Boot irgendwie ziemlich schnell wegsteuert und verhindert, dass er irgendwie von diesen Schaufelradwellen einfach untergepflügt wird. Hoffen wir mal, dass er wieder zurückkommt, wenn ihr ihn braucht. Ja. Ihr kommt nach oben, das ganze Ding, wie gesagt, wummert und dröhnt und bewegt sich so ein bisschen. Dampf steigt irgendwie aus den Schornsteinen aus. Das heißt, es stinkt auch plötzlich ganz fürchterlich nach, ja, nicht nach Ruß oder Öl oder Diesel, sondern es riecht so ein bisschen süßlich verbrannt. So als ob ihr Haare verbrennen würdet, so ein bisschen. Also es stinkt wirklich irgendwie fies. Aber auch das könnte euch zum Vorteil gereichen, denn erstmal scheint niemand direkt da, wo ihr rausgeht, was irgendwie so in der Mitte vom Boot ist, zu sein. Und ihr kommt oben auf die Reling. Das Boot selber hat, Moment, da muss ich mal kurz gucken. Genau, das hat einen großen Mittelraum, einen soliden Mittelraum, wo die Schornsteine sind. Die gehen tatsächlich richtig runter. Unter den Schornsteinen sieht man riesige Motoren aufgebaut. Die könnt ihr durch verschiedene Luken erkennen, die da wohl belüftet werden. Da sind eine ganze Menge Leute, da sind so 10, 15 Leute, die irgendwie da rumklettern und irgendwelche Sachen machen. Da ist wohl gerade irgendein Test am Laufen. Und ihr seht, dass so 2, 3 Vormänner irgendwie brüllen irgendwas irgendjemand zu und irgendwelche verschmierten Typen mit irgendwelchen Overalls und großen Werkzeugen fummeln an irgendwelchen Ventilen rum. Nach vorne hin. Das sieht nicht so aus, als wollten sie ablegen oder so. Nee, das wirkt tatsächlich eher so, als ob die irgendwelche Tests machen. Das wäre das Nächstbeste, wenn sie jetzt auch noch auf Leviathan-Jagd gehen und wir so, sind da mal weg. Jo, super. Mit dem super gefährlichen Artefakt und so. Ihr seht diese 6 Masten, die irgendwie vor euch hoch nochmal aufragen. Momentan sind die Segel gerefft, das heißt, dementsprechend seht ihr natürlich nicht so eindrucksvoll, aber es sind tatsächlich auch nochmal irgendwie so auf einem 3-Stockwerke hohen Ding nochmal baumgroße, dicke Masten, die mit mehreren dicken Nieten am Boden festgemacht sind. Das ganze Teil sieht aus, Es ist ein schwimmendes, riesiges Panzerding irgendwie. Es ist wirklich auch, die Bordwand ist massiv breit. Und trotzdem sieht es aus, als ob es irgendwie bessere Tage gesehen hätte. Der ganze obere Teil, da wo ihr jetzt seid, der Boden ist überwiegend auch aus Metall. Das sind alles irgendwie vernietete, vernutete Sachen. Aber das wirft richtig blasendes Metall. Das heißt, überall seht ihr irgendwie, ist das der Lack abgesprungen. Ihr seht, zum Teil sind einfach so lange schwarze, wie so Ölfilm oder sowas, der sich da reingefressen zu haben scheint. Und das wirkt, ja, also es ist das ganze Schiff irgendwie sieht so aus, als ob es durch irgendwas ziemlich Schreckliches durchgegangen wäre, obwohl es ein sehr beeindruckendes Ding ist. Vielleicht ist es auch durch was Schreckliches durchgegangen, wer weiß das schon. Ja, euch stehen mehrere Wege offen. Nach vorne hin seht ihr, es sind offenbar Kajüten oder verschiedene Kajüteneingänge. Auch nach hinten seht ihr von Bord ausgehend einfach Treppen, die dann im Inneren nach unten führen. Aber hat mich vor kurzem noch einer von unseren total cleveren sozialen Movern und Shakern in einer Kneipe ein Mitglied der Mannschaft betrunken gemacht und ein bisschen über das Layout ausgefragt? Das könnte tatsächlich sein. Wer war das denn wohl? Das war wahrscheinlich unsere Chefin, weil die verträgt am meisten. Ja, wahrscheinlich. Der Blutalkoholspiegel wurde gefährlich niedrig und sie musste noch dringend.
Ja, bevor ihr losgegangen seid, um schon mal Dinge zu organisieren, habe ich mir noch einen in der Kneipe genehmigt und habe diesen jungen, aufstrebenden Seesoldaten unter den Tisch getrunken und ihn über das Schiff, auf dem er dient, befragt. Alles klar. Das ist natürlich was jetzt wie gelöst wurde. Also du hast ihn an den Tisch getrunken, das heißt, ihr habt wirklich einen Wettbewerb, wer länger trinken kann, gemacht, oder hast du versucht, ihn irgendwie eher so ein bisschen zu umgarnen, oder hast du ihn gedroht und in die Ecke gezerrt? Oder? Ja, um mit Penelope in die Kiste zu steigen, fürchte ich, muss man schon sich das sehr schön trinken, einfach weil sie so ungepflegt ist. Aber es gibt ja auch für alles, für jeden Topf gibt es einen Deckel, ne? Kann ja auch durchaus Personen geben, die genau das richtig ja, geil macht. Ja auch, also, das muss ja nicht immer sexuell sein, das kann auch einfach sein. Ihr habt gemeinsam eure Liebe zu schmutzigen Seemannsliedern rausgefunden, oder? Oh ja, wir haben einfach, gibt es hier so irgendwie, gibt es da auch einen Sport? Also ich gehe mal nicht davon aus, dass sie Fußball spielen, aber gibt es irgendwie so einen beliebten Sport? Blood Bowl. Also es gibt Ziegen, und es wird tatsächlich mit Ziegengallenblasen gespielt. Ziegengallenblasen deswegen, weil es gibt auch keine Pferde hier, sondern es gibt so riesige, zottige Ziegen, die Karren ziehen. Und das sind halt dann auch so Bälle. Mhm. Das ist praktisch wie mit Medizinball-Rugby spielen. Das ist doch geil. Ja, also dann haben wir wahrscheinlich unsere gemeinsame Liebe zum Sport entdeckt und in wüsten Fangesängen und im Vollsuff irgendwo in der Kneipe. Und ich habe halt, weil ich ja relativ viel vertrage, hoffentlich, versucht, ihm dann so Details zu entlocken über sein Schiff. Alles klar, dann wäre das für mich, wird sich das nach einem Konzert anhören, den du versucht hast. Ja, das kann ich. Das kann ich, lass mal schauen. Und das wäre Risky Control Desperate. Das ist risky, weil du hast die Karte gegeben dabei. Ah, stimmt. Ja, aber gut. Also, ja, okay, na gut. Gut, risky. Effekt Standard. Der Effekt ist Standard, aber ja. Dadurch, dass du ihn ordentlich betrunken gemacht hast, würde ich dir einen Bonus da geben, denn dann ist er zugänglicher. Ah, okay. Wunderbar. Und einen Bonuswürfel. Mal schauen, was passiert. 4, 2, 1. Genau, das funktioniert, aber es funktioniert mit Konsequenzen. Das gut. Ist eine 4. Oh nein. So ist das immer, da könnt ihr euch viel dran gewöhnen. Das ist ja. Wenn man normaler Rollenspieler ist, denkt man immer, habe ich es geschafft, habe ich es nicht geschafft. Das ist hier gar nicht so die Frage, sondern man kann sich immer auf die Konsequenz freuen. Ja. Gut, die Konsequenz ist relativ einfach. Du hast heute Abend noch ziemlich viel getrunken, ganz offenbar, zwischen jetzt und deinem Einsatz. Mhm. Und dementsprechend hast du einfach einen Level 1 Drunk. Okay, was macht das? Das macht erstmal nur, dass du betrunken bist. Okay. Und wenn du einen zweiten Level 1 Harm bekommst, also das ist ein Level 1 Harm, du bist betrunken, solltest du einen zweiten Harm bekommen, dann wirst du einen geringeren Effekt kriegen beim Ausführen deiner Sachen. Das ja. Nicht nur, aber das stackt also, quasi nicht mit dem mit meinen blutigen Schnitten, nee. Oder? Ah, okay. Erst wenn der ist Level 2, ja. Also, das ist jetzt noch ist alles gut, sobald du einen Level 1 kriegst, passiert was. Mhm. Wenn du einen weiteren Level 1 kriegst, dann wird das ein Level 2. Wenn du einen zweiten Level 2 gekriegt hast und einen weiteren Level 2 kriegst, wird das ein Level 3. Okay. Dann wird es unangenehm. Und dann wird es unangenehm. Okay, also da bin ich jetzt schon besoffen und mit blutigen Schnitten übersät. Der Abend hat so gut angefangen. Ja. Super. Ja. Vielleicht blutest du den Alkohol jetzt gleich wieder mit aus. Ja, richtig. Ja. Ich kann gerade nicht trinken. Ich muss die Menge an Alkohol in meinem Blut erhöhen. Was machen wir? Aderlass. Ja. Good one. Okay. Ich habe gerade darauf hingewiesen, dass die Ergebnisse im Twitch nicht ankommen, weil der Chat von Roll20 nicht im Stream sichtbar ist. Ja, das tut mir leid. Ich habe, ich kann das noch einblenden, aber dann wird es sehr klein. Das kann sogar sein, weil das wirklich sehr groß ist in dem Chat, dass man es trotzdem lesen kann, ehrlich gesagt. Ja, soll ich das machen? Okay, ich kann weiter raus. Versuch das mal, weil das für die Leute natürlich zu sehen sozusagen relativ relevant ist. Was ja, ist. Unsere großartigen Erfolge sollten schon festgehalten werden. Ich bin nicht sicher. Sollte das so sein? Okay, ich versuche es mal kleiner zu machen. Macht ihr mal weiter. Genau. Ihr kriegt den Plan der Great Eastern. Euer Handout habt ihr jetzt auch.
als ob ich es vermutet hätte, dass jemand das machen möchte. Meinst du? Ja, habt ihr ein Schiff, wenn ihr das Handout kurz aufmacht, das ist jetzt natürlich der Grundriss von dem Schiff. Ihr seht in der Mitte die Schornsteine und die Maschinen. Ihr seht auf der linken Seite, das ist der hintere Teil des Schiffes, da ist die Schiffsschraube. Das ist das, wo ihr hin wollt. Und auf der rechten Seite befinden sich verschiedene Räume. Links befindet sich oberhalb der, andersrum. Ihr wollt nicht nach links, das ist die hintere Teil, ihr wollt auf den vorderen Teil, denn hier sind die Laderäume tatsächlich die drei vorderen Räume, die hier, glaube ich, mit 16 beschrieben sind. Mhm. Das heißt, ihr wisst jetzt, die Räume, die ihr sucht, sind, es gibt diese drei Lagerräume oder Laderäume, wo auch eine Luke oben drauf ist, die kann man hier erkennen, so ein bisschen als Aufbauten auf der rechten Seite. Und das in einer von diesen Ebenen befindet sich das Ding und wahrscheinlich nicht in den unteren, denn das sind tatsächlich Laderäume für große Mengen von irgendwas, die sehr tief sind, sondern in einem von diesen drei Stockwerken, die da drüber liegen. Das oberste Stockwerk ist noch ein Mannschaftsraum. Das heißt, ihr könnt es eingrenzen. Ihr wollt in den vorderen Teil des Schiffes, in das zweite Untergeschoss oder das dritte Untergeschoss. Super. Du hattest gerade was davon gesagt, dass wir direkt vor uns Kajüten sehen. Genau, also der Eingang auf der rechten Seite vor dieser Ladeluke, in der dann diese weißen Sachen zum Teil einfach reingeworfen werden, da befinden sich Eingänge zu den Kajüten. Und nach hinten hin gibt es noch mehr davon, weil da auch der überwiegende Teil der Mannschaft wohnt. Die wohnen nicht im Lagerraum. Dann würde ich mich erstmal zu Nektar wenden. Nektar, Bombe? Jetzt schon? Nein, aber die kannst du doch pflanzen, nicht? Das hast du doch so gebaut. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Alles klar. Exakt. Weiht ihr uns ein? Platzieren schon mal? Ja, genau. Bei unserem bisherigen Würfelglück ist es hier super, eine scherzende Bombe. Ja. Yeah. Also, der Flashback, wie du die praktische Fernzünderbombe gebaut hast. Das ist ein relativ straightforward Wurf. Du tinkerst damit, logischerweise. Ihr kommt also aus der Kneipe raus. Du raffst schnell die drei Ingredienzen, die du brauchst, irgendwie zusammen. Musst dann natürlich noch gucken, dass du irgendwie ein Behältnis findest. Dann muss das mit einem elektroplasmischen Gerät ferngezündet werden. Das geht im Prinzip so, dass du zwei Flaschen hast, die einen Geistteil enthalten, der aufgespalten wurde. Und in dem Moment, wo du die eine Flasche kaputt machst, fließt er zurück in die andere Flasche, weil er sich als Geist wieder zusammensetzt. Das heißt, du hast durch elektroplasmische Wissenschaftstätigkeit einen Geistteil zerschnitten von irgendeinem niederen Geist. Wenn du es kaputt machst, vereinigt er sich und in dem Moment wird die Ladung sozusagen von dem Geist, die dann existiert, die elektroplasmische Ladung, wird dann diese Bombe hochgehen lassen. Das hat den Vorteil, dass es von überall her funktioniert. Du brauchst nicht einen blöden Fernzünder, es wird nicht durch irgendwelche Wände aufgehalten oder sowas. Es hat den Nachteil, dass es mit dem restlichen Geisterfeld interagiert und wenn zufällig irgendwo zu viel Ladungskonzentration ist, dann explodiert es halt einfach trotzdem. Das ist also volatile, das heißt, das kann einfach mal so kaputt gehen. Ist mindestens risky, vermutlich. Das ist risky. Erstmal ist es keine, normalerweise wäre es controlled, weil du in deinem Labor bist, aber es ist risky, weil du hast nicht viel Zeit. Ihr müsst es ja nach der Kneipe gemacht haben. Und der Effekt ist vermutlich Standard. Der Risk, genau, erstmal ist der Standard. Es sei denn, du sagst, du möchtest jetzt desperate sein und die größte Bombe, die du je gebaut hast, mit Fernzünder bauen, um einen Great Effekt zu haben. Nee, vermutlich nicht. Okay. Bietest du dir einfach an. Du kannst auch ein Devil's Bargain nehmen. Du kannst sagen, ich möchte einen Würfel mehr haben dafür, für den Wurf. Nee, aber ich kann auch einfach eine 6 würfeln. Auch das ist total möglich. Und wunderbar. Also, du bist ein geübter und versierter Bombenbauer, gehst aus der Kneipe raus, weißt, was du tun musst, durch die dunkle Nacht geschlichen, dein Zeug zusammengeholt und dann diese, wie gesagt, etwas volatile Bombe hast du dabei. Blum. Nicht kaputt machen. Oh, und jeder muss darauf aufpassen, dass nicht zu, also das Geisterfeld nicht, dass nicht zu viele da sind. Wie auch immer ihr das macht. Passt auf jeden Fall auf.
da wo die Bombe ist, nicht so viele Geister. Okay. Das kaputt machen, dann geht alles hoch. Also nicht jetzt kaputt machen. Erst wenn du das... Okay. Leg's einfach dahin, ich steck das ein, meine Güte. Okay, gut. Ich hol mir mal was zum Umziehen und dann kann ich die platzieren. Ihr müsst, glaube ich, da lang, wenn ich mich täusche, oder? Wir würden auf dich warten. Oder das? Wir verstecken uns einfach irgendwo an Deck. Das ist ja dunkel und. Also tatsächlich ist es dunkel. Es ist ein riesiges Schiff und es ist sehr dünn bemannt und der überwiegende Teil der Leute hat gerade mit den Motoren zu tun. Insofern achtet tatsächlich niemand so richtig auf euch, obwohl ihr mit 5 Leuten keine ganz kleine Gruppe seid. Ja, aber wir würden uns irgendwo in Schatten von so Aufbauten irgendwo stellen. Und ihr könnt euch einfach irgendwo in die Ecke stellen. Dazu musst du auch nicht gewürfelt werden. Das ist jetzt keine besondere Herausforderung, sich einfach irgendwo unsichtbar hinzustellen und zu warten. Der Einzige, der eine gleiche Herausforderung hat, ist natürlich derjenige, der die Bombe platzieren möchte. Vor der Eingangstür offenbar. Ich wollte in der Kajüte, wollte ich mir eine Seemanns-Matrosenrüstung, wollte ich jetzt sagen. Ah. Wie nennt man das? Kleidung? Unfall. Weil dann kann ich relativ relaxed darum laufen, war zumindest mein Gedanke. Okay, und du möchtest jetzt erst in die Kajüte schleichen, sie dir da klauen oder möchtest du schon immer eine Matrosenkleidung dabei gehabt haben? Weil du schon wusstest, dass er auf ein Schiff geht. Jein, ich weiß es nicht ganz, weil ich habe tatsächlich Fine Disguise Kit und auch Subterfuge Supplies ich tatsächlich dabei. Also wenn du dir die ankreuzt, dann kannst du die dabei haben, dann kannst du sozusagen hier Stantepede dir einen Matrosenanzug fächen. Okay, dann habe ich das entsprechend dabei und würde mich praktisch in einen Matrosen verwandeln, so frisch. So, ich reiß mir die andere Klamotten einfach so vom Leib. Genau. Der klassische Matrosenverkleidungstrick. Okay. Das ist erstmal kein Problem, weil es nicht wirklich momentan irgendwas gibt, was dagegen spricht. Du hast dir dein Subterfuge Supplies. Die Subterfuge Supplies sind, genau. Das musst du dir dementsprechend. Aufgenutzt hast. Gut. Jo. Und dann bist du als Matrose verkleidet. Wie gesagt, das ist noch nicht, du hast jetzt nicht von dem Schiff schon sozusagen die Matrosenuniform dabei oder so. Und das ist so, hält halt eine groben Inspektion stand, aber du weißt jetzt nicht, ob das die authentische Matrosenkleidung an dem Schiff ist. Das würde mir aber erstmal so reichen, denke ich mal. Und würde mich halt in Richtung, so zum 4. Schlot würde ich mich aufmachen. Okay. Und mit welchem Ziel? Die Bombe da zu platzieren. Also nicht am Schlot, weil ich will das Schiff ja nicht kaputt machen. Wir brauchen den Fänger unter Umständen noch. Sondern eher an der Seite ran machen. Also nicht, wie nennt man das? Also tatsächlich, der Schlot steht, also er kommt aus dem Bord raus. Du siehst, da sind mehrere Luken, die sind jetzt momentan offen, die sind wahrscheinlich normalerweise zu. Aber da sind eben auch diese Mechaniker unterwegs gewesen. Und darunter siehst du die Motoren. Du kannst wirklich in die Halle da unten reingucken, wo diese riesigen Motoren wo es angeheizt wird und dann das Schaufelrad damit betrieben wird. Und da drin, also wie gesagt, da zischt und brodelt die elektroplasmische Energie nur so. Das heißt, da glühen irgendwelche Sachen. Du siehst irgendwie, das ist kein Hochofen, da wird nicht mit Kohle geheizt, sondern es ist wirklich mit elektroplasmischer Energie. Das heißt, das sind einfach große Kugeln, in denen es blitzt und macht und irgendwas, die entsprechend dann die Energie erzeugen. Ich würde es halt gerne die Außenseite vom Schiff, wie nennt man denn das? Die Bordwand? Hülle, Bordwand, genau. So halt, ich gucke so über die Reling und so. Okay. Kluck. Und dann würde ich mich auch wieder verfatzen wollen. Okay, das wäre im weitesten Sinne trotzdem ein... Also die Frage ist, was benutzt du jetzt dafür, um es zu machen? Wenn du tatsächlich einfach nur so ein bisschen unauffällig sein wirst, würde ich mal wahrscheinlich einen Resolve einfach würfeln. Das heißt, du würfelst einfach mit so vielen Würfeln, also wirfst einen Fortune Roll mit so vielen Würfeln, wie du Resolve hast. Okay. Resolve. Plus die Verkleidung gibt dir einen Bonuswürfel. Ein Bonuswürfel. Und Risky und Standard. Und der hat gar nichts gerade gemacht. Ich konnte nur den einen Bonuswürfel eintragen. Achso, das war jetzt ein Fortune Roll, ist klar. Das, sorry, ja, mein Fehler.
Aber das macht nichts, weil das funktioniert ja trotzdem. Du hast also 4 Würfel und du hast eine 5 erreicht. Das heißt, du hast es geschafft, aber mit einer leichten Komplikation mal wieder. Das beliebteste aller Ergebnisse. Das ist jetzt auch kein Stress, den du kriegst, weil er auf Resolve gedrückt hat, hat er gedacht, das ist ein Resistance Roll, aber das ist es nicht. Gut. Was könnte hier die Konsequenz sein? Bombe fällt ins Wasser. So schlimm nicht. Bombe ist nicht ganz sauber platziert. Ich würde auch denken, das ist wahrscheinlich was. Also du versuchst möglichst unauffällig zu sein und hängst dir da irgendwo rein und merkst schon, durch die Bewegung des Schiffes, als du weggehst, siehst du schon, die rollt so ein bisschen glonk, 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 zwischen 2 Sachen. Glonk, 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 glonk. Immer hin und her. Glonk, 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 glonk. Passt schon. Okay. Aber jetzt ist das Problem dir kurz ins Leute. Gedächtnis, was ich alles dazu gesagt habe, wie fragil das ist und dass es nicht kaputt gehen darf und dass es ganz schlecht wäre, wenn das, was da rausgeht, zu uns kommt und so. Also was du siehst quasi vor deinem geistigen Auge mein Gesicht und hörst White Noise. Ja, also. Bla 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 bla. Was war das? So wie die Charlie Brown Eltern. Ich wollte gerade sagen, so wie die Peanut Eltern. Ja, genau. Okay, dann kehrt er schlendernd zu euch in eure dunkle Ecke zurück, in der ihr alle irgendwie hockt. Zufrieden mit der Erfüllung seines Auftrags. Endlich. Dann würde ich vorschlagen, dass wir uns schleichend auf den Weg machen, oder? Zu den 2 Laderäumen, die in Frage kommen. Okay. Penelope hat die Karte besorgt oder das Layout, also weiß sie den Weg. Ja, so grob. Also ich war sehr betrunken, aber ja. Vollstes Vertrauen. Sollen wir uns aufteilen, um Zeit zu sparen? Oder suchen wir beide ab? Also erstmal versucht ihr an Deck entlang in diese Kajüte reinzukommen, vermutlich ohne, dass euch jemand sieht, oder? Ja. Klassischerweise im Crowd. Okay. Ich würde eine Gruppenaktion anführen. Das hat schon wieder, das hat ja gut geklappt beim letzten Mal. Jetzt wird es richtig gut. Richtig gut. Ein Prowl. Okay. Würfeln alle wieder Prowl. Ihr habt die Möglichkeit, euch zu stressen, also euch besonders Mühe zu geben. Grundsätzlich ist nicht schlimm, wenn ihr versagt hier, weil es geht immer nur um den höchsten Wurf, den die gesamte Gruppe macht. Ist es risky? Es ist risky, ja. Ihr seid an Bord eines Schiffes, wo ihr nicht hingehört. Und Effekt wieder? Ist Standard, weil es jetzt keine besondere Herausforderung ist, dahin zu verstehen. Ein Bonus. Haben wir einen Bonus? Haben wir einen Bonus? Nee, ein Bonus getrennt. Und ich kriege 1. 6 und 5! Wow, ihr seid alle so gut, nur ich nicht. Ich nehme mal den Stress, den ich bekomme. Genau. Gut, du würdest einen Stress bekommen von Penelope, aber den gleich zu kapitulieren wird aus. Genau. Achso, von mir. Stimmt, also wenn wir den Crit haben, ich kriege ja einen Stress maximal. Genau. Dann keinen. Achso, okay. Ja, da hast du keinen. Ach, perfekt, wunderbar. Genau, also Crit ist 2 Sechser bei einem Wurf zu schaffen, innerhalb eines Wurfes. Normalerweise würdest du jetzt sogar, also würdest du nicht nur einen kriegen, hättest du theoretisch nochmal einen zweiten kriegt, weil nämlich der Truth auch seinen Prowl wieder nicht geschafft hat, weil er pfeifend unauffällig war. Aber ist gar nicht schlimm, weil du kriegst nur einen und dadurch, dass ihr Perfektes macht, entspannst du dich relativ schnell, weil du siehst einfach, niemand achtet auf euch da hinten. Alle sind in der Mitte beschäftigt und je weiter ihr von der Mitte wegkommt, wird auch die Beleuchtung schwächer, denn die haben alle ihre Laternen irgendwie gerade Richtung der Maschinen gewandt, damit sie halt entsprechend sehen, was da irgendwie zu arbeiten ist. Das heißt, im Prinzip sind die relativ hell und ihr seid, je weiter ihr weg davon kommt, umso dunkler. Mhm. Perfekt. Mhm. Okay. Gut, ihr erreicht die Türen, die herunterführen, die sind auch offen, insofern kein Problem. Ihr drückt euch da irgendwie rein. Im Innern des Schiffes schlägt euch dieser verbrannte Haargeruch nochmal stärker entgegen. Hier riecht es tatsächlich eher so, als ob jemand Gummi verbrannt hätte. Es beißt so richtig in der Nase, es tränen so ein bisschen die Augen ein. Und der ganze... Wie meine so hoch und bitzig um die Nase und den Mund. Ja, das ist vermutlich gar nicht blöd. Es riecht so ein bisschen wie manchmal bei Nektar im Labor.
Wenn er gerade wieder was Experimentelles macht. Ist ziemlich gutes Zeug. Wenn wir das auch finden, was hier so riecht, nehmen wir was davon. Nein. Ich habe Ideen. Jede Menge Ideen. Ich bin sicher, wenn Sparrow nachher aus dem Laderaum rauskommt, wird sie darin von oben bis unten und dann passt das schon. Dann kannst du das Zeug von mir abkratzen oder so, wenn dir danach ist. Sehr gerne. Das wird hier sehr intim. Es ist im Inneren des Schiffes erstaunlich feucht. Also klar, draußen ist Seeluft und da ist immer feucht und es ist ein bisschen neblig und düstig, aber es wirkt fast so, als ob die Tür aufmacht und es feuchter wird. Ihr seht, die Wand scheint wie zu schwitzen. Überall fließt und tropft Wasser runter, das so kleine Pfützen gebildet hat. Und da, wo die Pfützen sind, ist der Lack irgendwie auch oft so aufgesprungen. Nicht so, als ob das wirklich ätzend wäre in dem Sinne. Also es ist nicht weggebrannt oder so. Sieht aus, als ob das schon sehr lange so wäre. Das ist jetzt nicht in jüngster Zeit passiert. Einfach, weil stetig immer an den gleichen Punkten irgendwie das Wasser offenbar runtergetropft ist und so leichte Rostflecken sich am Boden breit gemacht haben. Es ist auch sicherlich nicht so, dass hier der Komfortteil des Schiffes ist. So viel steht fest. Also das ist hier alles Zeug, was mal ordentlich geschrubbt und vielleicht neu lackiert gehört. Aber es scheint niemand sich die Mühe gemacht zu haben. Und so kommt ihr an die Treppe, die herunterführt. Und ihr könnt, also es ist eine ziemlich breite Treppe sogar, offenbar nicht die in den Laderaum selber führt, denn da gibt es eine Luke von oben, aber eine, die breit genug ist, dass man wirklich ziemlich große Dinge da herunter transportieren kann. Das ist nicht so die üblichen engen Schiffstreppen, die dann irgendwie schmal sind. Das ist wirklich, das könnte auch in einem Herrenhaus irgendwie die Empore, die zum Balkon rauf irgendwie sein. Ne? Das ist wirklich, da passen mehrere von euch, können problemlos nebeneinander auf dieser Treppe laufen. Ich habe ja normalerweise so ein bisschen weitere Kleidung an, aber jetzt ziehe ich so mehrere Schnüre enger und schnall das alles so ein bisschen enger, damit ich nicht irgendwo hängen bleibe, wenn wir jetzt reingehen. Mhm. Und dann würde ich sagen, steigen wir hinab in diese Tiefen. Mhm. Wolltet ihr euch aufteilen oder wollt ihr nacheinander gemeinsam suchen? Nö, teilen wir uns ruhig auf. Also ich habe es halt auch gesagt, aufteilen, das geht zum einen schneller und zum anderen. Ich bleibe bei Miss Penelope. Danke. Dann nehme ich Truth mit. Okay. und Nexar kann sich entscheiden, mit wem er mitkommen will. Naja, ihr seid ja schon zu dritt, dann gehe ich wohl mit den anderen beiden. Ah. Korrekt. Ich guck auf den Raben. Der Rabe guckt direkt in Truths Augen. Dann fangen wir bei, wer möchte das obere Stockwerk und wer das untere? Wir nehmen das untere. Alles klar. Dann fangen wir bei dem oberen an. Das ist vergleichsweise leicht. Ihr kommt in den nächsten. Da ist schon irgendwelche Symbole drauf mit Laderaum und Vorsicht. Und es gibt auch ein großes Schild, wo der universelle Blitz der elektroplasmischen Energie anzeigt, drauf ist und wo es so groß durchgestrichen ist. Was immer das bedeuten mag. Hier drin ist es tatsächlich komplett dunkel. Das heißt, ihr müsstet eine Laterne oder sowas haben, wenn ihr genauer sehen wollt, weil jetzt von oben nicht mehr besonders viel Licht reinkommt. Ich klappe mal meinen Brillengläsern die Schwarzgläser runter. Das sind Darkside-Goggles, damit kann ich in Pitch Darkness, als wenn es well lit wäre, sehen. Oh. Ausgezeichnet. Das heißt, du siehst schon mal was? Ja, geil. Ja, das bringt uns. Vielleicht schleiche ich mal kurz ein Stückchen vor, bevor ihr nachkommt und schaue mal, was da genau ist. Okay. Du wirst doch nicht lassen. Gesundheit. Das ist dieses. Ja, der Rauch, der beißt in der Nase, ne? Ja. Sehr. Ja, ich würde versuchen, mal in dieser Dunkelheit den Weg zu finden zu dem Laderaum, wo das ja sein soll. Mhm. Gut, das ist kein Problem. Du marschierst die Treppe in der Dunkelheit runter. Wir gucken gleich, was die Gruppe oben unten tut. Merkst, also kommst rein. Das ist tatsächlich immer noch, also von dem Schiff aus gesehen ist es klein, aber für dich immer noch relativ groß. Es ist wirklich ein relativ hoher Raum. Oben an der Decke sind ganz viele, vielleicht kommt da ein Teil von der Feuchtigkeit, ganz viele Röhren.
so wirklich dicke Metallröhren mit mehreren immer so Rädern dran, wo man irgendwie Sachen, Ventile auf und zu machen kann. Und von denen kommt Dampf. Also der ist deutlich zu merken, wahrscheinlich, weil die Motoren jetzt angelassen wurden oder so. Und von diesem, weil die Dinger alle nicht so richtig super dicht sind, steigen halt immer wieder so irgendwelche Dampfsachen auf, benebeln so ein bisschen den ganzen Korridor. Aber führen eben auch dazu, dass dann so Tröpfchen an der Wand bilden, die dann so runterfließen. Du siehst, dass links und rechts von dem Gang, in dem du bist, der auch noch einigermaßen breit ist, das ist eher so eine Rampe, mehrere Türen abgehen, die auch jeweils mit irgendwelchen großen Rädern geöffnet werden, also wo die wirklich wie Luken sozusagen wirklich verschlossen werden können. Also ich habe einen maritimen Background tatsächlich. Kann ich mir da einen Reim drauf machen, wo es da hingeht? Oder ist das ein Schiff, das ich nicht kenne? Das ist ein Schiff, das du nicht kennst. Ob du auf dem Leviathan Hunter warst, weiß ich nicht. Aber also tendenziell sind es zwei Sachen. Es sind Schleusen, das heißt, was immer dahinter ist, weil es, also ausgehend davon, dass es nicht unter Wasser steht, das heißt, es ist nicht so weit außen der Bordwürde, dass die Schleuse dafür da ist, dass da halt nichts reinkommt, geht es vermutlich darum, das einigermaßen hermetisch luft- und wasserdicht abzuriegeln. Das würde für dich vermuten lassen, dass die weißen Blatt da gelagert wird. Okay. Dann ist das, glaube ich, was Nektar besser kann als ich. Und ich schleiche zurück und teile das meinem Team mit. Gut, aus der Dunkelheit also schält sich eine Gestalt, der mit so einem Mit Elektro, was auch immer, und Leviathan Blatt umgehen. Deswegen haben wir ihn ja dabei. Natürlich. also, ich kann ein Gadget dabei haben. Das wäre jetzt natürlich total praktisch, wenn man dran gedacht hat, dass es ja vermutlich dunkel ist, wie überall. Da ich mir sowieso ja so schöne Lichtquellen, die elektropassisch funktionieren, nicht leisten kann, habe ich vermutlich so ein Ding gebaut, irgendwann mal. Was wie so eine Hooded Lantern funktioniert, sind halt nur Pilze drin, die so ein bisschen biolumineszent sind und irgendwie so Spiegel haben, dass man wenigstens ein bisschen was sieht. Kann man auf und zu machen. Pilze sind ja immer sinnvoll. Ihr könnt auch einfach tatsächlich eine normale Laterne dabei haben. Also, aber ich glaube, du möchtest gerne eine haben, die nicht britzelt, nicht wahr? Es gibt elektroplastische Laternen und es gibt normale Laternen, die mit Öl oder irgendwas betrieben sind. Also es muss nicht fancy sein. Du kannst auch eine ganz alte Standard-Öl-Laterne, die mit irgendwie Tran oder sonst was betrieben wird, benutzen. Und die aber auch bin so ich Bogen drauf. So. Ja, aber ich bin nicht, ich will biolumineszente. So, ja, ich hab mein Gadget ist auch auf meinem Ausrüstungsbogen drauf. Absolut. Ich bin nicht, deswegen habe ich eine fancy Pilzlaterne. Alles klar. Okay. Und dann würde ich da mal den Weg leuchten. Und wenn wir an die Tür kommen, wie ist das? Ist die nur so wirklich mit Muskelkraft verschlossen, dass da nur das Rad ist, oder? Gut, du schaust dir das genauer an. Jetzt, wo du deine Leuchtpilzlaterne irgendwie drauf wendest, siehst du, die sind tatsächlich hier alle nicht irgendwie nochmal gesichert. Also man kann zwar so Riegel nochmal da reinmachen in die Räder, dass sie praktisch blockieren, also dass sie einfach so eingestellt werden und nicht mehr bewegt werden können. Also die klassischen Parkstopp-Dinger, dass man nicht wegfahren kann. Mhm. Das ist hier aber, die sind alle nicht dran gemacht. Du siehst auch, ein, zwei von den Türen sind so halb offen, also nicht halb offen, so dass die Tür offen ist, sondern dass die Räder einfach nicht besonders zugezogen sind. Die sind gerade mal so einmal eingerastet und nicht irgendwie drei Umdrehungen gemacht. Insofern kannst du in alle von den, es sind vier insgesamt von den Türen, zwei links zu rechts, kannst du theoretisch erstmal in alle reinschauen. Ja, dann würde ich aber erstmal in die reinschauen, die, also sind, okay. Wenn die alle so halb offen sind, dann will ich einfach die erste links nehmen. Okay. Gut, das geht eine Weile lang, das können wir abkürzen. Tatsächlich finden sich hinter all diesen Dingern zwei Sachen. Das eine ist eine leere Kammer, in der Fässer stehen, die an den Wänden verankert sind, wo große, schwere Deckel irgendwie drauf liegen, also so öltonnenartige Dinger mit schweren Deckeln. Und die Deckel wiederum können mit einem weiteren Riegel nochmal gesichert werden. Alle von denen sind auf. In den Räumen kommt dieser komische Gummigeruch, als ob er wirklich in dich reinkriecht. Du bist das Riechen von stinkenden Substanzen gewohnt, aber das
scheint wirklich sich so rein zu bohren in deine Nase und dann hinten irgendwie in die Augen, von hinten an den Augendingern zu ziehen. Also das tränt nicht so sehr, als dass es wirklich hinten an den Sehnerven weh zu tun scheint, hier drin zu stehen. Und du siehst, dass vieles von der Wand im Gegensatz zum ganzen anderen Schiff hier, gibt es überhaupt keinen Lack. Und du siehst einfach das nackte Metall und das ist ziemlich gut poliert, lustigerweise. Es scheint vergleichsweise sauber zu sein und da, wo es das nicht ist, siehst du so schwarze Löcher, die, nicht schwarze, aber so schwarze Vertiefungen, wo sich irgendwas reingefressen hat in das Metall, so wie es scheint. Aber nicht irgendwie wie Säure oder sowas, die sich ausbreitet, sondern als ob jemand wirklich versucht hätte, in das Metall reinzubohren. Das ist irgendwie alles so ein bisschen unheimlich, aber andererseits auch total leer. Es ist so ein bisschen geisterhaft. Man läuft in eine leere Lagerhalle, die irgendwie total weird ist, aber sie ist halt trotzdem erstmal leer. Deine Schritte klingen hohl, aber so richtig zu finden ist da nichts. Okay. Also ist auch nicht irgendwie Alkoven oder irgendwas, wo man noch was verstauen könnte? Das ist extrem straight. Also da gibt es keine Kanten, keine Ecken. Fast so, also ist jetzt keine Gummizelle, aber es ist wirklich ein Quader im Prinzip. Und du siehst auch, dass die Tür tatsächlich nochmal eine doppelte Verschalung hat. Also wenn man die aufmacht, von der Seite, wo du sie aufgemacht hast, wirkt sie sozusagen erstmal wie so eine normale schwere Tür. Die ist dann, muss man wirklich mit Muskelkraft so ein bisschen aufziehen. Und auf der anderen Seite hat sie praktisch genauso eine glatte Oberfläche, die nochmal draufgesetzt wurde auf das Metall, sodass sie wirklich mit dem Raum vermutlich sehr, sehr dicht abschließt. Okay. Ja, dann komme ich, selbst ich mit Tränen in den Augen irgendwie da raus und teile mit, dass ich nichts gefunden habe. Genau. Schauen wir, was die andere Gruppe findet. Ihr seid vor dem gleichen Problem. Ihr habt eine Tür, die ihr aufmachen könnt. Mhm. Und dahinter ist dunkel. Da seht ihr dann einfach nichts mehr. Ich habe mitgedacht und habe eine Laterne einstecken. Exzellent. Die hast du dir natürlich auch angekreuzt auf deinem Bogen. Ja. Ist das eine elektroplasmische Laterne oder eine Öllaterne? Eine Öllaterne. Okay. Es ist eine Öllaterne. Angesichts der Tatsache, dass du dieses große elektroplasmisch durchgestrichene Schild beim Eingang gesehen hast, vielleicht nicht die schlechteste Idee. Gut, also okay. Etwas funzeligen Licht der Öllaterne. Guckt ihr. Mhm. Und hier ist es so, ähnlich wie im anderen Stockwerk, nur nicht ganz so tief, gibt es praktisch diese Röhren am oberen Teil, wo Feuchtigkeit irgendwie raustritt, Dampf irgendwie entweicht, mhm. wo man auch das Wummern von den Maschinen jetzt nochmal irgendwie aus denen rausdröhnen hört. Aber nach etwa 5 Metern ist einfach nur eine große Ladeluke, oder nicht Ladeluke, eine große Tür, die wirklich breit ist, also das ist so 2 Meter oder sowas durchbreit, also nicht keine schmale Tür, wirklich ein breites Tor. Da und die führt weiter in den weiteren vorderen Teil des Schiffes letztlich, aber schließt erstmal den Raum oder den Korridor, in dem ihr seid, ab. Und da ist tatsächlich ein Riegel davor, der mit einem großen, schweren Vorhängeschloss verschlossen ist. Oh. Ja. Ich glaube, wir brauchen Nektar. Und eine Bombe. Wir können auch einfach versuchen, das Ding aufzubrechen. Hast du Brechwerkzeug dabei? Hast du Brechwerkzeug dabei? Nein! Hast du irgendwas dabei? Und ich ziehe Dokumente raus. Ja! Gibt's irgendwas, was wir nehmen können? Ich habe Dokumente gerade angestrichen. Ja, gibt's, also klassischerweise kannst du Demolition-Tools dabei haben. Das ist dann tatsächlich zum Aufhebeln und Kaputtmachen von solchen Dingen. Das ist dann wirklich eine Brechstange und ein schwerer Hammer. Dieser kleine Vorschlaghammer, den ich Zip Larry-Style zu 20 ziehe. Also ich hab ja noch 3 Punkte, die ich nicht vergeben hatte, ne? Nee, mhm. 2. 2 Punkte, die ich noch nicht vergeben hatte. Aber es ist Armor und Lamp bisher, ne? Ich hatte Armor und Lamp, ja. Also Armor und Lantern. Genau, hast du 3 Punkte ins gegeben, 2 hast du noch frei, ja. Okay. Also könntest du noch 2 Demolition Tools dir geben und dann. Die sind noch besser, oder wenn es Gears? Die sind, genau, Demolition Tools von hervorragender Qualität. Ja.
Also ich kann sie ja noch nicht mal mehr, ich kann sie ja nicht mal nehmen. Ich bin nur mit 3 losgezogen. Ihr könnt auch warten, ob jemand das Schloss aufmachen kann. Also es gibt auch Finesse-Tätigkeiten, die dazu führen. Man muss nicht wegnehmen, aber... Oh, Finesse? Finesse hätte ich. Da bräuchtest du dann natürlich trotzdem... Vielleicht deswegen die Frage ist, irgendwas können wir irgendwas sehen, was wir halt dafür nutzen könnten in der Theorie? Naja, also was ihr dabei haben könnt, sind Tinkering-Tools, Burglary-Gear, wäre das, was man klassischerweise dafür benutzen würde. Das ist Lockpicks sozusagen. Tinkering-Tools wäre der Ersatz. Das sind irgendwie Werkzeuge, mit denen man gucken könnte, ob man es klappt. Oder man macht es kaputt, dann geht es auf Wrecking und das sind dann die Demolition-Tools. Alles 3 könnt ihr potenziell dabei haben. Das heißt, wenn ich jetzt Tinkering-Tools hätte, könnte ich ihm die auch geben. Na klar. Oder ich nehme einfach das Burglary-Gear. Oder das. Oder nimmst du das Burglary-Gear. Mach das. Gut, dann nehme ich das Burglary-Gear, schicke meine Dokumente wieder weg, aber ich habe auch noch das. An tu Dinge, bitte. Ja, dann würde ich mich halt an dem Schloss vergehen. Alles klar, das wäre Finesse taktischerweise, wenn du ein Burglary-Gear benutzen möchtest. Yes. Du bist ein Bonus-Die, weil du besonders gute Qualität von Burglary-Gear besitzt. Cool, das ist controlled oder desperate? Hier ist jetzt eine sehr controlled Umgebung, du hast nicht eilig, alles ist ruhig. Okay, Effekt Standard war das ja? Oder ist das nicht das? Nö, Standard. Also, der Bonus-Die ist ja das Ding. Das ist der Hound im Bild. Mhm. Ja. Mein Rabe ist sehr fällig geworden. Okay, das hat nicht funktioniert. Das ist nicht so schlimm. Du bist von Standard auf Limited Effect gegangen. Das heißt, du fummelst dran rum. Und hast ein halbes Burglary-Tool in der Hand, das aber dummerweise zur anderen Hälfte im Schloss drin steckt. Und hast zwar irgendwas bewegt, aber nicht das, was du wolltest, ganz offenbar. Also 50% sind geschafft, glaube ich. Eventuell. Maybe. Could be. Das wird dazu führen, dass das auch aber niemand so richtig sonst, bevor man das Ding repariert und da rausholt, wird niemand anderes mehr mit einem ähnlichen Burglary-Tool da irgendwie weit kommen. Wir brauchen Nektar. Auch ein Schlüssel würde jetzt nicht funktionieren. Wir brauchen Nektar. Und eine Bombe. Nein, keine Bombe. Wieso nicht? Darin ist das du so weißt nicht, was hier unten ist. Siehst du's? Du weißt nicht, was dahinter ist? Ja, gut. Nee. Egal, verwerfen wir die Gedanken. Renn mal los und hol Nektar. Danke. Alles klar. Du eilst die Treppe hinauf, wo... ich tanze die Treppe hinauf. Tänzelst die Treppe hinauf. wo Nektar gerade die 4. Tür mit dem gleichen langweiligen, aber doch in der Nase und den Augen wehtunenden Ergebnis geöffnet hat. Und Nektar, ich habe dein Schloss kaputt gemacht. Toll. Ich nehme an, es nicht ab, sonst wärst du nicht hier. Yes. Hier haben wir, also wollt ihr noch? Sollt ihr euch meine Laterne da lassen oder wollen wir alle runter? Ich denke, wir gehen dann zusammen runter, oder? Ja, wir gehen zusammen. Gut, dann marschiert ihr die breite Treppe hinunter in den zweiten Raum oder den zweiten Laderaum, wo, wie gesagt, ein größerer sozusagen Eingangskorridor ist und dann seht ihr Sparrow, die mit ihrem Rahmen irgendwie an eine Wand gelehnt, etwas genervt, da steht und darauf wartet, dass irgendjemand die Tür öffnet. Nehme ich das Schloss. Tada! Das Schloss ist wahrscheinlich total nicht mehr zu gebrauchen. Das Schloss sieht von außen noch total intakt aus, aber wenn man dann reinschaut, dann siehst du, dass irgendwie da drin so ein verbogenes Ding liegt, was zwischen den Schlüsselbärten irgendwie, also so da, wo die Bärte rein müssen, irgendwie alles blockiert. Du hast das Gefühl, momentan würde man einen Schlüssel nicht mehr reinstecken können. Jetzt. Okay, das heißt, mit meinen Tinkering-Tools würde ich da auch nicht besonders weit kommen. Du könntest versuchen, es zu reparieren mit den Tinkering-Tools. Das wäre möglich. Ich meine, kann ich es doch mit dem Burglary-Gear aufmachen? Davon ist es nicht auf, aber davon ist die Blockade von dem Ding weg. Okay, also ich meine, ich hätte fein Tinkering-Tools dabei, wenn die jetzt noch mal besser wären. Stackt das irgendwie?
Das ist Gear, ne? Die Tools stecken nicht. Das ist die, das, was ihr besser habt, ist euer Gear, aber nicht eure, eure Feintools. Die sind also schon dann Qualität besser. Okay, gut, dann versuche ich, das wieder ganz zu tinkern. Gut, controlled. Der Effekt ist auch Standard, weil gibt jetzt nicht viel falsch zu machen. Chefin versteckt sich schon hinter ihrem Hut. Machen wir es kaputt, bitte. Ja, nein, reparieren wir es erstmal. Also meine sind fein, weil ich Leech bin. Kriege ich da einen Bonuswürfel dazu oder nicht? Deine sind fein und du kriegst einen Bonuswürfel dazu, ja. Alles klar. Ich habe vollstes Vertrauen in dich, Nektar. Das ist, wenn das Schloss wieder funktioniert, kann ich meine feinen Lockpicks herausziehen. Genau, also das Schloss. Ich hab von Anfang an mit dir freigemacht. Du hast jetzt nicht, wie gesagt, das war jetzt kein Lockpick-Hit, sondern hast wirklich mit dem Werkzeug irgendwie das rausgebogen und so, dass halt nichts kaputt gegangen ist. Hast du irgendwie so einen langen, zweimal in sich gebogenen Draht irgendwie da rausgeholt mit irgendwelchen Zangen und Pinzettenteilen, der da in dem Schloss praktisch wie verwickelt drin war. Ich werfe die Überreste Truth gegen die Brust. Ich fange sie. Mit diesem Laut kann auch. Kann ich mir einen Schritt draus machen? Stecke ich ein. Gut. Der Nächste, der sein Glück versuchen möchte? Nein. Ich kann es versuchen. Bitte, Onyx. Alles ist besser als das, was Truth fabriziert hat. Also ich hab fein Lockpicks dabei. Soll ich Finesse würfeln? Ja. Vielleicht kann mich ja Penelope unterstützen. Genau, coachen mit was schon. Ja, schieb es langsam rein, ein bisschen weiter nach links und jetzt nach oben. Vorsichtig rein und raus. Wir reden natürlich darüber, wie man ein Schloss knackt. Worüber sonst? Klar, Chefin. Natürlich. Ja, dann könnte ich. Krieg ich einen Bonuswürfel dafür? Ja. Das heißt, ich bin davon ausgegangen, dass du ihm assistiert hast, also dass deine Fähigkeit benutzt, ihm zu assistieren, ohne Stress dafür ausgeben zu müssen. Ja. Und das ist natürlich Position ist risky und mit fine ist der Effekt dann great? In dem Fall würdest du einen Würfel dazu kriegen, weil es praktisch kein Great-Effekt würde keinen Unterschied machen. Du hast das Schloss oder nicht auf. Tür auf oder Tür nicht auf. Es ist nicht risky, es ist tatsächlich controlled, weil momentan immer noch niemand neben euch steht. Okay, dann ich habe jetzt risky gemacht, aber das ist ja egal. Das ist egal, das ist mehr, können wir uns merken. Das ist ein Erfolg mit Komplikationen, aber immerhin schon mal ein Erfolg. Diese entgegen der Tür. Die Tür hat einen Sprachintercom. Du öffnest das Schloss, das hervorragend repariert wurde und jetzt wieder irgendwie frisch geölt auf deinen Pick-Lock-Kick gewartet hat. Und dank der nimmermüden Instruktionen von Penelope, die ja, weiter links. Im Allgemeinen ihre Expertise zum Thema Schlösser zum Besten gibt, kriegst du das Ding dann auf und tack, mit so einem merkbaren Klacken springt dann das Vorhängeschloss ab und ihr könnt insgesamt die Tür problemlos öffnen. Das Problem ist nicht ganz, weil es macht wirklich so, als ob ihr so einen Kühlschranktür öffnet, so ein leicht, oder so eine Tiefkühlschranktür, so ein leichtes Vakuum dahinter und es braucht richtig Kraft, bis es dann so merkbar die Luft reinströmt. Da drin ist es wahnsinnig neblig. Das ganze Ding ist mit Dampf angefüllt. Er ist nicht heiß, also es ist nicht so, dass euch irgendwas verbrüht oder sowas, aber es ist einfach, es ist wie, als ob tatsächlich ein dichter Nebel herrscht, aber es ist relativ kalter, also vergleichsweise kalter Dampf. Wie immer das genau geht, weil eigentlich müsste Dampf ja dann irgendwie warm sein, weil sonst wären es Wassertropfen und so. Aber das ist es tatsächlich nicht. Es fühlt sich an, als ob ihr in einen lauwarmen, dichten Nebel reinmarschiert. Das tut ihr dann auch. Und hinter euch macht es wupf. Nein. Genau, das ist das Geräusch, als die Tür den Druck rauslässt und dann ist sie zu. Das ist aber nicht so schlimm. Was wirklich blöd ist, ist, dass aus dem Nebel ein Geräusch kommt. Klang, 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 Klang. Und immer hast du noch eine Bombe. Und ihr könnt einen Umriss von irgendwas erkennen, was ziemlich groß und ziemlich viereckig, schrankförmig ist und mehrere, ja, wie so kranartige Arme hat. 5, 6 oder sowas, die irgendwie im Nebel erkennbar sind und sich so ein bisschen klack, klack mit dem Klang irgendwie so ein bisschen komisch bewegen. Tret einen Schritt nach hinten, hinter Sparrow. Und ihr könnt euch überlegen, was ihr das nächste Mal tut.
Jetzt ist 8 Uhr und das ist eine wunderbare Stelle, um aufzuhören. Du bist ein fieser Cliffhanger. Ja, nice. Kann kurz mein T-Shirt zeigen? Was? Das ist sehr, da steht Cliffhanger Productions drauf. Ah, okay. Wow. Ja. Ein Cliffhanger produziert. Ich habe nichts dazu zu sagen. Ich bin zufrieden. Du hast alles gemacht. Wir haben sehr viel kaputt gemacht. Wir haben uns kaputt gemacht. Wir haben es nicht geschafft, eine Tür aufzuöffnen. Beziehungsweise doch, aber mit sehr viel Hindernis. Endgegner-Tür. Die Bombe ist platziert. Die Bombe platziert. Waage platziert. Wir haben sicherlich ein Fluchtboot, das auf uns wartet. Total, stimmt. Der ist nach Hause gefahren und kocht sich jetzt Eier oder so. Wir sind auf einem Boot, wir können damit flüchten. Du willst ja was. Das ist der letzte Schritt in der Piratenausbildung. Dann habt ihr es geschafft. Lass es mich so formulieren. Wir sinken nicht. Wir sinken nicht. Ja, wer weiß. Wir werden, gut, wir werden vielen Dank fürs Mitmachen und dabei sein. Vielen Dank fürs Spielleiten. Danke schön. Wir werden, das hatten wir vorab gesprochen, eine zweite Sitzung wird es noch geben. Insofern, bisher habt ihr alle bis zur zweiten Sitzung überlebt. wir sterben dann innerhalb von 5 Minuten in der zweiten Sitzung. Schaltet ein, wenn es soweit ist. Ja. Seid live dabei. Ich bin immer so positiv. Nee, da gibt es gleich den Flashback, weil natürlich hat sofort noch eine zweite Crew angeheuert, die von der das Boot infiltriert. Ja, wahrscheinlich. Der Backup-Plan. Ja. Flashback, der Backup-Plan. Der Backup-Plan war einfach die anderen. Die richtige Crew. Ja, wir waren die Ablenkung. Ihr habt gedacht, ihr habt gedacht, er lenkt für euch was ab. Ihr seid die Ablenkung. Mhm. Wir organisieren irgendwelche Noobs, so völlige Idioten, die alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen und dann schicken wir unser Extraktionsteam rein. Wir hätten doch die Handlanger wählen sollen. Vielleicht. Er hat bei der Gang als Namen Kanonenfutter-Gang eingetragen. Vorerst, ja. Ja. Der erinnert sich auch ständig. Wir nennen uns wahrscheinlich so alle 30 Minuten um jener aktuellen Status. Ja. Ja, vielen Dank für diese spaßige Einführung. Vielen Dank an unsere Spielenden fürs tolle Mitspielen und geduldig sein mit Technik, mit Roll20 und mit der Charaktergenerierung. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und wann machen wir weiter? Haben wir schon einen Termin? Ich glaube, wir hatten einen Termin für wir hatten März, irgendwie einen. War nicht der 12.? Ja, das kann sein. Ich habe gedacht, es könnte der 12. gewesen sein. Wenn die Planungsgöttinnen uns hold sind, dann in genau einem Monat wird es weitergehen. An dieser Stelle mit einem, ja, keine Ahnung, Kühlschrank mit Armen? Der Tentakel-Kühlschrank. Kühlschrank des Todes. No one knows. Aber so nennen wir auf jeden Fall dann die nächste Folge, der Kühlschrank des Todes. Der Kühlschrank des Todes. Das klingt super. Ja. Jo. Aber war mal interessant mit Roll20. Also das ist mal was anderes. Kannte ich so nicht. Ich bette, dass das nächste Mal auch schöner ein. Thema einführen. Also. Ich werde dich noch in Foundry einführen. Ich werde dir Tales Spire zeigen. Es wird so wunderschön. Ja. Yes, Tales Spire ist mein Liebling. Ja. Das stimmt. Tales Spire ist echt schön. Ja, also aber es ist halt schon ein bisschen aufwendiger, ne? Genau. Das ist schön bei Roll20. Also für so ein Erzählspiel ist Roll20, das würde ich sagen, die Blades in the Dark Einbindung ist ja von Evil Head selbst. Und die ist schon ziemlich gut. Also, es braucht vor allen Dingen, bei Blades in the Dark brauchst du halt den ganzen anderen Kram einfach nicht. Ja. Also du musst nicht genau wissen, wo deine Leute stehen. Du brauchst keine riesigen Karten von irgendwas. Das passiert alles im Kopf. Und du musst eigentlich fast ein Würfelding und einen Charakterbogen. Und das macht's. Und das macht's irgendwie gut. Ja. Deswegen bin ich da auch mal ganz drauf. Und nicht mal eine Glock benutzt, die wir auch noch benutzen können. Das stimmt, ja. Oh Gott. Oh, gibt's das auch? Ja, setzt uns auch noch unter Stress. Ja. Na, was? Natürlich. Er musste keine Glock benutzen. Wir haben ja selbst gut genug gewürfelt, dass das vielleicht ein bisschen Stress hat. Ja. Das wäre so ein bisschen wie am Boden liegende Leute zu beten. Wir stressen uns schon von alleine. Macht dir keine Sorgen. Wir brauchen noch keine Gegner. Wir kriegen das vollkommen ohne Feindeinsatz. Es reicht schon, irgendwo hochzuklettern. Das ist okay. Absolut. Ja. Schloss aufmachen. Easy peasy. Ja. Ich überlege mir das nächste Mal noch, ob ich dich noch mal mitnehme. Ich nehme von vornherein auch nichts mit.
Du hattest die Wahl, auch Wrecking Tools zu nehmen. Ich oder weiß. Tools. Ich finde, wir hätten von vornherein, hätte Nektar überall mitgehen müssen, was natürlich schwierig ist. Aber dann wäre das Problem gar nicht erst entstanden. Ja? Richtig. Also, das ist der das nächste Mal nützlichste Spiel. Nektar ist unser MVP im Moment. Ja, definitiv. Der kriegt die goldene Banderole. der Nützlichkeit plus 3. Pilzlampe. Ja. Genau. Pilzlampe. Genau. Jo, aber was steht denn bei uns eigentlich noch alles so an jetzt demnächst? Ja, das weißt du doch bestimmt, wenn du das jetzt... Haben wir, tatsächlich, ich weiß es nicht komplett. Ich weiß nur, für morgen ist wahrscheinlich wieder wie immer Thomas am Start. Thomas mit seiner Grabbelkiste. Exaktamente. Genau. Und der Plan für danach wird immer meistens erst so Sonntagabend bis Montag gemacht. Also ist Sonntagabend festgelegt, stimmt. Ich weiß tatsächlich nicht, was am Montag ist, aber Ich auch nicht. Ich habe diese Woche fast frei. Also, ja, schrecklich. Deswegen weiß ich tatsächlich gar nicht, was passiert. Ich bin am Freitag, wenn es denn klappt, am Launch Day mit Total War Warhammer 3 am Start. Righty. Nice. Das wird bestimmt gut. Deswegen, wir wussten auch noch nicht ganz so, hey, bist du am Freitag auch mit dabei? Machst du dann danach was oder nehme ich die volle Zeit? Ich habe echt frei. Also nimm dir so viel Zeit, wie du gerne haben möchtest. Ich habe diese Woche... Brauchen wir für Total War auch. Frei. Ach Quatsch, die Kampagnen sind ganz kurz. Ja, genau. Mittwoch. Ah ja, siehst du, jetzt erinnere ich mich. Ich habe meinen Kalender abgestellt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, am Mittwoch geht's mit Mass Effect weiter. Mit der coolen WTF noch einem sehr bekannten Gesicht, an das ich mich jetzt leider gerade nicht mehr erinnern kann, an Namen, weil ich bin ein schreckliches Namensgedächtnismensch. Und Mayri in der Leitung mit Mass Effect. Dienstag dann wahrscheinlich mit Sicherheit wieder Nessie mit Drakensang, da bin ich mir relativ sicher. Was Montag und Donnerstag ist, da sitze ich jetzt aber leider Gottes gerade echt im Grauen. Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, wenn Sie Programmeraten sehen möchten. Ja, Programmeraten. Wie bewertet man sein eigenes Programm richtig gut? Hier sehen Sie, wie man es nicht macht. Aber ein eigener Stream, in der wir darüber reden, welche Programme vielleicht gemacht werden können. Genau, potenziell möglich wären. Ja, ich weiß nicht. Macht irgendjemand von euch sonst irgendwas Spannendes die Woche? Gibt es irgendwas, wofür ihr Werbung machen wollt? Ich möchte dafür Werbung machen. Das ist das Brettspiel, das wir basteln, das für Leute, die diesen Kanal öfter gucken, seit 2 Jahren in der Produktion haben. Ist es jetzt da? Und nächste Woche wird es ausgeliefert in Europa. Nein. Gestern ist die Flugware, die von den fehlenden Karten, die der Hersteller vergessen hat, in die Packung zu tun, gestern durch den Zoll durchgegangen gestern im Lagerhaus angekommen. Und direkt nach dieser Sitzung hier mache ich die Tabellen fertig für das Verschicken und dann wird es hoffentlich nächste Woche rausgehen und dann können es Leute tatsächlich nach nur 2,5 Jahren oder 3 Jahren nach dem Kickstarter schon in den Händen halten. Yay! Aber Lieferungen gerade sind ja wirklich schwierig. Ne? Also das ist halt Zweieinhalb, drei Jahre. Also ich habe praktisch direkt vor Corona damit angefangen. Wir haben alles mitgenommen, was man machen kann. Wir haben angefangen, dann haben wir gesagt, das sieht irgendwie, haben Feedback von der Messe eingearbeitet, dann haben wir gesagt, das müssen wir grafisch nochmal alles überarbeiten. Dann haben wir es nochmal grafisch alles überarbeitet. Das hat 3/4 Jahr gedauert. Dann haben wir es fertig gemacht, dann haben wir es zur Produktion gegeben, dann kam Corona in China. Dann ist die Produktion aufgehört, hat gar nicht erst angefangen. Dann war China die Produktion fertig, dann mussten wir aber Sachen anpassen, weil nachdem die Produktion, also nicht Produktion fertig, sondern konnte sie anfangen, hätte sie anfangen können, dann haben wir die Proben gekriegt. Bei den Proben wurde klar, oh, das funktioniert nicht, dann müssen wir es an der Grafik ändern. Da ist unser Grafiker an Corona erkrankt. Der hat natürlich dann auch ordentlich Corona gekriegt, der war dann 2 Monate irgendwie außer Gefecht. Dann hat der, nachdem wieder da war, hat er das dann gemacht, dann haben wir es an die Chinesen geschickt. Dann haben wir natürlich noch chinesisches Neujahr mitgenommen, wo es dann nochmal irgendwie 4 Wochen später wurde. Dann kamen wir also irgendwann in die Queue, um das zu produzieren. Dann wurde es produziert. Dann haben die Chinesen zugemacht, weil Corona. Dann wurde es also nicht verschifft. Dann sollte es verschifft werden, aber dann gab es keine Schiffe mehr, weil Corona. daraufhin haben war da nicht auch der Stau irgendwo? Genau, da war dieser Stau im Suezkanal, den wir mitgenommen haben. Deswegen kam kein Container zurück, dann gab es keine Container. Dann haben wir es nicht aufs Schiff gegeben, sondern auf die transsibirische Eisenbahn. Echt? Ja.
Dann haben wir es also mit der transsibirischen Eisenbahn nach Hamburg irgendwann schippern lassen. Also nicht wir, das haben natürlich dann alles die Leute organisiert irgendwie. Dann kam es in Hamburg an. Dann haben wir festgestellt, dass die Kisten, dass die Chinesen alle Kisten von der Produktion, auch die, die für Amerika waren, auf die transsibirische Eisenbahn geladen haben. Mit dem Effekt, dass das natürlich doppelt so teuer war, wie es hätte sein sollen. Und wir immer noch von Hamburg nach Amerika schiffen müssen. Das heißt, das hat jetzt mit der Zeit für die Europäer nicht mehr viel Unterschied gemacht, aber dafür kostet es mich halt einfach doppelt so viel wie vorher. Die Logistikkosten haben so vielen Leuten bei den Kickstarter in letzter Zeit das Genick gebrochen. Das Shipping ist jetzt schon, es war vorher schon viermal teurer, als es hätte sein dürfen, und dann war es doppelt so teuer, also achtmal teurer, als es hätte sein dürfen. Container war es also das Siebenfache und so. Ja, es ist irre. Dann war es da, kam es nicht durch den Zoll, weil dann ein Zollstau war in Deutschland und Corona. Dann war es endlich durch den Zoll. Dann halten und die erste Version hatte 60 fehlende Karten. Also da fehlen einfach Karten von unseren 100, 200, 300 sind halt 60 nicht drin. Da habe ich denen gesagt, oh, ja, die fehlen überall. Die haben wir ja gar nicht reingetan, die haben auch gar nicht gedruckt. Wenn schon, dann denn schon. Dann haben wir also diese Karten drucken lassen in China, dann haben wir die in China verpacken lassen, dann haben wir versucht, ein Schiff zu kriegen, das gab keinen, dann haben wir versucht, die transsibirische Eisenbahn zu kriegen, das hätte, da war eine Schlange, weil so viele über die transsibirische Eisenbahn gehen, das hätte dann 4 Monate gedauert, überhaupt auf die transsibirische Eisenbahn zu kommen, weil unsere Container, also weil kein Container, nur irgendwie ein paar Kisten, die jetzt nicht so großartig sind, also Luftfracht. Für, ich glaube, 1050 Kilo oder sowas, Luftfracht. Ist gar nicht so billig, wie man sich's vorstellt. Jetzt ist die Luftfracht angekommen beim Zoll. Dann hat der Zoll gesagt, Zollbeschau machen wir jetzt mal nicht, weil wir haben so viel anderes zu tun. Und dann hat es nochmal 2 Wochen beim Zoll gelegen. Jetzt ist gestern ein Zoll gekommen, vorgekommen und gestern angeschifft worden. Ich gehe davon aus, dass nächste Woche das Lagerhaus explodieren wird oder ein Brand es dahin raffen wird oder so. Nicht passiert. Nicht. Du bist auch eigentlich 20 Jahre alt, nicht wahr? Du bist in den letzten 2 Jahren so. Also ich, als ich angefangen habe, hatte ich noch so Haare. Ja, wir erinnern uns alle an diese Zeit so damals. Aus. Also gut. Und insofern, ja, das wird also das teuerste Spiel sein, das ich jemals gemacht habe. Wir haben, also wir sind jetzt, ich glaube, Stand jetzt mit minus 8.000 Euro dabei oder so. Man kann es aber tatsächlich, wenn ihr uns unterstützen wollt, noch kaufen. Man kann auf unsere Website gehen und es jetzt noch vorbestellen, weil ich mache die Vorbestellung nicht zu, bis ich möglichst viel davon verkauft habe. Und aus Mitleid dieses herrliche Spiel kaufen, das ist tatsächlich gar nicht schlecht. Es geht um Zeitreisen, perverserweise. Man muss also, das Spiel, das am längsten hat, geht über Zeitreisen. Frage, macht man es dann nicht noch teurer für dich, wenn man jetzt noch mehr bestellt? Nee, weil was ich jetzt habe, ich habe noch 200 auf Lager, die ich noch loswerden muss, aber Geld verdienen jetzt erstmal. Ah, okay, ja, that makes sense. Weil ich dachte gerade so, okay, dann fängt der ganze Circle davon an. Wir haben mehr produziert, als wir Bäcker haben und das müssen wir jetzt loswerden. Das lieber schneller als später. Also insofern, das ist die lustige Geschichte von dem großartigen Erfolg Castle von Logan. Jetzt sag mal, wann genau stellst du uns vor, die nächsten Tage? Ich werde wahrscheinlich, also sie werden irgendwie am Mittwoch anfangen zu packen, aber letztendlich kann ich die List sagen, für das Packen mache ich jetzt. Und dann habe ich einfach neue Packlisten für die dazugekommenen oder diejenigen, die Shippinggebühren noch nicht bezahlt haben, von denen gibt es auch noch ein paar.